Herzlich willkommen zurück bei der großen Rocket Beans LAN Party. Und bei mir ist immer noch Wirt. Hallo, ich bin immer noch da. Und wisst ihr, wer dazu gekommen ist? Bonjour hat geradet. Vielen lieben Dank da draußen an die Leute von Bonjour. Und jetzt dazugekommen sind, ja, das ist die Rocket Beans LAN 2022 hier im Arcadia in Hamburg. Und es beginnt jetzt, ja, du hast es schon vorhin gesagt, eines der großen Highlights des Tages, Counter-Strike. Ja. CSGO Global Offensive wird gespielt. Und ich würde sagen, gerade wird, um auch die neuen Zuschauer hier von Bonjour, hallo auch an der Stelle nochmal, richtig abzuholen, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, einer kleinen Matz, was wir jetzt mit euch vorhaben. Was darf auf einer LAN keinesfalls fehlen? Counter-Strike natürlich. Wir wollen hier und heute herausfinden, wer das beste Gespann im Spiel bildet. Also spielen wir ein Turnier mit 8 Teams, die jeweils aus 5 Spielerinnen und Spielern bestehen. Gekämpft wird auf legendären CS-Maps wie Dust oder Inferno im sogenannten Short-Competitive-Modus. Noch Fragen? Nein? Dann mal los, lasset das Turnier beginnen. So wird. Ich habe schon eine kleine Frage. Okay. Und zwar Short Competitive Modus. Was ist das eigentlich? Ich glaube, wir spielen auf der halben Map. So ist es, oder? Ja, und wir zocken quasi ein Best of 16. Also das heißt 16 kleine Runden. Mhm. Und wer jetzt richtig rechnen kann, der kommt auf das Ergebnis, dass das Team, was als erstes 9 Runden für sich entscheiden kann, hier als Sieger vom Platz geht. Und wir zocken natürlich. Wir wollen alles. So, wir wollen wirklich, dass es jetzt hier, also die LAN ist mal ein bisschen nett, aber hier wollen wir ein richtiges Turnier. Wir wollen wissen, welches Team ist das beste CS-Team hier im Arcadia. Wie viele haben wir am Start? Wie viele Teams? Wir haben insgesamt 8 Teams. Das heißt, wir fangen an mit dem Viertel. Wir haben 4 Viertelfinals, 2 Halbfinals und dann natürlich ein großes Finale. Mhm. Und wir fangen jetzt an mit der ersten Paarung und das ist Team Limited 2 gegen das Team Stormtroopers. Oh, Stormtroopers, die sind ja dafür bekannt, dass sie eigentlich nichts treffen, ne? Genau, Stormtroopers, die treffen nichts. Das heißt eigentlich, und dann noch mit der Ansage Team Limited 2, dürfte die Sache jetzt rein vom Namen fast schon entschieden sein. Also das die Redshirts. Genau. Redshirts gegen Stormtroopers. Genau, aber ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt noch mal ein bisschen an. So, wir holen uns jetzt mal ein paar Stimmen ein. Oh, da machen die sich schon warm auf. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt noch gut Stimmen einholen kann, denn die sind alle schon richtig tief im Tunnel drin. Ich schnapp mir mal hier den guten Timo. Okay. Timo, hallo. Ja, wie kann ich dir helfen? Team Limited 2. Ja. Das ist eine Ansage. Die nicht von mir kam. Wahrscheinlich von Captain Flo. So nämlich, ja. Mhm. Ich kann das noch nicht einschätzen. Ich glaube, unser Kapitän muss hier... Ja, also ihr geht halt als haushohe Favoriten ins Rennen. Dementsprechend seht ihr euch... Ja, rein vom Namen. Also wie gesagt. Team Limited, schweres Erbe. Ja, seht ihr euch... Siehst du dich auch als Favorit mit deinem Team? Ich bin Teil des Favoritenteams, ja. That's the spirit. Das ist eine sehr kurze, aber sehr feine Ansage. Und meine Damen und Herren, hier auch eine Legende im Hause Rocket Beans. Ich weiß nicht, wie ich anstrengen kann, dass ich nach dem Abwehrschuss nicht... Tobi! Wow, was soll das denn heißen? Tobi? Herr Budimann! Tobi, Chat, lass Herzen in den Chat regnen, denn... Das ist so eine riesen LAN-Party, die kann halt erst laufen, wenn die ganzen Server, wenn die ganzen Rechner aufgesetzt sind. Und das macht hier unser Gesamtteam, aber vor allem der Tobi. Moin. Team Stormtroopers. Wir und ich haben ein bisschen Witze gemacht. Das heißt bisschen eigentlich, dass die eigentlich nicht treffen können. Genau, das ist der Gag. Wir haben, ich glaube, niemand von uns hat in den letzten 5 Jahren Counter-Strike gespielt. Ungefähr genauso gut sind wir. Ja.
das, aber ich meine, hinten sehe ich wieder Budi. Ich meine, Budi haben wir Talent, auch gerade bei Halo gesehen. Ist immer, ja. ist immer eine Geheimwaffe. Ja, Tobi. Aber Map-Knowledge kann ja auch viel helfen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir die Karten alle relativ gut kennen. Mhm. Haben wir schon verraten, was wir spielen, auf welchen Karten? Nein, das darfst du jetzt machen. Okay, also die erste Karte wird DE Dust 2 sein, die zweite Inferno und die dritte wird Cash sein. Ja, das ist doch, eine Ansage. Wir. Und ich würde sagen, also die Stimmung ist jetzt hier wirklich am Siedepunkt. Und ich gucke jetzt zu meinen lieben Kollegen Martin. Martin? Aber ich frage da einfach mal einen Raum, ob wir ready sind. Ausrufezeichen ready in den Chat. Martin. Das ist er. Und ja. Damit geht es los. Martin ist natürlich selber mit am Zocken, meine Damen und Herren. So, natürlich. Der gute Mann muss auch dann belohnt werden, wenn er hier alles aufsetzt, dass er auch mal zocken darf. Und damit, let's go mit CSGO! Stormtroopers! Wer hat noch nicht? Ey, Digga, Stormtroopers! Jetzt haben alle. So. CT. Was Spiel? Wir messern erstmal. Ja? Ja, dann steht da 8-mal. Alle zusammenbleiben, ist wichtig. Interessant. Lang, glaube ich. Lang, ne? Lang. Ich kaufe nichts, ja. Man kann nichts kaufen. Ah, okay. Rechtsklick, ne? Für ja. Ja. Okay, ich glaube, die haben sich für Mitte entschieden. Die Loser. Rauf mal von hinten an. Und jetzt stechen wir die schön ab. Das ist einfach schon mal eine Action geladen. Ja, die hat diese Mitte. Da. Okay. Als ob wir uns nicht hören, come on. Wir bleiben zusammen? Ja. Direkt, jetzt rennen die lang. Oh, Jesus. Bleib stehen. Na? Hallo da. Was geht? Ja, einfach drauf da. Noch. Stark. Stark. Ah, der hat mich. Sau. Mach ihn weg. Vorsicht, Vorsicht. Oh, shit. Ja, schön. So nämlich. Ich würde sagen, wir bleiben CT, oder? Ja, doch. Ja. Cool. Und wer geht wo lang? Ich würde A machen. Oder wir können auch nach Spawn spielen, aber einfacher ist wahrscheinlich, wir teilen uns ein bisschen auf. Ich würde lang machen. Einer B, einer Mitte. Ja. Oh, ja, ich würde B machen. Und dann noch einer mit lang und einer kurz. Oh. Dann geh ich mit lang, würde ich sagen. Weil ich stehe gerade lang. Ja. Gut. Ja, dann lass uns mal am Anfang kurz reinpieken und wenn alle fünf kommen, aber sofort zurück. Okay. Ich folge euch einfach mal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, von was ihr sprecht. Ja, genau, bleib du einfach bei uns. Ich gehe nochmal kurz. Ja, geht ihr mal zurück. Gelb, geht mal mit Blau. Also Mitte ist clean. Bei mir ist Flash. B. Oh. B. Okay. Ja, ist rüber. Ja, bei allen. Window einer. Window. Ja, Window ist immer noch einer. Schön. Einer weg. Oben, noch, was ab. Links. Letzte. Oh, schön, ey. Lass dich kommen. Ach, schade. Schade. Ja, bei so wenig Runden, ne, bin ich unsicher. Lass mal sparen. Ja? Gar ja. Nichts? Na doch, komm, forcen. Voll zu viel. Okay, alles geht. Also was Kleines. Ich geh wieder B. Kurz mit kurz, lang. Genau. Dann machen wir einen schönen langsamen Mitteaufbau. Kann nicht. Lass sie kommen, lass sie kommen. Wenn sie rushen wollen, wollen sie. Ja, schön. Anna ist schon weg. Ah, ich bin down. Scheiße. Timo! Ja, richtig schön, dass du. Ja. Es geht ab, Alter. Wir gehen hier hoch. Nice! Dann gehen wir lang.
Mitte runter? Nee, lang. Luca! Kommt, ist hochgepusht. Wir gehen lang. Wer auch immer Mitte ist noch. Wer ist Mitte? Luca! Ja. Digga! Schön! Nice! Wir kommen zu dir. Wir müssen groupen. Ich geh mal Shirt durchpushen. Okay. Wir gehen lang also, durch. Sobald ihr lang seid. Ja. Okay, wir sind lang. Seid nicht hier. Oh. Yeah! Schön. Alter Luca, was geht? Stormtroopers! War aber auch Ikaron für die anderen, ne? Also ja, ist mir egal. gleiches nochmal. Gucken wir mal, was geht. Oh, schön. Ich hab die Bombe, ich weiß nicht genau, was war der Plan? Ah, ne? Also ja, wir bauen wieder auf, Mitte. Ja. Und gucken, wo wir den ersten Track setzen. Dann gucken wir, wo es lang geht. Okay. Also, schön gucken. Und wenn wir einen finden, dann gehen wir durch. Okay, ich bleib gerade. Okay, ich halte mich ein bisschen zurück, ne? Langsam über die Mitte. Action. Okay, ich höre einen von den Doors. Lang kommt zu euch. Okay, ich komme doch nicht. Ich glaube, Low-Hit spielen. Guck mal. Was? Jesus. Bitte? Oh. Schön. Mitte oben. Oh Gott, schade. Alter. Jetzt holen wir sie uns. Das ist unsere Runde. Ja, ich komme mal nicht mit lang, weil die das eh super langsam anspielen. Ich gehe mal direkt short. Ja. Nein! Gott. Das geht ja nicht mehr bei Dust. Ach so. Ah, stimmt, du hast recht. Die haben die Map geändert. Er kommt auf B. Nice. Zwei habe ich. Zwei war noch da. Blenden schon? Ach, blenden auf B, okay. Ja. Stark. Onside hinten in der Ecke. Alter, ich treffe nichts. Der ist low. Ich komm. Unter Loch. Und hinten, falsch, ich weiß nicht, wie das heißt. Ey, ihr habt ihn, oder? Ja, sind alle tot. Ach, das ist schon tot. Diffusen gerne. Sehr gut, sehr schön. Come back. Oh, ich habe Achievements bekommen, zwei Stück. Was? Ich habe zwei Achievements. Stark. Sehr gut, da hat sich das schon dafür gelohnt. Definitiv, ja. Ich geh wieder weg. Lassen wir dann langsam Aufbau spielen, gucken, ob die durchkommen. Ich decke A, dann decke ich Catacombs, ne? Oh, ja, auch schön. Nach hinten decken ist immer gut. Auch passen Long einer? Denke ich, ne? Pit. Ich bin down. Komme. Mitte, du hast aufpassen. Kubrax. Ja, ich hab's gesehen, aber das. Musste erstmal den. Von Mitte wegflashen. Okay, wir sind lang durch, das ist gut, ich komme. Aber Bombay ist Shot. Ja, hab ich gesehen. Budi, bleib mal Mitte, aber versuch mal defensiv zu bleiben. Ja. Yep. Wir bauen jetzt langsam auf über lang. Nicht steppen. Hier unten ist einer oder Short? CT? Ja, na, okay, das war's. Ich würde sagen, Budi versucht zu saven. Schön! Ah, Dreck, lächerlich. Ah. Okay, wir machen Eco, Full Eco. Ja. Nichts kaufen. Wir laufen einfach. Einfach. Folgt mir einfach. Ich weiß, was wir machen. Das wird lustig. Das klingt am Plan. Ja, wir gehen B. Wir faken B aus. Ja, wir gewinnen die einfach. Ja. Die Alpha natürlich. Ich hätte auch kaufen können. Fuck.
machen wir ein bisschen zu viel Krach hier auf B gerade. Katas, 2. Also Richtung Mitte. Nice. Ah, scheiße, komm, alle. Ein paar Hits drauf, aber... Mitte alle, oder was? Ja. Ja. Wir haben Sparrunde. Schön. Sehr schön. Okay. Oh, ich bin nur eine dreckige M4, ey. Soll ich was kaufen? Haben alle. Geht noch. Ich glaube, die Runde geht noch. Ach, die Fuse geht fast vergessen. Ja, 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 wir haben erst mal Fuse eins gekauft. Ach, oh, stimmt. Ich glaube, vorher hatten wir gar keins. Nochmal. Nichts in der Mitte. Ruhig auf B. Hier unten war jetzt einer. Lang ist bisher nichts. Nice. Schön. Wer lang, ne? Ja. Okay. B. 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 Okay. Soll ich switchen? Rüber? Ich glaube noch nicht, oder? Noch nicht. Oh, Mitte. Kurz einer. Kurz ist einer, okay, ich bin on site, E. E? Hey, A, Entschuldigung. Oh, okay, Mitte. Xbox. Kommst du dir? Ja, nee, okay, bleib ich nochmal hier. Katas. Kurz. Katas ist auch einer. Ja, ihr steht gut so. Okay. Ja, gerne callen, wenn wir uns irgendwie bewegen sollen. Ja. Ist noch nicht so drin. B. Hab ich? Ja, bin weg. Shit! Wenn du jetzt läufst, dann schaffst du es noch. Messer in die Hand und laufen. Einfach Risk. Ja, Alter. Ja, da ist. Still short. Safe. Du brauchst lieber. Alleine schaffst du das nicht mehr. Einfach zurück. Ja, das ist eine AWP, die kannst du nicht. Alter, was geht, ey? Wer von euch ist Martin? Wer ist das? Wer wird das wohl? Martin, Alter. Ja, Elo, oder? Ich kaufe. Okay. Ich kaufe auch. Ich kauf mal. Ich hab auch gekauft. Duell. Plan? Aufbauen. Aufbauen. Lang ist der nur in Pit, ne? Wenn wir den im Pit irgendwie wegbekommen, dann... Schön, los, wir gehen durch. Lang. Einer bleibt hinten. Oh, on spot. Strahlemann, Deck hinten. Strahlemann hinten. Ja. Onside, Leute. Oben noch. Onside, oben. Ist weg. Oben ist weg. Short in Boxes. Oben noch einer, oben letzten noch einer. Letzten beiden. Alter Flo! Dahinter. Flash. Rotiert. Rotiert auf B. Da fallen die Bomben nicht. Gehen Pit und frag den weg. Der ist oben. Ja. Ne, den treffe ich nicht. Doch. Spiel defensiv. Leg doch nur Orb, falls du willst. Auf gar keinen Fall mit 60 Hertz. Sollen wir tauschen? Ah, schade. Egal, das holen wir. Ja, alles drin. Alles drin. Wie die da schon die Tactics besprechen. Haben wir auch irgendwas? Ja, aber ich warte noch kurz. Aha. Ich würde sagen, Rush B. Nee, ich würde voll A lang durch, weil die mit B, das haben die selber gemacht, wie die Noobs. Damit rechnen. Ich glaube A, ja. Okay. Das ist einfach lang voll durch. Lang, Loris. Dann geht's hier weiter.
Richtig. Ja, on-spot. Wir haben quasi, also unsere Taktik wird sein, dass wir zwei Leute haben zu rotieren, Buddy. Ja. Nämlich einmal den On-Spot-A-Typen, der dann zu kurz und lang rotiert, beziehungsweise zur Mitte. Und ich bleib quasi so Mitte zu B. Sodass Verstanden, du bleibst B on-spot. Bei B, genau. Und das heißt, ich kann in alle Richtungen schnell rotieren. Ja. Und dann müssen wir mal gucken. Ich kaufe einen Defu, nur zur Sicherheit. Der Rest einfach Eco, gib ihm. Ja, der Beste, ja. Können wir schnell P250 kaufen? Wenn du willst, gib ihm. Aber wenn du damit besser umgehen kannst, mach es. Besseres Glück. Einer läuft hier falsch, wer läuft falsch? Achso, sorry. Long, 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 Schätzchen. Ist da schon wer? Wie viele? Okay. Der on ja. Long, long, long. Buddy, alle long. Buddy, ja, komm, ich komme, ich komme, ich komme. Aufpassen. Schon on spot. Lade. On spot sind sie. Short. Die wissen, dass der Short ist. Schöne Granate. Ja, ich bin tot. Short, du musst schießen jetzt. Stehen bleiben dabei. Schön. War fein. Einer on-spot an der Rampe und einer on-spot oben. CRTS stehen bleiben beim Schießen. Ah! Links in der Ecke. Ja. Und an der Rampe. Rechts. Nein! Das war scheiße. Das war knapp. Das war ein bisschen true. Aber wir schaffen es. Okay. Das ist scheißegal. Ja, das war wichtig. Hier, wir haben Eco, voll Eco. Denke ich. Okay. Gleiche Aufteilung? Ich würde sagen, Long diesmal nicht. Genau, wir brauchen die Calls ein bisschen schneller. Wenn ihr seht, dass sie da mit 3, 4 Leuten sind, dann sofort callen. Das ist super wichtig. Wenn, also in dem Moment, gucken wir mal, ob sich irgendwo eine Lücke auftut. Ich deck lang. Ja, dann will ich kurz. Vor lang ist vor diesen Türen, ne? Genau. Alright. Ich hab nicht die beste Waffe. Ich guck kurz über Mitte. Immer noch Doors. Lang ist cool bisher. Man kann hier gar nicht mehr durchgucken. Mitte habt ihr ja, ne? Nice. War das Mitte? Ja. Oder kann ich eigentlich über... Ich muss gleich kurz gucken, ich kann von hier gar nicht jetzt kurz rein. Ja, dann lass uns mal hier von hier Richtung Mitte. Und dann gehen wir Mitte kurz. Kurz ist einer. Soll ich zu euch kommen? Nice. Komm mal durch. Wild. Nice, das sollte es eigentlich gewesen sein. Einer der letzten müsste B sein. Ja, ist gerade Mitte durchgelaufen. Glaube ich zumindest. Also kommt kurz ich wahrscheinlich. Ich guck lang. Okay. Dann komme ich mal hoch zu kurz. Ja, hier kommt er. Nice. Das machen wir genau so nochmal. Wunderbar. Okay. Vielleicht eine Smoke mal, ne? Einer hat kein Helmchen. Ist okay so. Ja, also Helm gerne kaufen. Hab ich. Du hast Bombe, ne? Ja, ja. Ich hab die hier gerne. Mitte ist einer hoch zu Gott. B. Mitte ist einer hoch zu B. Okay, ich komm zu euch. Schön. Yes. Short ist down. Einer Mitte. Nice. Einer Mitte, der geht hoch wahrscheinlich. Jetzt also hier, nimm einer die Bombe mit, bitte. Richtig ja. Schlechte Smoke, einer vor B. Ist am Loch, glaube ich. Ja, down. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Haben die gekauft, ja, aber? Ja. Ja. Nice. Kann ich die Bombe droppen? Ja, mit G, ja. Machen wir nochmal genau so. Das funktioniert hervorragend. Einfach aufstellen, die zeigen sich, da wir schießen sie weg. Bin ich auch Fan von, wenn es funktioniert, nicht Taktik ändern. Richtig. Immer schieben. Ja. Ich komme wieder mit B. Genau, einer kann hier gerne. Ich gehe mal von hier. Ach nee. Doch, ich gehe Mitte. Von hier aus. Guckt jemand von Cutters auf
Ja. Kurz? Ja, ist frei. Okay. Einer vor den Doors. Cutters steppt immer noch. Einer schaut. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Einer schaut immer noch. Alter! Komm Short, Short, komm Short, komm Short. Durch. Hier kommt Short. Mann! Ja. Ja. Oh, that aim. Komm Short. Boah, nee, Junge. Alter. Alter, was ist da los, ey? Wir von dir nicht aim. Tja, jetzt müssen wir gewinnen. Kaufen. Force Buy. Alles, was ihr könnt. Okay, ich würde sagen, wir sind desperate. Wir gehen einfach kurz durch. Alle Mann kurz. Kurz? Okay. Wir gehen einfach durch. Kann jemand lang hier rüber flashen? Einfach hier hoch? Ja, ja. Und los. Soll ich trotzdem noch mit lang gehen? Ja. Nice. Kannst du dir? Kurzes Down. Noch einer kurz. Der hat mir Booty ein Heady gegeben, ey, die Sau. Zwei kurz noch. Also ich bin lang durch. Ihr könnt auch B, also. Ja. Immer noch zwei kurz. Oh! Oh, schön. Alter! Sehr schön, Jungs! Damit, meine Damen und Herren, haben wir eine Entscheidung. Und es bestätigt sich, Team Limited 2 wird dem Team Limited 2 wird dem krassen Namen gerecht. Wirt, hast du irgendwas anderes erwartet? Sei mal ehrlich. Ich hab nichts anderes erwartet, aber trotzdem hat Stormtroopers richtig viel gegeben. Es waren eigentlich Stormtroopers, würde ich mal sagen. Also die haben richtig gut gestartet. Aber man hat dann gesehen. Phasenweise war es ja auch knapp. So. Ich glaube, ich stand mal 3-3 oder irgendwie 4-4. Mhm. Und ich dachte, vielleicht geht das Ding sogar noch in die Verlängerung. Aber. Nope. Nope. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob wir hier noch jemanden von Team Limited 2 erwischen. Team Limited 2. Ja, wir müssen. Martin ist Team Limited 2. Martin. Martin, was kannst du nicht? Was kannst du nicht spielen? FIFA. Nee, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Der Flo hat ja alles alleine gemacht. Also, das war ja schon eine One-Man-Show. Ja, doch, komm, Flo, das war schon stark. Nee, aber macht sehr viel Spaß in dem Team. Ich glaube, wir treffen uns nachher einfach, wenn wir ja fertig sind, noch ein bisschen zum Ranken. Und dann, ich weiß nicht, was ihr nachher noch so macht, aber ich hab Bock. Nee, Teamgefühl. Hier, der ist der Man, ne? Mann der Stunde. MVP? Einmal Applaus. Nein, nein. Wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen alle drei Spiele. Ich sag's gar nicht so, wir verlieren gemeinsam? Nee. Nein, wir gewinnen zusammen. Macher. War überraschend gut. Ich habe gedacht, nach der ersten Hälfte war super knapp, habe ich gedacht, es wird schwierig. Aber dann ist einfach unser Plan total aufgegangen. Nur Default spielen, sie reinlaufen lassen, umschießen. Es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein. Aber jetzt müssen wir natürlich wissen, gehen wir mal zu Team Booty. Stormtroopers. Ja, Booty. Booty, was war da los? Nicht weglaufen! Nein, nein, nein! Nicht weglaufen! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Du, nein, nein! Was ist das für ein Raum? Ich weiß nicht, ob wir da rein sollten. Nein, Gott. Hallo? Kommen Sie raus! Guten Tag. War ein super Spiel. Ich finde, wir haben unser Bestes gegeben. Alter! Budi, was war da los? Stormtroopers! Ja, was soll man sagen? Also Aiming ist halt wirklich noch von 2004 hängen geblieben und das war damals schon scheiße. Also das Ding ist, ich habe wirklich einen ganz kurzen Pixel und Flow gesehen und klack, Headshot. Also da kannst du nichts machen. Ja, ach, es hat voll Spaß gemacht, also wirklich. Aber trotzdem dann am Ende dann echt sehr deutlich verloren. Ne? Also das war schon echt eine andere Klasse. Aiming hat man ja gesehen, Alter, wie die uns weggesnackt haben. Das ging ratzefatze. Also. Was war denn da los? Weil zwischenzeitlich war ja mal auch Gleichstand. Also ja, es war schon wackeres Rennen, aber am Ende seid ihr irgendwie wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Nee, ich glaube, ganz am Anfang war es echt so ein bisschen eingrooven, auch von deren Seite, aber gerade als T sind die da direkt, wirklich haben sie super gemacht. Also haben uns auch nicht lange warten lassen. Jeder Piekser hat geklappt, das hat man ja gesehen. Und als wir erstmal Terror gespielt haben, ja, weiß nicht, die ersten vier Runden waren ja gut und dann halt voll auf den Sack gekriegt. Ja, schwierig. Wird. Ja, passiert aber. Das ist die schönste Ecke hier rausgesucht, weißt du, ja. Das ist ein Studio.
Das ist, also, wir können es natürlich in die schöne Ecke drehen. Ich bin jetzt wieder Backstage, wenn ihr wollt. Dankeschön. Danke dir, Budi. Ja, Wirt, wie siehst du das jetzt? Team Limited 2, sind das jetzt die Favoriten? Das waren die Favoriten, die haben bewiesen, dass sie es schaffen können. Flo, würde ich mal sagen, ich sag jetzt mal, er ist der Captain, hat auch gesagt, sie werden alle drei Spiele gewinnen. Könnte spannend werden, weil ja, wir haben ja noch ein anderes Favoritteam, und zwar das Team von Shorty. Shorty ja sehr bekannt dafür, dass sie Counter-Strike gespielt hat und danach jetzt Valorant. Das sind Shooter, wo die Time to Kill halt viel niedriger sind als beim Halo. Ja. Beim Halo ist es halt so, du schießt mit einem Assault Rifle gegen den Kopf, da ist der Gegner nicht tot. Ja. Ja. Hier ist es halt so, schießt einmal drauf, ist tot. Ja, genau. Das war's. Und ich glaube, das kann Shorty besonders, ganz, besonders gut. Also gerade Halo ist halt eine Umstellung für die ganzen Leute, die dann Counter-Strike gespielt haben oder Valorant. Und ich glaube, da wird Shorty richtig gut abreißen. Ja, ja. Ey, ich bin jetzt auch gespannt. Also ich Team 3 und Team 4 werden sich jetzt so langsam einfinden. Und ich sehe schon, die ersten machen sich langsam ein bisschen ready. Jetzt musst du müssen gucken, genau, wie die jetzt heißen. Musst du ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wen wir uns hier abgreifen. Moment, Greta, bist du in dem Team? Ich würde sagen auch... Du bist Team 4, wie heißt denn Team 4? Wir gehen einfach zu 4. 4 gewinnt. 4 gewinnt. Okay, du weißt, im asiatischen Raum ist die Zahl 4, die steht für den Tod, Unglück. Was denkst du dazu? Ja, das trifft halt nicht auf unser Team zu. Wir sind richtig, richtig gut. Ihr seid richtig, richtig gut. Wie sind deine Counter-Strike-Skills? Ja, überragend natürlich. Okay. Ja, das ist doch kein Problem. Wirst du schon schaffen. Ja, ja. Gegen Kopf, bam. Genau. Das wird alles. Das ist gar kein Problem. Das wird schon. Ich denke, ihr werdet gut abschneiden, weil... Oh, nee. No. Nein. Ich habe gelogen. Ah, schwierig. Das ist Nikola. Wollen wir mal kurz zu Team 5 gehen? Hals- und Beinbruch? Ja. Das wird schon. Nikola. So, Nikola. Nikola, der geheimnisvolle Legion 501. Erstmal... Wie lautet der Name deines wunderschönen Teams? Oh, gute Frage. Chili con Carne. Marco. Chili con Carne. Vincent. Ein sehr komischer Name, der nicht direkt mit CS in Verbindung steht. Wo liegt, was wie seid ihr darauf gekommen? Das war, glaube ich, das erste Wort, was uns eingefallen ist. Oder einer unserer Teamkollegen. Wer hat das nochmal erfunden von uns? Chili con Carne. Du warst es, oder? Ja, ja. Da, hier ist der Schöpfer. Warum? Aber warum Chili con Carne? Ja, Team 3. Wo sind die Chili con Carne? Hier, Team 3. Das ist ein schlauer Mann. Ein sehr schlauer Mann. Ja. Team Chili. Wir merken natürlich hier, es laufen die letzten Vorbereitungen. Team Chili con Carne. Ja, wieso sind wir darauf nicht gekommen, Berti? Weiß ich Wie nicht. Wie kann das sein, dass wir nicht darauf gekommen sind? Witzigerweise habe ich heute hier im Restaurant noch Chili con Carne gegessen. Oh, okay. Ist gut? Eigentlich ja. Deswegen, Eigentlich ja. Ja, es war jetzt nicht, es konnte nicht mit der Chili con Carne von meiner Mama mithalten, aber... Oh, deine Mama macht gutes Chili? Ja, ja, die macht gutes Chili. Mm. Ich mache auch gutes Chili, aber nicht Mama-Style. Ich nehme auch Berti-Style. Also mal gucken so. Das Chili hier war okay, es war gut. Ich bin gespannt, ob das bei Team Chili con Carne, ob das auch so sein wird. Was glaubst du, wer ist da der Favorit? Team 4 gewinnt oder Team Chili con Carne? Was denkst du? Schwierig. Sehr, sehr schwierig, weil wir haben natürlich viele Wildcards in den Teams. Das heißt, nicht unbedingt Gesichter, die man jetzt unbedingt direkt kennt. Oder wie siehst du das? Ich sehe Ron. Ich glaube, der ist so Favorit. Ich glaube, der hat es nicht zum ersten Mal gespielt. Der könnte, glaube ich, da ein bisschen reißen. Und bei den anderen kann ich es leider nicht einschätzen. Aber ich bin gespannt. Man kann ja gespannt bleiben und hoffen, dass wir ein spannendes Match wie vorhin haben. Beziehungsweise der Anfang des Matches war ja ziemlich spannend und das recht ausgeglichen sein wird. Ja, ich glaube auch. Also das ist mit die Paarung, die ich hier überhaupt nicht einschätzen kann. Aber ich sehe es wie du. Ich traue dem Ron zu. Ron und Nikola. Nikola, der... Naja, Nikola ist, glaube ich, der ist auch so ein Allrounder. So. Ja, der kann halt einfach alles. Ich habe mit Nikola Valorant gespielt. Er kann das verdammt gut. Ja. Und ja, Valorant auch. Und Counter-Strike, das sind schon sehr nah beieinander, gerade beim Aiming. Ja. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich gucke einmal rüber zu Marin. Marin. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen. Die letzten Vorbereitungen laufen. Mhm. Aber ist natürlich kein Problem.
Wirt, mich beschäftigt jetzt eine Frage, natürlich hier brennt. Ja. Warum zockst du nicht mit? Ich bin viel zu schlecht für Counter-Strike, ich sag's wie es ist. Nicht besonders gut in dem Spiel. Und ich lasse lieber andere Leute spielen. Wie wir sehen, sind ja auch alle Plätze gefüllt. So ist es ja nicht. Also, ja, Wirt, ich weiß nicht. Ich weiß, du moderierst ja auch das Ganze. Ja. Du bist ja auch jetzt die ganze Zeit hier am Start. Aber du könntest ja theoretisch mitspielen, oder? Du bist jünger als ich, du hast die Reflex auf deiner Seite, die Zeit geht mit dir, bei mir ist es halt so, rein theoretisch, ja, aber jemand muss ja durch den Abend hier leiten. Also ich werde zwischenzeitlich auch mal kurz abgelöst, dass ich auch mal eine wohlverdiente Pause bekomme. Was? Aber du bekommst Pause? Naja, so, sonst bei Rocket Beans nicht. Also ja, okay, ja klar. Ich komme immer an, 10 Uhr morgens, werde dann an meinen Stuhl gekettet. Mhm. Das macht mich ja persönlich. Ja, ja, klar, weiß ich. Ja, und dann 18:30 heißt Feierabend, dann darf ich raus. Deinen Topf noch ein bisschen leeren und dann Feierabend. Ich glaube, Micha wird mich ein bisschen hassen nach dem Abend. Aber ich meine, irgendwie ist es ein Rocket-Beans-Ding und ein Game-2-Ding, dass wir immer Gags machen, dass unsere Chefs so schlimm sind. Aber jetzt mal Retalk. Aber nur, weil es Micha ist. Nein, jetzt mal Retalk. Micha hat es auch schon die Vorlage gegeben. Ja, das stimmt schon. Aber es macht alles gut. Ich habe wunderbare Chefs. Ich habe wunderbare Kollegen. Absolut. Dem dir wird. Guter Typ. Ne? Jetzt gucke ich noch. Ja, Marin? Jetzt guck ich noch einmal rüber. Marin, du siehst traurig aus, deine Kulleraugen starren geradeaus. Ihr wisst doch, wie es ist bei den Counter-Strike-Spielern. Erstmal auf die Config reinladen, dann hier die Maus-DPI noch richtig einstellen, dann stimmen natürlich meine Herz von dem Monitor nicht. Nochmal schön auf 144 hochziehen und dann kann es erst losgehen. Leute. Also jetzt mal ganz ehrlich, dass wir hier bei Rocket Beans überhaupt so nett sind, dass ihr alles so krass einstellen könnt. Das heißt, jetzt ist alles richtig eingestellt. Ihr habt überhaupt keine Ausreden mehr. Und damit jetzt die letzte Frage, Martin. Sind wir ready fürs zweite Viertelfinale? Da gucke ich nochmal ganz geschickt zu Tobi. Tobi? Tobi? Das war ein freudiges Jahr und damit geht's in die nächste Runde Counter-Strike. Let's go! Sind wir live geschaltet? Nein, ich meine unter uns. Oh. Am eigenen Kanal. Wir sind unter uns, ja. Ja, genau, aber ich weiß nicht genau wo. Weil Teamspeak ist nicht offen. Nee, es läuft über das Mischpult hier. Ach, wie insane. Alter, ist ja so smart. Ups. Alter, ist das scheiße laut. Das erträgt doch kein Mensch. Oh mein Gott, oh shit. 0.88. Okay, Knife Fight. Wait, oh mein Gott, Mitte. Es geht schon los. Holy shit. Ja, es geht los. Messerrunde oder was? Natürlich, in der Mitte. Ein bisschen Messer. Kaufe ich mir eine Weste oder was? Du kannst noch gar nichts kaufen. Ah, Tatsache, okay, das ist natürlich jetzt. Okay, schnell messen, Messer. Ach so, ja. Genau. Links, rechts. Okay. Mhm. Was? Rechts, links? Links, rechts. Links, rechts. Ja, das hört sich schon zentral. Oh, warte. Ich geh short. Ja, die sind long gegangen. Das ist eigentlich das Richtige. Was Ach so. Ja. Ups. Dann gehen wir mal long. Das war alles. Frag einfach mal demjenigen, der hier so selbstbewusst nach vorne läuft. Ich dachte, nicht long. What? Season B. Alright. I guess. Okay. Ah, Mitte. Ah, das sind sie ja. Das wird die längste Messerrunde der Welt. Ping, ping. Okay. Okay, meine Sense ist falsch. Scheiße. Alright. Eine Mono. Einer ist tagged. Tagged down. Ah, shit. Herr Strahlemann hat mich erwischt. Okay, let's go. Easy. Messer. Soll ich mir jetzt irgendwas kaufen? Kann ich das überhaupt? Stay oder swap? Nein, noch nicht. Swap. Immer noch warm up. Was machen wir denn hier gerade? Stay oder swap? Sollen wir hier auf City bleiben oder wollen wir T? Erst am Anfang. Können wir noch ganz kurz sagen? Okay, ja. T oder CT? Oh shit. T oder CT? Was? T oder CT? Ich weiß es nicht. lass CT. Lass CT, ja. Lass CT. Wir sind CT. Nee, wir sind. Was sind wir? Wir sind CT, also okay. Stay. Stay, genau. Ja, haben wir, Tobi. Muss ich irgendwas klicken? Nee, ne? Nee. Wir warten jetzt, bis das Warm-up fertig ist. Das ist einfach so weit. Oh. Okay. Dann sind wir bereit. Aua. Oh, das tut weh. Hilfe, es tut weh. Luck, have fun. Okay, ich geh long. Ich hab die falsche Pistole. Zwei long, einer short. Zwei B. Ja. Sagt mir einfach, wem ich hinterherlaufen soll. Pff,
Achso. Ich gehe zu A. Können wir A und B sagen? Ich gehe hinterher. A. Ich gehe A. Okay, ich laufe hier mit. Sag 3A, 2B. Ich gehe zum Auto, okay? Also ich gehe hier hin. Okay, na rein. Hier ist noch nichts. B. Nice. Ah, B noch einer. Booty. B2. B2, es wird wohl B. Einer durch. Bis jetzt ist einer auf B2. 2B. Oben Window. Gedroppt. Sind aber S2. S2 durch. Aber als Bombe ist auf B. Jo. Einer bei den Boxen. Ach, shit, sorry. Lebt dann noch jemand von denen? Ja, noch zwei. Eigentlich paar. Ah, schade. Okay, nichts kaufen, die Runde. Ja, okay. Wollen wir irgendwo durchrennen oder verteilen? Egal. Lass einfach B durchrennen. Okay. Ich hab eine Nate. Und dann holen wir. Okay. Ja, nochmal das Gleiche, oder? Bombe plant weiß auf E, ne? Ich bitte Bestätigung aus meinem Team. Bombe plant E. Ja. E, ja. Aber okay, wenn ich du bin auf dem Achtung! Ach, ja. Was? Ja, ja, aber. Hast du Wer war Mann? Ja, nein. Geil. Ja, gut. Das kannst du keinem erzählen. Okay, ich hab jetzt Bombe. Gut. Ach du Scheiße. Okay, 5000, ne? Wieder B? Ja, machen wir es nochmal. Ja. Aller guten Dinge sind drei. Ich hab die Bombe. Okay, vielleicht ein bisschen weiter. Strahlemann hat die Bombe. Nein, ich. Oh, hab ich sie weggeworfen gerade. Hast du sie wieder? Nee, ich hab sie. Wir haben sie. Die haben einen Smoke. Gesmoked? Wartet. Dann gehen wir nicht rein in den Smoke. Wartet ab. Flashbang, aufpassen. Oder geh mal leise wieder zurück. Sollen wir hier rein? Ja, wir warten erstmal noch auf den Smoke. Da durchzurennen bringt uns nicht viel, oder? Okay, Smoke cleared langsam. Da steht niemand. Okay, dann geht mal rein. Ich guck von hinten, dass uns hinten keiner kommt. Ich gehe. Da ist niemand. Da ist einer. Da hinten kommt jemand. Hinten? Okay, geh mal rein. Dann hab ich. Hier ist. Da steht einer hinter dem Auto, den habt ihr. Ja. Okay. Blenden. Ich guck nach hinten. Ja, ich blende. Liegt. Hab einen weggeholt. Sehr gut. Hinten. Sie kommen von hinten. Vor unserem Spawn. Vom Tunnel, ja? Ja. Einen habe ich gesehen, Minimum. Und Rauch. Pass auf, bleibt, ihr habt geplantet, also nicht zu aggressiv. Bleibt schön defensiv. Fuck, hat mich direkt weggeholt. Ihr habt noch zwei im Game, da kommt einer von der Seite. Einer noch. Schön passiv bleiben. Aber vielleicht fast. Sehr gut. Trotzdem. Schaffst du das noch? Ja, ich glaube, oder? Ich habe keine Ahnung, wie die Timing. Hat er einen Diffuse gekauft? Ja, den versuchst du auf jeden Fall. Ja, schafft er. Ja. Aber good try. Ja, come on. Okay, denkt an die Westen, ne? Ja. Was kauft ihr für eine Waffe? Auch nie. So. Nochmal selbe Strategie oder andere? Ja, schau mal vielleicht, wenn sie in der Mitte smoken. Oder da vorne wieder smoken, dann gehen wir in die Mitte. Genau, auf den Tunnel. Machen wir so. Okay. Nicht gut. Ja, aber leise dann. Was kauft ihr für eine Waffe? Was ist ein Meter? Boah, ich kauf einfach Sturmgewehr. Ich vermute mal, das ist der andere Buchstabe, ne? Hier ist wieder was. Komm so. Ist hier noch jemand beim Auto? Ich bin Meter raus. Okay, da geh ich jetzt B. Ne, komm mit dir B wahrscheinlich dann. Ja. Da lower. Ich geh lower. AWP im Tunnel. Ah, shit. Der hat Damage. Nice, sehr gut. Noch einer im Tunnel. Zwei im Tunnel. Flashcutters. Nein! Die AWP ist down, ist low. Nein, nicht gut. Oh shit. Hey, rechts. Sehr gut. Nochmal rechts. Wieso stirbt der denn? Schön, let's go!
Ausgleich, sehr gut. Bam! Wieso bin ich ganz oben in der Liste? Jesus Christ. Oh, was geht denn hier ab? Das war gut. Das war jetzt aber auch schwierig. Hier. Scheiß Flinte gekauft, warum habe ich die jetzt gekauft? Ich habe im Urin, dass sie jetzt zur A kommen. Ich gehe mit zur A. Ah, das ist schön. Mal zu dritt nach A jetzt. Gute Idee. Einer long. Hat einer short? Zwei long. Ja, mit einer. Noch einer? Mitte zwei. Ist der nach links oder nach rechts? Short durch, Achtung, short. Was ist short? In der Mitte das Ding oder was? Über mir. Da. Ja, gut, alles. Ah, ich hab ihn gesehen. Ah. Ich werde abgemoliert. Scheiße. Ja, mit einer noch long an der Corner. Long Corner down. Und? Schön. Einer short, einer Mitte. Einer unbekannt. CT. Schön. Yeah. Noch ein. Letzter CT. Ah, nee, noch zwei. Noch einer. B. Bombe B. B, links. Martin, warte, wer ist Martin? In dem Ding. Ich bin Eddie. Nee, glaube ich. Okay. Hier, nach B, genau Mitte runter. Gleichzeitig einfach rein. Genau, und da jetzt links. Hat er ein Kit von euch? Warte, vielleicht rechts in der Ecke, rechts in der Ecke. Plateau. Schön, let's go. Nice. Kit kaufen das nächste Mal. Das ist sehr gut, ja. Aber wir haben doch kein Geld. Wir sind doch alle pleite. Achievements, huh? Oh, der Account hat noch kein einziges Mal durchgeführt. Das ist ja krass. Kann mir einer legen? Na klar. Willst du einen AK? Gerne. Ah, bitte. Danke. Okay, ich gehe A. Das ist ein Buchstabe, den ich kenne. Diffused Kit kaufen, okay. So. Wir bräuchten noch ein Eier. Perfekt. Short ist noch nicht gedeckt. Jetzt zwei Short. Short kommt mit Bombe. Ist der noch long? Drei Short. Kommt. Okay. Habt ihr Nades, dann schmeißt ihr mal Short. Wow, nice. Sehr gut. Noch zwei. Shit. Scheiße. Noch einer long. Einer long. Zwei Short. Nice. Wo? Zweit. Ja, nice. Achtung, und zweit ist noch einer. Einer müsste tagged sein. Oh, ist doch B. Achso, ist B. Ey, man hört ja gar nichts. Lass mal lauter machen. Ja, hab ich jetzt auch gemacht. Wer ist Martin von euch jetzt? Hinten, glaube ich. Hinten, ja. Okay. Ich bin hier. Ich bin, du kannst dir dein Ingame auch noch lauter machen. Und Main-Lautstärke machst du alles. Ja, dann ist disabled. Wir brauchen die Waffe. Wo seid ihr? Versteck dich nicht. Oh, ich hör's. Es kommt näher. Wait. Die Bombe ist doch gerade auf A explodiert, oder? Vom Sound? Aber da war doch nichts. Okay. Egal. Let's go. Kaufe ich jetzt ein, oder was? Eco, oder? Nee, eine Eco, ja, eine Eco. Okay. Oh, okay. Also gar nichts. Das war zu spät, die Ansage. Okay, okay, alles klar. Wir können Faust machen. Ja, das ist fein. Ich nehme die M4 da, die da auf dem Boden liegt, das für euch auch in Ordnung ist. Vielen Dank. Ja, von mir aus. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Let's go. Ah, laufen wir jetzt zu viel? Nee, halt. Das ist nicht gut. Ja, ich gehe mit zu B. Okay. 2B, 3A. Ja, die kommen in der Mitte. Bleibst du hier? Oh, fuck! Smoke. Oh, Short. Ja. Short kommt. Okay, das heißt Short. Willst du wissen, ah, du bist Short. Okay. Ja. Lol, einer Short, zwei noch Short. Einer Schnapp. Nice. Side dead. Einer noch short. Short 1 HP.
down. Nice, sehr gut. Alter, ich glaube, hier ist Mouse Acceleration an. Ja, stimmt. Gute Idee. Lass mal ausschalten. Ja, aber das geht ja nur in Windows. Nee, das kannst du auch. Hauptbeschleunigung gibt's auch in CS. Ah, stimmt. M-Raw-Input-0. Bam, Jungs. Nein, wait, das muss 1 sein. Einstellung gibt's auch. Scheiße. Egal. Raw-Input 1. Egal. Ja, es war schon eingestellt. Naja, so. Anyway. Ja gut, dann liegt es daran nicht. Geht jetzt keiner mit zu B? Doch, wir sind zu zweit. Okay. Hallo. Hey, hab hinten keine Augen, sorry. Aber auf der Map hast du auch. Steps Map, glaube ich. Komm hier nicht mit Map. Ja, 2 B. Komm mal B. Von hinten. Von hinten wieder. Pass auf, aber geh nicht hin, lass ihn erstmal kommen, das vielleicht. Ja, aber da liegt die Bombe. Die Bombe liegt da? Ja. Oh, sorry. Bruder. Wir haben uns beide gerade erschreckt. Ja. Ne? Fuck, fuck, fuck. Ah, ich bin so schlecht. Ja, die Bombe liegt bei B drin, also ja. Ihr müsst jetzt zu B. Wir müssen zu B, okay. Jo, sehr schön, nice. Ja, red rauf, rauf, rauf. Hast du den, der von hinten kam, erwischt? Klatsch. Ah, da steht gleich einer in der Ecke. Links um die Ecke. Links um die Ecke. Von hinten auch noch. Jetzt ist er gerade nach rechts gerannt. Ah, wird schwer. Oh. Einer umläuft uns zu lange von hinten. Wenn wir A gehen, umläuft uns immer einer von hinten. Einer müsste zurückbleiben und dem möglichst entgegenkommen irgendwie. Ist jetzt Seitenwechsel, ja. Mhm. Mhm. Okay. Müssen wir sonst was machen? Ach nee, da ist ein Counter da oben. 10 Sekunden noch. Okay, okay, eine Nackedei-Runde? Ja, ich würde sagen. Ja. Eco-Run. Schauen wir uns auf 2-2 oder 2-3 irgendwie. Einer bleibt zurück. Ja, einer in der Mitte. Einer bleibt zurück. Ich gehe B. Okay, ich gehe hier mit CRT. Und bleib ich in der Mitte weg. Ich bin, glaube ich, bei A. Ich schimmel einfach. Da kommt einer. Oh, da kommen alle. Da kommen alle. Alle auf B? Ja. 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 Alle im Back. Down. Bombe nehmen, blenden. Oh, ich hab die Bombe. Ja, what? Achtung, Window kommt. Ja, nice, sehr gut. Tunnel decken, einer muss Tunnel gucken. Ja, was? Ich guck. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So passt. Und einer muss noch Window gucken. Halte ich ein bisschen auf. Ich guck Tunnel. Ja, so ist gut. Tunnel kommt. Tunnel. Einer Tunnel. Nee, nee. Achso, jetzt, ja. Ja, zwei. Zwei, beide Tunnel. Nee, ich auf mich, nicht auf mich, das bin ich, das bin ich. Alter, ich bin irritiert von den komischen Farben hier. Beide Tunnel, beide Tunnel, alles gut. Ich glaube, das Spiel. Wir haben die Bombe geblendet. Lasst sie ruhig kommen. Nein, was? Defensiv. Wir haben die Bombe, das heißt, die müssen defuse. Ja, ja. Sehr gut. Einer weg. Das läuft sehr gut. Jetzt könnt ihr abhauen, also. Obwohl, ihr habt eh nur Glocks, ne? Wow. Weit von hinten. Window, dort, dort, dort. Tschüss. Okay, schön, aber schön, 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 schön. Sehr schön. Gut. Sehr gut. Nikola. So, zweite Kevlar Runde. Helmet. Kevlar Helm und MP. Am besten UMP oder MP7 oder sowas. UMP. Okay, ich bin so frei, ich hole AKS. Tut mir leid, ich bin der arrogante Gamer. Ich finde das gut, dass sie mir ganz genau sagt, was ich machen soll. Sehr gut, wir gehen nochmal B. Ich gehe aber vorher lower, also lass mal nicht rushen. Dann machen wir jetzt langsam Shift drücken. Ja. Shift, 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 Shift. Sorry. Ganz langsam. Wir warten jetzt hier, bis du unten durch bist. Dann rennen wir zusammen auf B. Von zwei Seiten. Genius. Das hat noch niemand vorher gemacht. Einer pusht Mitte. Ich pushe. Ja, dann, oh mein Gott. Dann lass auf B jetzt drauf. Das war ein noch. Und Seite ist einer. Noch einer. Und K. Einer weg. K ist da. Letzter Mitte. Sehr gut. Letzter Mitte. Bombe blenden bitte. Der ist lower cut, hast reingerannt. Er hat ja K, oder? Ja.
Außer er hat noch Ding. Will einer von euch blenden? Wer hat das? Orange. LAN 03. Oh, hey, hier, ich, so, okay. Du hast die Bombe. Lower Cartus ist eine AK. Ja, ich such die gerade. Ja. Ah, okay. Ah, ist gut. Mal, hat mal. Sie nicht genommen, das war irrelevant. AK. Aber die haben ich hol nochmal AK. Hat die gekauft? Eine hatte UMP, der Rest war full. Ja. Also full force. Oh, echt? Ich glaube schon. Also, das ist nochmal Eco Rush Off. Ich hab absolut gewifft. Ich geh long. Okay, dann lass wieder aufteilen. Achso, oh, sorry, Moment. Egal. Okay, dann gehe ich hier. Ist Mitte was? Mitte ist einer. Oh, lang mit auf einer Long. Ja, ich bin da klar. Ist der K vielleicht? Der müsste beim K sein. Okay. Nee, ist er nicht. Oh, tot. Mal Nate. Natro. Vielleicht noch einer am Auto? Ja, nee, okay, Auto clear, Auto clear. Mitte ist noch einer, vor Mitte hier vor am B. Tor. Out K. Oh, ihr könnt, genau, ihr könnt von Long auf A laufen. Ah, ich ping's mal da. Genau, spiel mal. Du musst auf A. Da hoch, genau. Einmal außenrum. Weil A ist kompliziert. Und mit ist eine Op. Einer hat Awe. Ja, ne. Ja, der hat 2-3 Hits. 2-3 Hits. Minus 60. Das ist unerwartet. Die sind noch zu dritt. Sag mir mal, wo ich hingucken soll. Ja, da wo Gegner gucken. Sind. Hier, hier. Hm? Das sieht am besten. Springen die alle oben. Ja. Genau, ja. Das sieht die Bombe. AWP ist down. AWP down, schön. Ich hab den CT weiter. CT einer. Genau. Schön CT down. Jetzt hat CT, okay. Ja. Steppt er noch. Ach, schön. Let's go. Hat keiner gesehen. Ja, die Orb habe ich nicht bekommen. Egal. Brauchen wir nicht. Kann mir eine Awe legen? Ja. Autosniper oder Awe? Awe. Okay, warte, ich schmeiße dir. Okay, ich leg nochmal die Bombe hier hin. Okay. Hast du was zum Kopf? Achso, ich hab noch eine MP7 dazu. Ich hab ja noch eine MP7, ne? Reicht. Gar kein Problem. Ich geh gleich lower rein. Oh, leck mich am Arsch. Aber sorry. Fuck. Die ist üb. Mit ist einer. Oh, auch mit einer MP. P90. Ich lauf Catwalk lang. Okay. Ich hab grad keinen der Lack. Oh, recht in der Kiste. Oh, wow, von rechts. Fuck. Oben Mitte und B2. Sehr gut. Einer Xbox. Oh, fuck. Ach, scheiße. Ist Upper down? Xbox down, ja. Und ja, C auch. A, oder? Ja, da. Ah, wait, Bomb ist down. Bomb ist down. Okay, beide waren B. Okay, warte mal. Oh, die geht nicht mehr so. Das ist so mein Leid. Die ist, ja, oh mein Gott. Oh Gott. Beide waren B. Jetzt schön. Einer. Ich flash B rüber, Ja, mach. Oh Gott, durchs Window. K. K. Nein. Yeah. Woo, let's nice. Go, schön. Ich hab, gut gemacht. Ich hab euch gecarried, würde ich. Meine Damen und Herren, Team Chili con Carne gewinnt hier das zweite Viertelfinale. Bekomme ich hier einmal Markania. Großen Applaus für das Team Chili con Carne, bitte. Wir haben es angekündigt, oder ich habe es angekündigt, das Chili hier war okay bis gut. Ja. Das heißt, Chili con Carne ist diesem Ruf gerecht geworden. Sie waren gut und konnten sich einfach durchsetzen. Oh, wow, die wollen abhauen. Was? Wir wollen abhauen. Wir müssen hier abfahren. Nee, ihr müsst, einer muss jetzt hier mal. Nikola, komm her. Das ist jetzt hier wie in der Mixzone. Okay, oder. Komm, alle dazu. So. Alle. Wir sind ein Team. Boah, das ist natürlich eine Ansage. Alle in die Mitte. Ihr seid ein Team. So. Wir als Team sprechen als eine Person und deswegen übergebe ich das Wort an dich. Hi, wir sind die eine Person. ja, Chili con Carne ist halt mit das beste Essen. Vor allem RBTV-LAN. Headshots sitzen. Es gab keinerlei Mauseinstellungsprobleme. Das von Anfang an alles gesessen und Team hat gecarried. Einfach wirklich. Jeder hat das gemacht. Ich habe jetzt natürlich eine wichtige Frage und die geht hier an Simon. Simon, du machst in deinem, also du arbeitest als professioneller Fotograf, das heißt, du machst viele Schnappschüsse und jetzt hast du auch ordentlich Schüsse verteilt. Ist das dein Geheimrezept? Ich habe, glaube ich, mehr Schüsse kassiert als verteilt, aber die Benchmark ist da, super Team und jetzt geht's richtig ab, auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, bereitet euch jetzt weiter vor.
Ihr werdet gleich im Halbfinale, also es dauert noch ein bisschen, aber ihr werdet im Halbfinale dabei sein. Und ja, es wird spannend, wird. So. Das ist richtig spannend. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Teams. Nächste Aufstellung. Man merkt, hier ist viel getrudelt. Wird schon alles vorbereitet. Die Vorbereitungen für das nächste Viertelfinale laufen schon. Und wir können ja mal gucken. Wir gucken mal. Wird. Team. Uns erwartet gleich. Team 5. Und Team 6. Gegen Team 6. Also Team Hotshots. Oh. Gegen Team Cloud 6. Oh, Team Hotshots. Das ist aber ein ganz schön hartes Team. Oh, yo. Ja, also, soll ich mal sagen? Also, wir haben Christian von Arcadia, wir haben Shorty, wir haben Eddie, wir haben Edopi und wir haben Oleg Gauss. Ja. Aber, ey, Team 6, also Cloud 6, darfst du auch nicht unterschätzen. Cloud 6, denn wir haben Densen. Verklagen? Denn wir haben Densen, wir haben Fiefbug. Wir haben Maurice Scotch hier. Micha Reinke, meine Damen und Herren, mein Chef. Reinke? Den müssen wir jetzt erstmal natürlich abgreifen. Moment, das ist doch kein Star Citizen, oder? Der spielt doch nur Star Citizen. Das Spiel ist doch viel zu hässlich für ihn. Das Spiel ist eine Beleidigung für seine Grafikkarte. Ja, das müssen wir. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal meinen Chef, unseren Chef. Okay. Und wir gucken. Er sitzt doch entspannt da. Er sitzt doch ganz entspannt da. Er ist doch ganz entspannt da. Micha! Ja, er ist sich schon am Vorbereiten. Micha, du weißt, du bist gleich dran. Also erstmal, Micha, unsere Frage war, also meine erste Frage, was für eine Grafikkarte hast du? Also zu Hause. Nein, zu Hause. Eine 3090 RTX, die ist sehr selten und die haben sehr wenige Menschen. Ich habe eine. Hast du auch eine TI? Schon eine TI, aber du hast recht, das ist, ich kann sie wegschmeißen, ich kann sie in die Tonne treten, völlig recht. Gute Frage. Also du wirst ja jetzt gleich Counter-Strike spielen. Hätten wir nicht von dir erwartet, weil dieses Spiel ist doch eine Beleidigung für deine Grafikkarte, oder? Ja, ich spiel's doch gerade das allererste Mal tatsächlich. In meinem Leben ist jetzt mal 2004 oder so. Und die Easybots habe ich platt gemacht, kann ich schon mal sagen. Okay. Ja. Welche Waffe wirst du nehmen? Das ist ein Maschinengewehr. Ja. Keine Ahnung. Bam, 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 bam. Ja. Jetzt gehört. Ja, Micha, wir würden auch sagen, dass du langsam nach vorne gehst, denn ihr seid jetzt dran. Ihr seid dran. Team. Ja, meine Damen und Herren, Micha Reinke, der ist, dem muss man nicht sagen. Also, der ist einfach am Start. So. Ja, genau, ist nicht mehr seine Maus. Genau, er ist nicht mehr seine Maus, das ist natürlich ein Problem. Jetzt gehen wir einmal noch mal rum. Micha! Kommen wir mal hier Cloud 6. Ja. Da haben wir Densen. Okay. Läuft. Aber hier, guck mal, hier. Weil du der Chef bist. Also ich darf jetzt nicht mal, ich kann meinem Team keine Befehle mehr geben, das ist jetzt natürlich Boykott, ne? Naja, du beobachtest die jetzt, also du bist ja der Chef und deswegen kannst du ja von hinten sehen, wie ihr arbeiten. Und kannst von dir aus Befehle geben, also während dich ja hören. Das ist wie mit euch Redakteuren, die laufen jetzt nur noch vor die Wand, ne? Die können gar nichts mehr, die drehen sich im Kreis und schreien. Ja, das ist wie im Redaktionsalltag. Also easy, wird schon gehen. Ein Kinderspiel für einen Michael Reinke, meine Damen und Herren. Aber es ist halt durch seine beste Position. Er ist hinten, er schaut, was seine Teammates machen und wenn die Scheiße bauen, wird halt einfach der Chef ausgepackt. Und dann. Ich freue mich auf die Calls von Micha. Ja? Yeah? Die werden gut. Shotcaller. Die werden auf jeden Fall gut. Man merkt natürlich, es ist hier unfassbar viel Trubel. Jetzt gehen wir doch mal wieder an unser schönes Moderationspult. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was beim Chat so abgeht. Chat, wie geht es euch? So. Hier wird natürlich ballern. Es wird gesagt, ballern. Ja. Der Chef. Und ich höre schon hier ein paar Stimmen. Reinke bei CSS, geil. Der bescheidene Micha ist natürlich auch am Start. Der bescheidene Micha, der ist neu. Das soll ich mir aufschreiben. Also wie gesagt, ich höre hier auch XA. Boah, das ist ein absoluter Zungenbrecher. X. Sagt, starkes Team. Also hier Hotshots mit Eddie. Und Achse X. Es ist halt so, dass da nicht nur Eddie sitzt. Da sitzt auch eine Shorty und wir sehen hier sie jetzt gerade sogar. Und Edo-P. Also das ist auch im Stüssel. Also es ist die geballte Power. Das ist das Favoritenteam. Ja, ich würde. Ich. Also.
vielleicht kriege ich jetzt Ärger von meinem Chef, vom guten Micha, aber ich würde jetzt mal auch behaupten, dass hier das gute Team, wie heißt es denn? Das Team Hotshots, rund um EdoP, Shorty und so weiter, dass die hier als die Favoriten ins Rennen gehen. Glaube ich auch. Also mich wundert es überhaupt, dass so viele Sterne hintereinander standen, dass diese Leute überhaupt in ein Team gekommen sind. Normalerweise müsste man sie aufteilen, aber anscheinend wollte das Schicksal so, dass Team 5 aus diesen Leuten besteht. Denn die sind ziemlich strong. Aber man muss auch sagen, Team 6, ich meine, Micha Reinke kann alles abreißen. Und halt auch ein Densen und ein Fiefbug, die sind halt einfach dafür bekannt, dass sie krassen Skill haben und reichen. Ja, wir haben ja vorhin gesagt, Densen hat mir vorhin sogar gesagt, er ist nicht nur laufen und springen und hier driften, er ist nicht DK, also Drift King, ne? Er kann auch ballern. Niemand schätzt es ein. Also ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, sehe dann jetzt auch persönlich zum ersten Mal, wie Densen ein Shooter spielt. Und mein lieber Wirt, ich kriege gerade auf mein Ohr gesagt, dass wir wohl langsam ready wären. Und wir gucken jetzt wieder zum guten Martin. Martin, mein Chef, sind wir ready für das dritte Viertelfinal? Oder Shorty meldet sich. Okay, Shorty hat ein Problem. Das heißt, wenn Shorty ein Problem hat, dann muss jetzt natürlich eingegriffen werden. Da muss alles eingestellt werden. Denn wir wollen Shorty mit ihrem besten Skill hier sehen. Lief da noch Musik im Hintergrund, oder wie? Ja, und es ist Leute, das ist absolut krasser Skill. Jeder passt seine DPI an, jeder passt seine Tastatur und alles mögliche an. Die 800. Configs werden reingeladen. Also man, wie gesagt, man kann hier nicht am Ende mit Ausreden rausgehen und sagen so, meine Maus war nicht gut eingestellt. Sehe ich auch jada, schon. Jada, jada, jada. Ja, ja, ja. So, guck mal, selbst und Etienne jetzt, hat seine Linkshänder-Maus bekommen. Genau, selbst Herr Gardet hat seine Linkshänder-Maus dabei. Das ist wirklich das Erste, was ich immer gelesen hatte, okay, Ede ist dabei, aber nur, wenn er seine eigene Linkshänder-Maus mitbringen kann. Mhm. Und sie ist am Start. Und Leute, schaut euch das an. Ede hat sogar den Superchat geöffnet. Das heißt, unterstützt doch jetzt mal Ede. Ich glaube, die sind in der Zone. Die hören uns gerade gar nicht. Und ich glaube, es kann jetzt so langsam losgehen, oder? Martin, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja, na? Es müssen noch die letzten Anpassungen gemacht werden. Ausrufezeichen ready in den Chat. Ausrufezeichen ready in den Chat. Eddie spielt sogar mit seinem Account. Guck dir die Skins mal an. Da ist alles dabei. Alles, was er braucht. Ja. Und ich würde sagen, dass der Chat jetzt auch einfach mal Ausrufezeichen ready in den Chat schreiben kann. Und es geht los, meine Damen und Herren. Team Hotshots gegen Team Cloud 6. Let's go! Shorty macht die Ansagen. Okay, Shorty macht die Ansagen. Prinzipiell gemeinsam gehen. Jawohl. Der Erste sollte gleich einfach mal warten, aber lass uns erstmal durch Door rausgehen, damit wir uns da nicht gegenseitig komplett irgendwie blocken oder sowas in die Richtung. Die kommen. Und links, links, rechts. Links, links, rechts. Okay, ersten habe ich. Zweiten, sauber. Der eine braucht noch Rechts-Hit. Mach Rechts-Hit, rechts. Schön. Sauber. Okay. So, jetzt ist was? Also rein theoretisch können wir jetzt wahrscheinlich entscheiden, ob wir CT wollen oder T seid. Du entscheidest, meinst du? Aber jawohl. Womit fehlt ihr euch? Also entweder gehen wir halt als T wahrscheinlich einfach halt gemeinsam drauf. Machen wir T zuerst. Du musst nicht flüstern. Aber es ist eine CT-Map, ja, also. Schaut dich hier total. Ja, prinzipiell ist CT natürlich einfacher. Also CT kann du man. Du musst halt sagen, ich habe keinen Plan. Ich möchte es als Team entscheiden, glaube ich. Mega. Dann ist es schwer. Okay. Wir machen die E. Okay, dann machen wir CT statt. Was spielen wir überhaupt? Das 2? Ja. Oh Gott. Das ist meine schlechteste Map, ey. Spielen alle auf das 2 oder was? Ja. Macht nichts, die einzige Map, die ich überhaupt kenne. Ich hoffe, ich atme hier jetzt nicht rein. Einer von euch muss jetzt quasi es eingeben, aber ich weiß gar nicht mehr, wer. Wir müssen ein bisschen warten jetzt gerade. Ich habe gerade die Meldung. Achso. Fehler beim Teamnamen, müssen noch einmal neu starten. So, Umlaute gibt es also auch nicht. Aber schöne Knife-Runde, Jungs. Richtig. Ja, aber sehr gut gemacht. Also ich werde hier gerade gefragt. So, geht voll los oder was? Sauber. Okay. Was jetzt? T.
Team, Hotshots. Okay. Abfahren. Let's do it. Shorty. Ich hab die Bombe. Shorty. Okay, wir sind. Kevlar kaufen. Shorty, kauf mal Kevlar. Auf jeden Fall. Erste Runde direkt Kevlar kaufen. Und dann, wie laufen wir? Lass uns mal Richtung. Du musst nicht flüstern. Ach ja, wir gehen Richtung B. Fake ein bisschen an. Wir stellen zwei Richtung A ab, okay? Okay. Orange und Lila, ihr geht Richtung A schon mal, Richtung Lang. Ich hab keine Farbe. Ich weiß nicht, welche Farbe ich bin. Ihr seht das noch auf der Map wahrscheinlich. Aua! Aua! Falsche Taste, ich wurde angebessert. Okay, macht leise. Wir gehen gleich tendenziell wieder zurück über Mitte. Okay. Pass auf. Ich guck mal mit runter. Wir machen nur ein bisschen Stress. Ja, schießen wir links. Wir gehen wieder zurück Richtung Mitte und versuchen ein bisschen schneller. Hä? Ah, was ist denn jetzt? Sehr gut. Sehr gut. Ich wurde angestochen. Das ist perfekt. Ja, okay, jetzt? Das gleiche nochmal machen, was? Crosshair. Ja. Noch eine Knife-Runde? Nee, oder? Das ist ja Quatsch. Was macht ihr denn? Wer hat denn hier die Schuhe an? Noch eine Knife-Runde. Ja, nochmal Knifen? Aber warum? Die wollen uns einfach sabotieren. Wir haben doch die Knife-Runde schon gewonnen. Ja, nochmal. Selber. Ja, komm. Hä? Klatschen wir die halt nochmal. Okay, gleiches Spiel? Jo. Lass sie sonst erstmal. Ja! Komm. Links, links, rechts. Links, links, rechts. Was heißt. Links, boah. Links. Ja, ist ja so unfair. Ja, und jetzt was? Oh, jetzt habt ihr gewonnen, oder was? Ja, vorbei. Nee. Unterschieden. Warum ist mein Crosshair jetzt anders? Warte mal, ich mach's mal mein Mikro hier. Was ist denn hier Bewegung? So. So, was ist denn jetzt? Jetzt okay, in der City. Okay. Und jetzt? Ein Kevlar kaufen. Ich weiß gerade gar nicht so genau, wie ich meinen. Ich gehe mal auf A. Keine Ahnung, wohin. Ich könnte B gehen, wenn's okay ist. Ja, Shorty geht B, ich gehe A lang. Ich gehe auch A lang. Da bin ich richtig schlecht. Okay, nice. Also, ich mach fast, ich mach A kurz. Ich habe auch eine Nade und ein Dev-Kit. Ich muss gleich nochmal meinen Kontakt A-Lang. Komm zurück. Sind da viele A-Lang? Drei ja, Leute anscheinend noch. Bleib du mal da, Blau. Okay, ich hab Hit. Komm, welche? Ich bin fast kein. Ist hat jemand kurz gesehen? Nee, aber ich hab nicht. Lang sind die. Lang. Lass sie kommen, Wir haben Vorteil. Ich bin fast tot. Der kommt zurück, Eddie. Die kommen. Okay, hab ich noch einen mitgegeben. Ich guck vom Spot runter. Oh Gott. Richtung Lang noch? Ja, sind noch zwei A-Lang. Nicht pieken, nicht pieken. Lass sie kommen, nicht pieken. Oh shit. Ja, Bombe down. Oh, der gibt mir. Okay, ist durch, ist durch. Leute, ich brauche hier Hilfe. Ich habe nur noch 9 Schuss. Du bist noch mit einem Mad. Dein Mad kommt von hinten. Ole, versuch ein bisschen höher zu aimen. Ich bin ja, letzter Richtung Rampe. Kannst nicht laufen, nicht laufen, nicht laufen, nicht laufen beim Schießen. Schön. Nice. Ah, stark. Sauber. Sehr gut. Schöner Backstep, Ole. Sehr gut. Okay, komm. Ole, denk dran, beim Laufen, beim Schießen am besten nicht laufen. Shorty, was machen wir? Was machen wir? Ich kaufe eine EP90. Wir müssen auf jeden Fall kaufen, das, was ihr könnt so. Je nachdem, was ihr gerne spielt. Ich kaufe eine EP90 und gelang. Ich habe noch ein Kit mit dabei. Ich gehe lang, wie gesagt, ein EP90 und eine Flash. Ich smoke uns Mitte, damit ihr nicht seht, wie viele Leute crossen. Wir können die eh nicht gucken, das wird weggepatcht. Ah, stimmt, die wurde ja neu gemacht. Ja. Also ich gehe dann direkt, wieder kurz. Wenn ein schneller Go kommt. So, Alang? Alang ist bisher ruhig. Alang ist ruhig. Ole, hörst du uns? Short. Also A kurz. Ist auf jeden Fall. Einer short. Lass uns mal leise short. Oh, unten ist einer. Down. Einer down, A. Ja, dann lass uns auf jeden Fall A aufbauen. Oh, ich peek mal short. Ist noch frei. Okay. Sieht gut aus, lass uns jetzt go machen. Also ich hab A gerade. So, dann rauf, dann plant. Ich deck short. Ja, gut. Benedikt. Schau mal, wenigstens den Plan durch. Einer kommt über lang. Okay. Long down. Einer push. Schön.
Oh. Ist dran. Nein. Nice. Hier Fistbump. Freunde. Zack, zack. So machen wir das. So, jetzt AK und Kevlar kaufen. Und wenn du ganz wahnsinnig bist, auch Granaten. Tu dir selbst den Gefallen, kauf keine Flashes. Kann man nicht mehr runter-aimen auf das? Nee, rückgeschehen vor einem Jahr oder so. Okay. Plan? Wir können ein bisschen aufbauen. Wir können gucken, ob die vielleicht pushen. Okay, das war ein Teamflash. Wir können gucken, ob die vielleicht irgendwo reinpushen und vielleicht einen Pick kriegen. Wenn wir einen Pick Long, Dorf push. Ja, schön, 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 schön. Drei Stück. Einen habe ich. Okay, Orange hat die Bombe, nicht vergessen. Sehr gut. Ja, die rennen mit ihrer Spar einfach rein, wahrscheinlich, ne? Ja, gerade tun sie es, ja. Lang noch? Dann lass. Laser lässt auch hier, aber wir sind zu viel. Können auch einfach kriegen rauf jetzt. Ja. Ja, oder wir gehen einfach jetzt zu B. Geht B. Ja. Geht zu B. Macht safe. Geht zu B. Oh. Achtung. Chase. Ja, unnötig. Geht zu B, implanted. Ich hab. Wo ist die Bombe? Ah, okay. Micha hat sie. Schön. Egal. Unnötig kompliziert, ja, aber es hat funktioniert. Waffe verloren, das war auch doof. Alles gut, alles gut. Okay, keine Schlecht mehr kaufen. So, die haben nichts geballt, das heißt, die haben jetzt voll bei. Da müssen wir drauf achten. Was machen wir schnell in B? Wir können schnell B machen, wenn ihr wollt. Okay. Lass uns das mal machen. Hinten ist die Bombe. Cox Stairs. Einer aus vorne. Noch einer. Schön. Drauf. Jetzt ich drauf. Smog, ich smog drauf. On my way. Los. Ich bin K. Ich bin K. Ich flash. Okay, planten. Wichtig, planten. Wer hat die Bombe? Einer hat Mitte, voll. Ah, ja, ja. Bombe. Hat einer K-Tast? Einer K-Tast, ne? Einer hat K-Tast. Bombe. Achso. Ja, ist safe. Ja, einfach keine Waffe jetzt abgeben. Nee. Das wäre sehr gut. Katas? Schön. Nice. Let's go. Hier, Fistbums, meine Freunde. Wir sind doch ein Team. Nice. Bleibt ihr alle bei der AK oder was? Ja. Ja. AK ist eine der stärksten Waffen im Spiel. Oh, seit wann kann man Bomben droppen? Granaten droppen? Das ist neu. Ja, seit 1,5 Jahren oder so. Oh, ich bin irgendwo hängen geblieben. Ja, das ist ja vollkommen okay. Kenn ich. Ich guck drauf. Das wird einem auch nicht erklärt, wenn man so wieder ins Spiel zurück reingeht, dann steht da nicht, ach du kannst jetzt Granaten droppen. Und es ist einfach so. Einer Short off. Oh, scheiße. Ah, wir sind doch schon ziemlich weit. Short, ne? Lass über Short pushen. Ich gehe lang. Gut, Short. Einer onside. Hat abgespawnt. Double Doors unten. Oh, Leute. Double Doors, ja. Immer noch Short. Hinten bei onside. Flash ab. Shit, zwei sind lang. Double Doors gesmoked. Lass schnell zu B. Ja, würde ich auch sagen. Ganz schnell, return to B. Über Katas? Katas einer. Down. Auf A ist noch einer, pass auf. Lass über Katas zu B gehen. Michael, geh zurück, geh zu den anderen. Ich habe einen gekillt. Ja. Aber du hast wo ist unsere Bombe? Wir brauchen unsere Bombe. Ja, Mist. Oh nein, bin tot. Die Bombe darf jetzt nicht liegen. Genau, lauf. Bitte down. Sehr schön. Hinter mir ist einer. Lang kommt noch einer. Er ist jetzt Elevator. Safe. Elevator. Safe. Ja, der ist gejumpt. Oh, Gamepad zu B, Micha. Elevator down. Wir brauchen Bombe und planten. Ja, okay. Ansonsten, du kannst die Bombe equippen und mit G droppen. Und dann kann jemand anders die planten, wenn du... Das ist einfach. Nee, schon. Ja. Sehr gut. Okay. Ist ja vollkommen... Nice. Ich hab CTBs Mitte. Ja, Mitte. B hinten. Über Katas. Okay. Nice. Ach so, Katas. Let's go hier, Leute. Wir sind zu nah für eine Fistbump, geht nicht. Nochmal direkt B? Ja, können wir machen. Wer stand denn auf B? Vielleicht können wir auch das als Taktik nehmen, ne? Wer hat denn da verteidigt? Also auf Lang war Ede. Auf Lang und wo ist Shorty? Die ist wahrscheinlich die stärkste. Also LAN 03 mit den meisten Kills ist, glaube ich, mit. Nee, warte mal. Ich habe die ein paar Mal gefeilt durch LAN 03. Short spielt die. Wunderbar, B. Lasst uns B gehen.
Alles gut, alles gut. Wir können auf T-Seite ordentlich rüberfahren, auch gleich. Könnte Tunnels drinnen stehen? Alter, wo kommt der denn jetzt her? Du saß oben, glaube ich, im Fenster. Hä, hey, aber Fenster war doch eben einer von uns. Der ist gestorben. War. Nice, 1-4 ist quasi die sechste Runde. Wer ist Markus von denen da drüben? Oh, verdammt. Dass ich mich dann auch bewege, ey. Unglaublich. Katastrophe. Ich würde jetzt mal B spielen. Ja. Stehe ganz gut. Hast du eine Smoke mit denn, ne? Nee, braucht man ja nicht. Die können nicht mehr durchgucken. Ich mache jetzt was richtig Krasses. Das finde ich gut. Ich flashe. Achtung, flash rechts. Die gehen eh wieder B. Hier ist B, 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 B. Lang auch, lang down. Kein Hier sind aber mehr Waffen Nates. Nehmen. Ich habe keine gute. Ich habe nicht mehr viel Leben. Kannst trotzdem du nehmen. Hier sind ganz viele Steps B. Einer ist durch, der ist genau neben dir. Komm, schön. Gute Runde von euch. Keep it up, Jungs. Bombe down Richtung B. Nice. Schön. Ich will eine AK haben. Schön gemacht. Hier, wer will die AK? Oh. Will jemand die AK? Ich brauche eine. Spiel die ruhig, Eddie. Schön gemacht. Schön erholt, komm. Machst du noch mal weh? Ja, ja, ich mach noch mal. Ein Ködergranate, wieso denn? Ja, ich hab den einen halt durchlaufen lassen und dann sind sie halt... Ich muss mal auf lang gehen, ja, so. Ich flash mal. Flash noch mal. Close. Lang steht, lang steht. Ich bin mit dir lang, oh oder Gott. Ja! Nice, das war so richtig schöne Shroud. Flash, Shroud, Molotov. Oh, da ist einer steht short bei den Kisten. Ich aim gerade rechts. Ich guck gerade auf Short von Spot aus. Einer hat aimed hinten ab beim Auto. Mitte! Gott. Mitte ist einer rausgepiekt. Wir haben B offen, ich guck mir hier rüber. Oh Mann, Bombe war vorhin A lang. Ich weiß nicht, ob die jetzt Mitte kommen, Mitte. Leute. Ja, ich hab B. Okay, Mitte. Ihr könnt Mitte gucken. Da waren zwei auf Short. Ich piek mal B rein. Short kommen die. Noch einer Mitte zumindest. Gewesen. Oh, Alter, wo zur Mitte, die kommen gerade Short. Ja, das bin ich! Ja, die sind schon auf dem Spot. Ja, ja. Warte mal auf mich, Short. Auf Short von mir gleich. Lass mich ruhig vorgehen, ich hab blau. Egal. Hast du eine Flash oder so? Nee. Ich halb. Soll ich flashen? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Nee, ich hab nur Brand, sorry. Auch gut. Ja. Eine Richtung. Ich hab den Namen vergessen. Hinten Palme quasi. Oh, nice. Ja, letzte Ticken, oder wie das heißt? Hol dir mal Defuse. Ich hab Kit. Okay. Nee, hab beide keins. Reicht das? Ja, oh, wird eng. Oh, shit. Oh nein, schade. Nee, wird nix. Fuck. Oh, no. Nice try. Oh. No way. Okay, jetzt müssen wir holen einfach. Alles holen. Nice. Wenn wir Pistole haben, sind wir schon fast. Okay, jetzt sind wir T, ja? Ja. Mhm. Shit. Sind wir dann schon raus, oder was? Werden wir verlieren, ja. Jetzt verlieren wir raus. Okay, auf geht's, komm. Aber wir verlieren ja nicht. Nee, wir gewinnen jetzt. Haus hoch. Alter, welch Scheiße. No. Auf. Wie aus Batman. Auf geht's, komm. Halt dich rein. Nee. Können wir nicht einem da noch schnell die Finger brechen? Ich könnte versuchen, die Maus hier raus. Das Kabel, zieh mal das Kabel raus. Ja, mach mal, mit deinem Fuß. Aber nur wenn das Markus mit den 14 Kills ist. Wer ist so, Markus von denen? Geht's eigentlich irgendwann weiter? Wie bitte? Sag, geht's. Bestimmt automatisch gleich. Okay. Spray Kevlar kaufen?
Und was machen wir? Also wir haben halt einen Nachteil, wenn wir über lang gehen, weil wir nur eine Glock haben. Rush B? Ja, wir stehen gar nicht schlecht für B. Ja, lass uns einfach schnell B machen, okay? Okay, let's go. Einfach rein da. Machen wir was? Kevlar. Okay, wartet. Schleichen, schleichen. Zwei sind hinten. Alle schleichen kurz. Okay. Okay, bei 40 raus. Ja. Ich fake flash, ich hab eine Decoy mit dabei. Okay, dann mal los. Geht ihr mal close? Ich flash, also fake flash. Jetzt rein. Rennt, rennt, rennt. Richtung Door. Hier geht der Team damit. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Du hast Plant. Den Spike. Die Spike. Edo P hat die Bombe. Plante, 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 plante. Nicht rausgucken. Lass sie kommen. Wir haben den Vorteil, dass sie kommen müssen. Deck mal Tür, deck mal Tür. Sie wissen, wo ich bin. Das gibt's nicht. Wieso lebt Mann, ey, oben, oben drin ist noch einer. Oben im Fenster ist fast tot, ey. Schön, oh, schön. Auf geht's. Woo. Jawohl. Okay, wir kaufen. Kevlar kaufen und wahrscheinlich sowas wie Mac 10 oder sowas. Mac 10, MP7 ist gut. Und auch Granaten, ja? Ja, wohin gehen wir jetzt? Short? Lass uns nochmal begehen. Lass uns okay. nochmal begehen. Okay. Wir haben Vorteile mit dem Waffen. Ich fake flash mal lang. Und dann rotiere ich über Mitte. Ich flashe über die Seite, Achtung. Zum T-Spawn. Genau. Lass ihn einfach verfolgen, wer auch immer das ist. Ja, kriegen wir eine Waffe vielleicht? Ist der hier unten? Der ist unten. Okay, ich habe mir die Knarre. Okay, haben die auf A gelegt? Dann gehe ich über kurz. Die haben noch gar nicht gelegt. Nein, jetzt. Ja, so. Geh über kurz. Ich gehe lang. Ich join short. Dann mach keinen Steps. Wenn einer vor dir schleicht, dann. Okay. Die Bombe liegt B. Ihr hört die noch. Ja, lange. Bis wir hören, wenn die A ist. Crazy. Hier ist einer. Ihr könnt einfach Eco-Damage machen. Wenn ihr Leute noch tötet, ist alles gut. Weil ihr habt kein Kit, das wird sowieso too late, glaube ich, zum Behüten. Wir können vielleicht noch beim Exit-Frax holen. Oh. Ah. Naja. Ist zu spät. Naja. Schade. Okay, Leute, wir können jetzt kaufen. Jetzt wird alles gut. Ja. Also. Okay, für Kit weiß nicht. Ich hab ein Kit. Ich brauch kein Kit. Das ist auch pessimistisch. Wir brauchen keins, weil die gar nicht planten. Ja? Ich check wieder, Bam. Gibt's keine AK? Okay. Nee, nicht als CT. Ah. Da ist die M4, die Waffe to go. Ja. Einer Mitte, Suicide. Langen Flash. Zwei lang, zwei lang. Drei lang, glaube ich. Lang Support. Flash lang. Mit einer. Oh, die Flash. Bei Short, bei Short, bei Short. Ich hab Short immer noch. Oh. Okay, die können. Hauptsache ihr halt lang. Ja, noch also gut. Einer ist Mitte, zwei Mitte. Ich push mal langsam Short gegen. Ja. Ich denke, die von A lang sind Mitte. Also, ich bin schon. Nice. Einer war Short gepusht. Noch drei Gegner. Einer ist B. Die müssen kommen. Die müssen B down. Noch einer B. Noch zwei. Ich gehe über Cutters auf B. Ich gehe über Cutters leise. B, einer down. Ja. Ich bleib lang. Falls sie sich umentscheiden. Ich komm, Cutters. Noch einer. Der letzte. Nice. Sehr gut. Let's go here. Nice. Meine Freunde. Hi. Eine Runde noch, da ist für die Gegner nichts mehr drin außer Win. Und dann sind wir erstmal glücklich. Ja. Aber dann holen wir noch eine. Nee. So, die könnten jetzt. Die sparen jetzt. Oh. Ja. Ich glaube, die machen eine Spar. Vielleicht machen die einen schnellen B-Push oder so. Zwei vorher verloren in der Runde. Die hatten da Galil. Ja. Schaut MM konnte mich, ich habe keine Ahnung. Ich bin ja lang. Vorbi. Ich flash zwei Mauer. Also eins. So, zwei. Und oder geh mal mit, du hast auch eine gute Waffe.
Okay, Treppe, 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 von hinten, von hinten. Okay. Ich aim grad hinten. Eine noch Tunnels hinten. Einfach nicht zeigen, nicht zeigen. Der ist schon, den hab ich schon am Ende. Wenn du dich jetzt duckst, können die dich nicht sehen. Ja. Tunnels schon close. F-naded. Tor, Tor, Tor. Ja, Tor. Links kommt raus, Edo. Oh Mann, ey, der kommt links und rechts gleichzeitig. Ah, scheiße, ich dachte, der sieht mich nicht. Aber immerhin geplant. Jetzt müssen wir einfach holen. Ja, wir müssen jetzt leider noch mal kaufen. Also wir kommen B relativ gut rauf. Ich glaube, wir müssen dann fast ein bisschen aggressiver Richtung Tunnel spielen, damit sie uns nicht auf Side komplett... Sollen wir nicht mal A jetzt? Können wir machen, wenn du möchtest. Ja, komm, ja, gehen wir mal A. Die haben sich jetzt eine Taktik überlegt. Einer ist B rüber. Wir können über Short auch mal gehen. Oh fuck, der hat mir richtig Headshots gegeben. Ich denke, aber auf A lang geht immer Short. Ich bin super low und hab eine AK. Lass uns mal tauschen, dass ich dich nicht verliere. Einer war Mitte eben. Sie haben mich Mitte gesehen, links. Kommt ein Nate. Geh du mal ruhig mit dem Mate mit. Bombe ist short. Verlust. Oh Gott. Bombe ist short, down. Oh Gott, ich hab Hit. Da nicht lang. Beim Auto ist einer. Ich muss jetzt hier durch, short, wenn die Bombe da liegt. Bewachen Sie die Palme, das ist eine Bombe, okay? Also einer war lang, kommt auf. Noch einer, Palme. Also Toben, top mit. Lang? Oh. Hab ich. Schön. Schön, 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 schön. Easy. Bombe liegt einer, auf Short. Bombe liegt einfach okay. Vorbei. Lass ihn. Ist er Short? Ich flash ihn. Bombe liegt noch. Ich flash nochmal. Wunderbar. Hey, GG. Jawohl. Team ja. Cloud 6. Ja, cool, wir haben gewonnen. Auch wenn du offiziell laut im Score verloren. Das war's. Also. Okay. Wir sind uns gerade ein bisschen unsicher, weil kann es sein, dass die Teamnamen ein bisschen durcheinander. Also hat nicht Team. Ja, die Namen waren falsch. Ja, die Namen waren falsch, ne? Weil wir waren uns gerade hier ein bisschen unsicher. Aber Team. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Team Cloud 6 rund um Densen hat gewonnen. Glückwunsch. Glückwunsch an der Stelle. Wow. Okay. Densen, Maschine, muss ich sagen. Ja. Ja. Also, er hat's gesagt. Er kann nicht nur springen, er kann nicht nur driften, er kann auch ballern. Ja, und ey, ich hab's, also wir haben's ja gemutmaßt. Densen, Fiefbach, Micha Reinke, so der, Micha Reinke. Der ja Micha auch einfach Reinke. Ballern kann. Wollen wir zu Micha Reinke? Wir können zu Micha Reinke, aber warte, wir wollen erstmal, weil es ist jetzt wie beim Champions League Finale. Wir müssen hier erstmal zu Shorty, denn jetzt kommt das berühmte Interview, die Mixed Zone. Was war da los, Shorty? Wir bräuchten gerade noch eine Kamera. Okay, Shorty, magst du dann mit mir einfach mal mit zum Pult kommen? Na klar, na klar, na klar, na klar. Dann machen wir es halt so, wenn halt eine Cam kurz ausfällt. Nimm doch die Abkürzung. So, dann ist das jetzt wie bei der Mixed Zone. Shorty, was war da los? Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also rein theoretisch, also um erstmal unser Gegnerteam zu loben, ich glaube, das hat jeder gesehen, die haben echt teilweise krasse Shots rausgehauen, schöne One-Taps, wo auch ich kein Land gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich nicht so ganz wohl gefühlt mit meiner Maus und Tastatur. Geht natürlich den meisten auch so, obwohl, also einige haben mir auch eine Maus mitgebracht, vielleicht hätte ich das auch tun sollen. Aber trotzdem, also wirklich super, super stark gespielt von den anderen. Muss man dazu ja auch sagen. Hut ab! Aber ey... Du bist grundsympathisch, du bleibst einfach eine gute Verliererin sogar. Ja, ich mein, ja. Ist deine, Herzen, ne? Du könntest jetzt auch rumstinkern. Du könntest auch sagen, ey, ich hatte scheiß Teammates. War das vielleicht der Fall? Nein. Aber das würde ich auch nie machen, weil im Endeffekt ist ja auch gerade das eben, es ist ja teambasierend. Also ob man jetzt Valorant spielt, CS oder League of Legends, ist halt immer eine Teamsache und also, ne, dementsprechend gewinnt und verliert man halt als Team. Ja gut, Shorty, ich will dich nicht, also wir wollen dich nicht weiter quälen. Mach dir nicht. aber ja. Haben wir dadurch jetzt einen neuen Favoriten?
Es ist ja, Team Cloud 6. Cloud 6, aber ey, man muss auch sagen, das war jetzt keine Klatsche. So. Ihr habt ja, ich glaube, der Endstand war 8-5, also 9-5 oder 9-4. So, da kann man jetzt nicht sagen, dass es eine Klatsche war. Deswegen mal gucken. Ich bin sehr gespannt, ob die gewinnen werden, weil dann ist es nämlich so, hey, dann haben wir halt gegen die Gewinner verloren. So sehe ich es auch immer. Immer gegen die Gewinner verlieren, dann kann man auch sagen, ja, hier, die Gewinner des Turniers, gegen die habe ich verloren. Genau. Ja, genau so muss es sein. Ist jetzt die Frage, ob wir vielleicht einen aus dem Gewinnerteam hier nach vorne ans Pult kriegen. Ist doch jemand da? Oder geht? Ist noch jemand aus dem Gewinnerteam da? Sind alle schon weg. Dansen, komm her. Dansen. Du darfst einmal zu uns kommen. Oh, ich sehe gerade auch. Wir sind jetzt wieder beweglich. Oh, wir können uns wieder bewegen. So, wir können uns wieder bewegen. Dansen. Hey. Team Cloud 6. Yo. Was habt ihr da gerade abgerissen? War, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das war eine vernünftige Vorstellung, um ehrlich zu sein. Ja, die Leute, das ist ja sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich meine, starke Gegner, aber hat einfach Bock gemacht. Ich hätte viel lieber noch mehr als 9 Runden gespielt. Es macht immer in so einem Competitive-Ding, in so einem Competitive-Rahmen, macht es mega Bock einfach. Ja, ich meine, ihr könnt die kleine Auszeit jetzt nutzen, euch frisch machen, was zu snacken, was Kühles trinken. Oder halt, ihr sagt, okay, wir ballern jetzt durch, wir wärmen uns an den anderen Rechnern noch weiter auf. Ich glaube ja, weil jetzt bin ich heiß. Die Leute glauben gerne mal, ich kann nur hüpfen und springen. Ja, aber was kannst du nicht? Du bist mega gruselig. Na gut, also ich bin ja jetzt nicht der krasseste in Counter-Strike, aber ich habe halt auch schon einige Stunden reingesteckt in meinem Leben. Und deswegen hat es mir jetzt richtig Bock gemacht. Und ich ernst gemeinte Frage, was kannst du nicht? Nenn mir ein Spiel, wo du wirklich sagst, okay, da bin ich grauenhaft schlecht. Also das kannst du einfach nicht spielen. Das mit dem Autos und dem Ball, wie heißt das nochmal? Rocket League. Ja, Rocket League. Krank, Katastrophe. Ja, okay, Rocket League ist aber auch heftig. FIFA bin ich auch nicht. Okay, ja. Okay. Dansen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Danke, erstmal, danke, danke. Dass ihr im Halbfinale seid. Danke, ja. Wissen wir schon, welche Map wir dann spielen? Mirage war es, glaube ich. Inferno spielen wir im Halbfinale. Cool. Das heißt, ihr könnt jetzt ordentlich auf Inferno schon mal ein paar Runden. Wird ne? gemacht, wird gemacht. Cool. Einspielen. Vielen herzlichen Dank. Bis später. Bis später. Ja, bis später. Eieiei. Wird. Ich hab's nicht kommen sehen. Wie gesagt, aber Dansen ist richtig heiß. Er ist, wie soll ich sagen, verdammt ehrgeizig, wenn es kompetitiv wird. Also ich merke das ja auch hier bei den Mario Kart-Runden. Ja. Das Schöne an Dansen ist, wenn er spielt und merkt, er ist überlegen. Er lässt es nicht raushängen, sondern er erklärt dann Personen, die dann das nicht verstehen, wie das Spiel dann auch funktioniert. Ja. Das ist so das Besondere an Dansen. Also er ist halt nicht so, er ist nicht so gerne. L2P, sondern hier. Ey, wenn du das und das machst, dann machst du diese Stelle besser. Ja. Deswegen ist auch immer bei Speedrun alle bei uns. Ja, nicht bei Speedrun, sondern hier auch hier Kaizo und so weiter. Er erklärt ja auch immer alles. Super toll. Und das finde ich richtig cool von Dansen. Ja. Ich meine, ey, ich finde es halt auch krass, weil wir hatten ja auch vorher gesagt, Shorty, EdoP, Eddy, dass das eher so die. Shorty hat ihre Origin in Counter-Strike. Deswegen hatte ich erstmal so, vielleicht war es auch der Druck. Man muss auch sagen, vielleicht waren wir auch dann zum Teil schuld, weil wir gesagt haben, ja, Shorty wird alles carryen und so weiter. Guck mal, du hast ja noch Eddy im Team und so. Eddy, sagen wir, wie es ist. Er ist auch gut. Er war nicht ohne Grund jetzt auch bei Team Limited und Team Limited war jetzt nicht irgendwie erfolglos, sondern die waren auch schon ziemlich gut. Ja. Die haben sehr lange zusammen gespielt, die kennen die Maps, die kennen die Calls, die kennen die ganzen Routen. Also an Erfahrung hat es da nicht gemangelt. Aber vielleicht waren die halt einfach besser. Also ich habe auch mir jetzt mitbekommen, Markus im gegnerischen Team, das soll verdammt gut gewesen sein. Alter, Markus, also hier im Chat könnt ihr das auch nochmal schreiben, aber Markus hat richtig abgerissen. Also da bin ich mal gespannt, was im Halbfinale so passieren wird. Aber da schnappen wir uns auf jeden Fall mal den Markus. Den holen wir uns dann in die Mixed Zone. Aber ja, also ich bin jetzt gespannt. Wir können ja nochmal an unser schönes Pult. Denn es geht jetzt natürlich weiter. Wir haben ein letztes Viertelfinal. Die finale Paarung. Und da können wir auch mal vielleicht die Grafik einblenden. Die Arschtrallis gegen die Null-Nuller. Okay, jetzt müssen wir eigentlich mal direkt zu den Arschtrallis. Trallies oder Trallies, würde ich sagen, weil ich will wissen. Okay, ich sehe gerade Frodo und Raffo. Frodo, Raffo. Die Boys mit den O's. So, komm, wir schnappen uns jetzt mal Frodo hier. Also. Frodo! Was? Mein Guter. Ja. Wir haben hier gerade ein Rätsel. Ich habe überlegt, ob ich wieder so spielen soll, tatsächlich, aber ich dachte, du spielst wir lieber. Shooter an einem Gamepad? Ja, nee, eben nicht. I don't know. Ich merke. Kann man, eigentlich gibt ja auch Leute, die so geht gut sind. Bei Apex zum Beispiel geht das. Kannst du machen. Aber die große Frage, die wir uns hier jetzt gestellt haben, ist, was,
Was hat es mit eurem Namen, dem Teamnamen auf sich? Und wie spricht man den aus? Arschtrellis? Arschtrallis? Also ich habe den auch vor 10 Minuten erst erfahren, aber ich finde, es ist tatsächlich der beste Teamname. Der wird nämlich Astralis ausgesprochen. Astralis. Und für die es nicht wissen, Astralis. Astralis, ehemals zumindest eins der besten CSGO-Teams, die es gibt. Ja, die haben alles abgerissen, okay. Bis sie dann irgendwann jetzt in den letzten Jahren ein bisschen abgebaut haben. Aber trotzdem, wie gesagt, niemand kommt ran. Ja, 4 Major-Titel, glaube ich, gewonnen. 2 davon back-to-back. 3, glaube ich, sogar. Bin mir sicher. Großartiges Team, ja. Ja, ey, also wie gesagt, das ist ein krasses Erbe. Wir sind die Budget-Version davon. Astralis. Dann wollen wir dich gar nicht mehr weiter stören. Boah. Viel Spaß noch beim Aufwärmen. Und gehen wir zum anderen. Jetzt gehen wir einmal rüber. Oh, die 0-0er. Da sehe ich doch. Steffen Diva! Steffen Diva! So. Oh, okay, Steffen, okay. Mein Lieber. Du ich darfst hasse uns. Grafo. Ich hasse Grafo jetzt schon. Das ist ein Profi. Der hat nicht mal Bock, mit uns zu reden, obwohl er weiß, dass wir mit dem reden wollen. Ja, das ist ja das Problem. Wir sind jetzt auf einmal das Problem. Eieiei. Was wollt ihr von mir? Steffen, ich weiß ja, du spielst Valorant. Ziemlich gut. Weil wir müssen einmal den guten Steffen in die Kamera drehen. Dementsprechend so, same, difference still same. Nein, ich möchte kurz die Story erzählen, wie ich hier an diesen Platz gekommen bin. Okay. Jemand ist zu mir gekommen in so einem Magierkostüm, hat mir 6 Karten hingelegt, hat gesagt, zieh bitte eine. Ich habe eine Karte gezogen, dann stand da 8 drauf und dann wurde mir gesagt, herzlichen Glückwunsch, Steffen, du bist ein Team 8. So bin ich auch zu Rocket Beans gekommen, aber es ist ja kein Grund, mich jetzt hier hinzusetzen. Ja, wie jeder von uns. Hä? Du auch jetzt? Ja. Welche Nummer hattest du damals? Nummer 13. Hä? Okay. Ich habe Nummer 69 gezogen. Natürlich. Nice. Nein, ich habe natürlich ganz viel Spaß heute Abend und ich freue mich, gleich wieder an meinen Platz gehen zu können. Also, du wirst rasieren und dann wirst du dich wieder auf den Platz setzen. Ja. Steffen, ich weiß nicht. Immer dieser Druck, der direkt wieder auf meinen Schultern abgeladen wird. Meine Damen und Herren. Einmal name the game, ne? Und dann sowas. Meine Damen und Herren, Steffen Diva geht hier als der Großfavorit des gesamten Abends, der gesamten LAN-Party. Ich hasse Berti fast noch mehr. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder zu unserem Master. Oh, Martin. Martin Müller. Sind wir ready? Hallo, ich glaube, wir sind ready. Wenn alle Spieler einmal Ausrufezeichen ready in den Chat eingeben. Chat, gebt uns ein Ausrufezeichen ready, bitte. Und da wird gemessert schon. 3, 2, 1. Let's go! Go. Lass deinen Fuß draufstehen, okay. Ey, wo gehen wir? Mitte oder was? Warte mal, pass auf, ich zieh nach hier drüben um und dann, ich habe keine Waffe gekauft übrigens. Es ist ein Knife-Round, wir müssen knifen. Echt? So, okay. Gut zu wissen. Mitte oder lang oder so. Und ich habe gehört, zweimal links, einmal rechts wird gut. Wer zum Fick hat mir Ping auf meine Tasten gedrückt? Was ist das denn? Was ist der Ping? Ah, du hast Eddies Tasten. What? Wer spielt was so? Was treffen wir uns denn? Ach hier. Was ist dieser Eddie für ein Mensch? Der spielt mit Linkshänder. Du musst also alles, du musst WASD auf. Oh nein, ernsthaft? Doch. Ja. Da. Move forward, WASD passt. Okay. Technical Break. Ja? Aber hier ist Technical Break. Feuermaus One. Er hat hier aber Previous Weapon, Wheel Up, Wheel Down. Wo sind denn da die Pings? Die Community Options, ja, ne? Player Ping ist Maus 3. Gut, jetzt läuft. Ey, drück einfach alles auf Standard zurücksetzen am besten. Ach so, wenn ich... Okay. Oh, das ist ja... Fuck nice. Me, Alter. Es läuft, oder? So, Move. Okay, hat funktioniert. Maus-Settings. So. 0, komm mal. Was hab ich denn 7? Da jetzt eigentlich? Nee, nicht 7. 0. 0. Punkt. Ah, oh, Jesus. 60 Hertz ist halt echt... Movement Key. Ne? Okay, jetzt geht's. Warte, ich hab kein Kuh. Juhu! Oh, magische Kugel. Gut so. Oh mein Nur Gott. Noch drei brauche ich die. Arsch. Hast du okay, wackelt das jetzt nicht mehr? Na ja, doch schon. So. Haben wir eine Strat? Ja, wir gehen lang. Ich kaufe mir eine Pistole. Ja, ich kaufe mir eine Tech und eine Smoke. Vielleicht mal bitte lang raus über das Ding. Da brauche ich ein paar. Wisst ihr wo? Überhaupt nicht, Alter. Sobald ich die Tür berühre, ich bin der Vorderste, schmeißt du hier oben rechts rüber. Warte kurz. Siehst du es? Oben rechts, einfach über die Palme drüber. Ja. Hopp. Sobald du die hintere oder die vordere Tür bewegst? Jetzt ist schon alles gut. Sehr schön. Oh, das wird gut. Wir stehen zwei lang. Oh mein Gott, einfach rein. Einer hat einen Headshot. Einfach immer ins Duell. CT hat einen Headshot, einer. On-Spot ist down. Haben wir die Bombe? Ja. Ich blende. Ich guck einer ist CT, Achtung.
Ich guck kurz. Gut. Ich push jetzt mal ganz dumm die Smoke. Kann es sein, dass mit einer Backstep? Ich guck kurz, ich guck Backstep. Okay, ich gehe zum Auto. Einer war noch B, wenn ich es richtig gesehen habe, ist Mitte unten. Oh, ich wüsste, ja, Mitte ich bin unten. Irgendwo unten. CT? Mitte. Ich brauche hier gleich ein CTG auf jeden beide Fall. Mitte einer, unten. Einer Elevator. Beide Mitte unten. Einer steht direkt unterm Bombspot. Ja, da, da. Nicht facen, nicht facen. Lass sie kommen, lass sie kommen. Ist tot. Noch einer CT gewesen. Sehr gut. Ja, sehr schön. Terrorist Sween. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal und ich vielleicht. Wir haben jetzt einen Punkt. Okay. Kaufen wir? Ja, ja. Kaufen wir? Wir kaufen so viel wir können. Okay. Ich flash euch lange raus. Wir kaufen auch Equipment, also Kevlar und alles, ne? Ja. Ja. Alles raus. Alles raus mit der Viecher. Let's go. Nee. Hä, hey, ist doch 5 gegen 5. Passt doch. Hä, hey, was ist denn jetzt das Problem? Sollen wir das mal kurz klären noch? Ich habe euch nicht rausgeflasht, weil ich gerade angesprochen habe. Sollen wir das kurz klären? K steht. K stehen 2. 3 stehen beim K. Reloader? Ja, ich auch gerade. K steht immer noch einer. Passt doch. K steht nicht? Immer noch einer rechts, ne? Hinter uns. Backstep. Okay, einer AFK. Ah! Dieser Ünd. Wer ist denn jetzt AFK und warum ist der AFK? Haben wir jetzt einen zu viel oder zu wenig? Okay. Ich bin auch verwirrt gerade. Okay. Die gehört zu mir, das ist schon mal gut zu wissen. Hä? Ja, okay. Ist auf jeden Fall jetzt einmal im Kreis gelaufen und niemanden gefunden. Ja, weil du spielst nicht bei uns im Ich spiele. Was? Könnt ihr gerade spielen? Da bist der Imposter. Ja, wir haben unseren Imposter gefunden. Wir haben ihn gefunden. What? Kann es sein, dass ihr beide im falschen Team seid? Och Mann, okay. Da haben wir so gut gespielt. Ihr müsst einfach tauschen. Ich hab mich auch gerade total gewundert, warum du mich abgeknallt hast. Also, ne, ihr müsst M drücken. Du musst einmal M drücken und dann. Was spielen wir? Tausch. Tee, oder? Zuerst. Ja, Tee. Okay. Wir spielen Tee, ja. Tee. Ja, restarten wir jetzt oder nicht? Genau, auf M und dann Tee. Machen wir einen Restart? Ja, machen wir. Okay. Ich meine, es steht 1-1, ist egal. Hä? Oder sollen wir das nochmal durchspielen? Jetzt ist nicht Tee. Egal, aber. Ja, also. Lauf mal. Ja, genau. Und du schmeißt. Also Restart oder? Machen wir jetzt Restart oder spielen wir nochmal? Ah, okay. Weiter? Ja, wir gucken erstmal. Gleich wird ja automatisch restartet. Okay. Ja, doch, ist auch gut. Nee, ich meine nur, ich glaube nicht, Alang? Dass die. Ja, wir restarten jetzt nicht, oder? Warum liegt da langs? Ja, restarten wir nicht, doch, oder? Atmen? Ich habe gar nichts gemacht, glaube ich. Ich bin einfach rausgelaufen. Ich habe jetzt nicht gekauft, ne? Kann sein, ich bin auch einfach. Egal. Ich bin auch einfach rausgegangen. Egal. Raffo, let's go! Was ist denn da los? Ist hier einfach mal kurz eine UMP gesaved? Oh, warte mal. Bombe. Oh. Classic. Ja, der gute alte Teamkill. Ah, es läuft jetzt schon sehr gut. Auf jeden Fall. So, auf ein Phase neu. Let's go! Ich bin richtig. Ich bin CT. Ja, CT. CT jetzt, warte. Ja, Hauptsache die Aufwärmphase gewinnen, alles andere ist egal. So sieht's aus. Ich bin dort CT. Warum treffe ich denn nicht? Egal, okay, let's go, Leute. Aufwärmphase war richtig gut, jetzt geht's los. Machen wir es wieder wie eben? Messern, Mitte, alle in der Mitte, messern. Alle in der Mitte messern. Mitte messern. Wie schreibt man im Chat? Y oder Z? Ah, ja, ja. Mit messern, let's go. Alter. Okay, let's go. Komm doch her. Schieß doch. Na, komm doch her. Na los. Hä? Komm her. Messerparty. Nicht in die Ecke drängen lassen. What? Yes, nice. Ah. Ach, scheiße. Ja, das ist noch einer. Los, macht ihn fertig, Leute!
Aber ja, ins Gesicht Messer rein. Los! Messer ihn! Ja. Verdammt! Ja. Egal. Das war nur die Messerrunde, die zählt nicht. Ja, Messerrunde zählt. Schön in den Rücken gemessen. Was denn hier los? So, jetzt geht's los. Wir müssen jetzt sagen, ob wir stayen oder swappen wollen. Wollen wir CT anfangen oder T? Weißt du, die Map ist, lass doch ein T-Heavy oder CT-Heavy? Eher CT-Heavy, würde ich sagen. Na dann spielen wir CT, oder? Das heißt, swap. Soll ich's reinschreiben? Dann spielen wir T, oder nicht? Nee, wir sind doch jetzt CT. Wir sind doch jetzt T gewesen. Okay. Ich hab swap gemacht, wir sind jetzt CT. Okay. Nur, dass ihr Bescheid weißt. Okay. Okay. Geil. Wir kaufen gar nichts oder doch? Wir kaufen wieder. Ich kaufe eine Granate und gehe lang. Wer ist denn hinter mir, der? Yep. Kannst du auch eine Granate kaufen und mit lang gehen bitte und in den Double Doors reinschmeißen? Granate, ich gehe B. Ja. Muss doch nicht zwingend, aber. Ich gehe auch B. Haben wir jemanden für Mitte? Ich kann Mitte halten, ich weiß zwar nicht von wo, aber ich gucke einfach Cutters. Scheiße. Nee, ich bin doch nicht. Hier lang kam schon mal nichts. Mit B. Abfahrt rüber. Vergas. Window down. Steht links in den Boxen. Ja, einer beim Auto. Ach, scheiße. Ja, okay, das lief nicht so gut. Egal. So, ich würde sagen, wir machen das gleiche nochmal. Oh, guter Plan. Nicht so laut, das hören die doch. Wer hat die Bombe? Gute Frage. Alter. Ich hab sie nicht. Ich auch nicht. Ich hab sie auch nicht. Suchen wir die Bombe. Jo. Okay, let's go. Ich werf einen Flash raus. Also jetzt eine Kurve, ich werf den Flash in den Gang, Achtung. Und let's go. Da, Ecke, rechts, ja. Ja, alle rechts. Ja, da haben sie gewartet. Diese Schweine. Alter, die sind da einfach zu dritt. So. Hinterhältig. Als hätten die es gehört. Ja, die Bombe liegt jetzt natürlich. Schön. Einer weg. Das sind auch mindestens zwei wahrscheinlich. Kommen noch von der Seite, oder? Ja, wahrscheinlich. Ah, die Bombe liegt da vorne jetzt halt natürlich, ne? Du kannst einfach abwarten, theoretisch erstmal. Wie auf jeden Fall leise. Grafo! Mit der Eco. Wir müssen eigentlich den Counter-Strike-Move machen. So. Wir kaufen, ne? Einmal so und einmal andere Richtung. So, kaufen. Hä, wo ist denn die fucking Dingens? Die was denn? Was suchst du? Die AK, die AK, ne, die. B42 ist die M4. 42, dankeschön. Wir sind zu viel auf Molly, glaube ich. Aber es wird nicht passen. Cool. Ich bin A, aber ich bin alleine, glaube ich. Nein, bist du nicht. Ich bin B. Hast du die mal auf K? Karl-Heinz? Hä? Hast du gesmoked? Woher kommt die Smoke? Hier bei B, die kommt von mir. Ja, okay. Ich bin gerade vom K, ich bin echt. Alter, was denn hier? Hat jemand Mitte? Nee. Ja, ich hab Mitte. Ich hab Mitte im Blick. Okay. Da in Mitte kommen sie. Okay, Window. So, einen habe ich noch gesehen, drei. Nice, one. Ah. Bombe ist down, Mitte. Einer ist noch. Nice. Stark. Okay, kauft euch mal Kids, bitte. Hier liegt doch noch eins. Er ist bei Equipment, ne? Ja. Braucht jemand eine Waffe? Ich hab eine. Nö, ich hab. Ja. Nimm du mal die M. Die Ecke. Ich gehe B. Ja, lass so einfach die ganze Zeit jetzt laufen. So wie es gerade. Zweite K wieder. Ja, ich schmeiß nur eine HE. Okay, dann komm, ich schaue ich wieder nach Mitte. Wie sieht Mitte aus? Mitte sieht ruhig aus. A lang. Ja, ich komme. Ich bin bei dir. Da macht es irgendwie Sinn. A-Lang. Ich rotiere. Komm. Lang einer down. Ich stehe Mitte unten. Bombe down. Kevin ist down. Schön. Nein, Kevin ist down. Letzter Mann. 2 AP, ich müsste irgendwie. Wo ist der letzte? Der ist auch lang. Der hat gerade hierher geschossen. Ja, ich mach das nicht, ich hab 2 AP, ich push das nicht. Ja. Ich flank. Ich würde gerne meine. Jawohl. Probieren nicht zu sterben. Haben wir alle? Nee, der letzte läuft hier noch rum. Oh, fuck. Oh, das ist ja scheiße. Ich wollte meine Waffe jetzt nicht verschieben. Haben wir da AK? Nein. Ich hab's. AK? Okay. Ich hab's. Ja, nö, passt super. Ich geh B.
ich würde auch B gehen, weil ich stehe für B. Dann bleibe ich, gehe ich wieder in die Mitte und pass auf. Ich habe eine Pistole. Also sparen wir eine Runde. Ja, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen. Wir gehen B. B kann man auch gut ohne Ausrüstung machen, glaube ich. Ja, da brauchst du nichts. Außer Skill. Scheiße. Ja, werft halt eure Granaten. Damit haben wir gerechnet. Oh, das sind die Underdogs. Melone, du machst das. Melone, Mann! Ja, nice. Let's go. Okay, jetzt raus da. Rainer, raus. Ja, komm. Ecke. Los, drauf. Ja. Schnappt ihn euch. So, Bombe. Ich blende, ja, Oh, vor der Tür. Pass die oben auf. Oben. Loch. Die kommen durch die Tür. Sehr gut, Bombe liegt. Schön defensiv spielen. Schön reinkommen lassen. Kommt doch her. Trauen sich nicht. Sag's euch, die trauen sich nicht. Einer kommt gleich. Fenster. Nice. Sehr einer noch schön. Vor der Tür. Ah, down. Letzte vor der Tür. Das ist Raffo. Na, Raffo ist down. Nice. Nice. Sehr gut. Nice. Let's go. Nimm doch das. Wie kaufe ich nochmal? B. Oh, ich hab die Bombe. So, jetzt können wir einkaufen hier. Jetzt wird hier schön Geld auf den Tisch gehauen. Alang, würde ich sagen. Wir können ja auch mal ein bisschen abwarten, ein bisschen chillen. Wollen wir erstmal ein bisschen chillen? Ja, wir chillen erstmal ein bisschen. Okay, wir chillen erstmal eine Runde. Und dann kriechen wir Richtung Alang, würde ich sagen. Also warten wir einfach jetzt davor? Ja, wir gucken erstmal so, was die Gegner so machen, was die so treiben. Genau, das machen die Profis auch immer. Ja, genau. Ja. Kann man das noch wechseln? Nee, das musst du, glaube ich, nee, leider nicht. Ich habe auch die falsche M4. Ich bin auch ein bisschen angepisst. Also Mitte sieht soweit ruhig aus. A kommt an, gefühlt auch keiner. Ja. Achtung, Raffo, ich smoke zu. Ja, facen wir mal ein bisschen. Ich stehe auch komplett beschissen eigentlich. Gab ruhig, ich komme mit dir mit, aber ich bin nicht zum Swing da. Nein. Wollen wir backstabben gehen? Hier ist niemand, ja. Aber ich meine hier durch den T-Spawn. Ich würde mal langsam machen. Stimmt, wir haben auch ein Messerchen. Oh, nein. Oh. Jetzt stehen sie in der Tür, die Schweine. Warte mal, ich hab da... Ah, fuck. Ich hab zwei in der Tür. Ich hatte die Granate in der Hand. Mist. Ah, Mitte kommen so, okay. Oben. Ja, lass sie kommen. Die laufen gerade Richtung A. Also Short wahrscheinlich. Ja. Kurz einer down. Ja, mit unten. Sehr schön. Yeah. Oh, nice. Hat jemand eine AK? Ja, kann ich dir geben. Ja, danke. So Not. Aber ich brauch dann auch. Nee, ich hab. Wo ist meine? Ich hab meine verloren. Hä? Wenn ich unbedingt eine Pistole nehmen will, dann hier. Welche? Macht überhaupt noch Sinn? Nee, kauf dir eine ordentliche Waffe, bitte. Du hast Geld ohne Ende. Ja. Ordentlich heißt? Ein Rifle. Ja, irgendwas. Ein Rifle oder eine AW. Ich geh wieder A. Ah, lang. Alter, Tastatur, please. Ich guck wieder Mitte. B-Flash. Weißt du was? Lass die kommen. Ja, kommen die alle B? Ja, ich weiß nicht, sorry. Ja, egal. Gabro, du bist allein, ich gehe Mitte. Blend. Ich bin blind. Mitte ist safe. Ich gehe A, short, meine ich. Sorry. Ich nade. Irgendeiner geht Mitte. Ja, bisher sehe ich noch nichts Mitte. Ich hab den Call gehört, deswegen sage ich's. Ja, Mitte kommt einer durch. Jesus. Oder wo bin ich? Zwei. Oh, sorry. Okay, wir gehen's nach. Oben. Kevin, komm mit. Ja, komm. Einer ist Mitte. Ja, ich geh Mitte. Ich geb dir Deckung. Ah, da sitzt Raffo schon wieder, die Sau. Nee, lass dich nicht auf den Kampf mit Raffo ein. Das macht keinen Sinn. Genau, geh Akku. Und der andere ist, glaube ich, Mitte unten rechts. Pass auf, oben links, Garona. Kann sein, dass der Arsch auf Bombspot geht? Ah, fuck. Bombe ist down, liegt im CT. Ich spiele 2 gegen 1, ne? Wo ist der Letzte? Weiß ich nicht. Mitte. Mitte. Ja, Mitte. Okay. Hinter Double Doors. Ich hab noch sein, dass der kann sein, dass der kurz geht, aber... 16 Schuss, sorry. 15. Ja, Bombe liegt, ne? Wo ist Bombe? Ich komm zu Bombe. Bombe ist CT. Boah, Alter, mein Movement. Ich hab Short im Blick. Ich hab CT.
Hat jemand Alang? Nee, ne? Nee, wir sind nur noch zu zweit. Okay. 10 Sekunden, der kommt nicht mehr. Wenn, dann kann er nicht mehr blenden. Ja. Sollen wir ihn jagen, damit er kein Geld hat? Nee. Nicht, dass er die Runde noch mit, schön. Nice. Jetzt gehen wir jagen. Ja, genau, das meine ich ja. Graffo survived attacks in 3 different... Du hast ihn noch? Ja. LOL. Ich kann droppen. Oh, ich hab alles sehr viel Geld. Ja. MP9? So, ich nehme über 0. Kauf einfach das Feuer. Ich geh für B, ich geh... Achso, nein, Moment, okay, ich geh wieder, fuck it, ich geh für A. Ja, ist okay, komm mit. Nee, das ist gut. Ich bin jetzt B alleine. Ja, so, ich geh wieder mit. Ein B bitte noch. Jo. Ich steh wieder Karl. Ja, ich gehe. Oh Mist. Mitte, Flash. Ich bin Pit, das heißt, wir stecken uns so ein bisschen gegenseitig. Ich geh mal, die kommen mit, die kommen A kurz. Da ist auch einer A lang. Lang. Und A kurz kommt auch einer. Okay, ich rotiere direkt. Blauer Container sollte. Ja, sauber nice. Haben wir geholt. Noch einer, lang ich gewesen. Ich geh wieder B. Warte, ich werf mal eine Nade. Ja. Obwohl, du hast B. Ja, den hol ich mit der Nade eventuell. Guck B, ich guck sehr B. Oh! Nice. Nice, holy shit. Ich würde gerne. Bogen nimmt alles auseinander. Okay, wo ist die Bombe A, oder? Ja, kann sein, es A, ich weiß so. Also B, es muss A. Ah, ich fühle es heute. Nee. Ich gebe A. On Spot sitzt einer. Was bitte? Okay. Ich gehe nochmal CT. Ich muss schon mal. Shot. Shot, da kommt. Okay, warte, wenn ihr Shot, wenn ihr den Schütze zurückdrückt. Ja. Wo ist die Bombe? Sehr schön. Diffusi-Musi. Ja. Wo soll der sein? Hab sie. Achso, ihr müsst noch diffusen, okay. Also B auf jeden Fall nicht. Oh, das war schön. Hast du gut gemacht. Das ist auch gut. What the fuck? Huh? So, sorry. Was? Halbzeit. Hä? Ich spiele einen Short. Achso. Short heißt bis? 9. Bis 9. Ja, deswegen ist jetzt auch bei 8 Pause. Erst ja, macht Sinn. Genau, das ist ja. Das. Oh. Eieiei. Ordinate war. Das war. Oh, da eine 30er zu droppen ist aber schwer. Du hast doppelt so viele Kills? Was machst du denn, ey? Okay, halten wir mal fest. Oh, shit. Ich mach. Ey, man kann's nochmal machen. Hab's nicht so ganz verstanden. Pistol go. Machst du das? Okay, gut. I see enemy, I go. Sometimes I also go fire in the hole. Double grenade. Ja, vor allem hätte ich eigentlich den dritten Hänger erschossen vorher. Also. Ja, aber egal. Traurig. Genau, erstmal Granate in die Hand drücken und dann noch schießen. Super. Ja. Das ist so zweihändig. So. Kaufen wir? Ja, wir kaufen eine Pistole. Ja, und wir gehen A lang. Was kauft man? Eine Tech, ne? Ja, wir machen gleich. Du flash raus, okay. Selbe Taktik, oder? Ja, ich flash raus auf lang. Okay, das heißt, okay, dann alle Knife in die Hand und Abfahrt. Vollgas. Lang. Soll ich irgendwo lurken? Nee, ne? Nee, wir gehen erstmal rein. Okay. Warte kurz, warte, wir gehen alle zusammen rein, oder? Ja, nee, lauf. Gas. Ich folge euch. Ah, jetzt hab ich's verkackt. Ja. Sorry. Ich bin du darfst nicht stehen bleiben. Egal. Ja, sorry. Und klick. Das. Nein, ich verliere euch. Da steht direkt in die Ecke. Oh, Alter. Oh, ich hab den gar nicht gesehen, oben. Bombspot. CT ist auch einer, der hat aber ein Messer in der Hand, der kann nix. Ja, egal. Auf Spot. Machen wir wie eben einfach wieder Echo. Ja, da, ja, let's go. Und oben. Ah, oh, schade. Naja, zumindest einen mitgenommen. Hier ist aber ein Fortschritt. Let's go. Einer müsste noch Hits haben. Glaube ich. Richtige Clown-Fiesta hier gerade. Messer. Ist gleich, kommt er von hinten, hört ab. Renn einfach weg. Spiel auf Zeit. Oh, wait a minute. Macht keinen Sinn. Ah, fuck. Schade, war auf den Kopf drauf hinabdrücken müssen. Ja. So, Eko, ne? Ja, nichts kaufen. Außer vielleicht eine Pistole, aber das müsste. Nee. Was machen wir? Classic Rush B oder was? Push einfach mal ein bisschen direkt dagegen. Damit die gar nichts versuchen sollen. Hier drei via B oder was? Ja, wir machen das jetzt immer. Wir machen, ja, würde ich auch sagen. Das macht es sei denn, es funktioniert irgendwann nicht mehr. Dann ist Mitte zu A. Dann gehen die bestimmt gleich kurz, oder? Ja. Sieht nach kurz aus, ja. Ich komme jetzt zurück. Ja. Das riecht auch nach kurz, riecht das doch. Oh, komm schon. Das riecht auch ein bisschen nach Mitte, oder? Nee, kurz. Kurz. Scheiße. Mitte sind zwei noch. Ja, schön. Bombe ist Mitte. Zwei down kurz. Einer. Du bist der letzte Zoom, noch zwei. Da liegt die Bombe. Ja, das ist sehr gut. Zoom macht das. No pressure.
kann sein, dass er versucht, dich jetzt über kurz zu... Ja, das kann sein. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt über lang kommt, ne? Aber dann braucht er eigentlich zu lange, glaube ich, um die Bombe zu platzieren. Halt hier immer so komische Schatten. Das war, das war. Den hast du. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Jawohl. Sehr gut, Zun. So. So muss das laufen. Schon gleich viel schöner hier. Ja. Da CT-Seite. Doch. Easy Seite, ey. Ich glaube, jetzt mal ein bisschen defensiver. Das war eben, glaube ich, so Mittel. Ich habe keine Cola, Alter. Ich kann dir leider nichts droppen, weil ich selbst jetzt Ich kauf billig. Ich gehe mal hier in das Auto. Ja, Autos, Cars ist gut. Ich sehe und höre nichts. Ja, Mitte wieder. Zwei Leute. Ja, doch, lang ist einer. Wieder zwei Mitte, Double Doors. Jo, einer ist unten. Einer lang. Lassen Sie es kommen. Jawohl. Lang kommt rüber. Zwei lang. Raffo ist lang. Fuck, und dann kommt der kurz, Alter. Kurz einer auffassen. Genau, kurz ist auch noch jemand, passt auf. Oh, ich hab mich selber geflasht, ey, ich weine. Na, schade. Ach, fuck, ey. Nee, hinter dir, in andere Richtung, Kevin, andere Richtung. Ja. Ja, ist okay. Schade. Passiert. Sehr gut. Okay. Läuft. So, jetzt habe ich einen Molly. Mag ich mehr davon. So. Wer geht wo lang? Ich gehe wieder A-Short. Okay. Ich denke, die könnten jetzt ein Eco haben, also könnten die pushen. Macht mal langsam vielleicht. Ja. Gut. Achso, what the fuck? Ich bin so bad, ey. Ich bin so bad. Frodo, ich bin hinter dir. Okay, ich geh wieder A-Short. Lang einer down. Mitte steht einer. Er frisst eine Granate. Push mit der Nate. Steht vor Double Doors, unsere Hälfte. Zwei im Tunnel auch. Warte, ich werfe eine Nate. Oh. Bombe ist lang, by the way. Was ist denn da nicht? Was ist das los? Ja, der ist durch die Tür durch. Wer schreit denn da hinten so? Molly geht raus. Ist hinter ihm der Molly? Kann ich rückwärts pushen? Na, ah, fuck. Einer ist CT-Kreuzung. Hab ich. Sehr gut. Ist noch einer Kreuzung. Clown Fiesta! Holy shit. Der ist Kreuzung. Ja, Klatsch. Kupplung oder Tritt? Ihr habt's richtig gut, dass ihr so einen schlechten dabei habt wie mich. So. Immer alles sehr unvorbereitet. Nice try. Okay, wir müssen jetzt irgendwas tun. Kaufen. Ach, scheiße. Freunde. Ja. Forsten wir? Ja, wir können kaufen. Das ist wurscht. Frodo, lass uns zusammen kaufen. Gerade gut gefahren. Machen wir. Was machen wir? Ich würde wieder A-Short pushen. Okay, ja. Ich komme Mitte unten. Dann, ich halte Mitte dann. Ich kann nur sagen, ich gehe B. Nee, gehen wir nicht. Darf die pushen gerne mal Mitte raus, ne? Die sind ein bisschen frech, die Boys. Oh, oha! Nee. Oha! Tür, Double Doors links. Ja. Habe ich. Oh, nice. Oha. Jetzt wissen natürlich, dass wir A-Short. Schnade, Achtung. Passt auf wegen Backstab, ne? Ja, ich bin Mitte unten. Erzähl doch sowas nicht. Ich hab Mitte. Steht direkt um die Ecke, hat ein paar Hits. Oh. Als ob er es wüsste. Ah, aim. Holy shit. Das kann's ja. Ihr müsst ihn einfach zu zweit swingen jetzt, ne? Der hat mehrere Hits bekommen. Ihr blockt euch gerade gegenseitig, Jungs. Ich merke gerade. Vorwärts. Nice. Der macht drei Kills. Jawohl. Nice. Da ist der Grewatzki down. Ritsch. Also, kann ich mehr reden. Okay, nur noch einer. Mein Gehirn? Mit Shift. Ja. Schön langsam, ja. Es sind noch zwei. Da, genau. Nice. Und unten könnte noch einer sein. Irgendwo, links, rechts. Guck erst, wo der andere ist. Es lebt noch einer. Pass auf. Na. Ja, egal. Schade. Ja, sorry. Guter Try, nice try. Schade. Entscheidungsrein. Oh, okay. So, einmal reinkaufen. Habt ihr da was gelegt? So, ab jetzt bleibe ich immer bei der MP7, läuft. Ich geh jetzt mal ganz woanders lang.
Sorry. Rafa, soll ich dich raus? Nee, ich bin zu spät. Nee, ist egal. Frodo, ich komm mit. Ich geh ins EM-Duell und werd verlieren. Ach Quatsch, du machst das locker. Oh! Ah, noch einer. Warum stehen da drei? Nein, BBB, links. Oh. Was macht ihr denn hier für eine... Pass auf wegen Backstep, ne? Eventuell von B. Oh, die Smokes sind am Start. Sag ich doch. 2 gegen 2 und ich glaube, beide waren B. Ja, ich blende. Guck du mal. Ja, CT. Ja, schön. Ja. Halt einfach. Granate. Ihr seid 2 gegen 1, einfach. Ist der CT? Haben wir die Info? Nee. Ich weiß es nicht, ich hab mal Short geflamed. Pass auf, dass der nicht komplett rumläuft, ne? Ja, lang wird er nicht kommen. Ah. Ich geh mal. Ich kenn keine tollen Abkürzungen. Short. Ich spiel auf Zeit. Grabo. Ja, nee, ist egal. Schade. GG. Herren, Team Astralis gewinnt das letzte Viertelfinale und kriege ich einmal dafür Applaus hier im Arcadia. Jawohl, ja. Und da kommt mein grandioser Sidekick. Wird Team Astralis. What the hell? Was ist da passiert? Das war, aber ey, man muss sagen, ich würd behaupten, das war bis jetzt so mit das spannendste Match, weil das war schon ziemlich knapp. Ich glaube, es wird aber jetzt noch spannender, wenn ich so sehe, wer alles im Halbfinale ist. Das Halbfinale wird richtig krass. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal hier jemanden. Raffo, du kommst jetzt erstmal zu uns. Komm mal her. Komm. GG. Nee, du kommst hier in die Mitte. So. Ja, erstmal GG. Wie fühlt es sich an? Ein gutes Spiel. Ich habe Steffen ein paar Mal in den Kopf geknallt, der aber auch öfter mal zurück. War ein Even-Duell, aber war geil. Also, ich glaube, verdient gewonnen, ohne jetzt überheblich wirken zu wollen. Aber wir waren schon besser. Wie fühlt es sich an, seit ewig halt mal wieder hier mit Rocket Beans Mitarbeitern zu spielen und gegen sie zu spielen? Ja, gegen sie zu spielen ist schon geiler, weil man einfach gewinnt. Alter. Aber das ist der Ton, den ich ein bisschen heute einmal. Abend, nein, den ich vermisst habe. Nee. So ein bisschen Trash Talk, ein bisschen Geflame. Eine Prise Salz, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Du musst aber Salz drin haben. Ansonsten ist so ein kleines Klassentreffen gerade. Man sieht so die alten Gesichter mal wieder, die man lange nicht gesehen hat, jetzt gerade nach Corona. Mhm. Aber schön, Raffo, wenn ihr so, also wenn dein Team und gerade du dann noch so weitermachst, du hast ja gesagt, Klassenfahrt, also man sieht sich wieder. Ich weiß nicht, ob die dich danach dann noch wieder sehen wollen. Ja, du. Aber machst dich gerade semi-beliebt? Ey, spätestens draußen an der Bar bei einem Bierchen sind sie dann alle wieder am Start. Also ich kenne ja die Pappenheimer. Da sehe ich dich. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal uns den Turnierbaum nochmal an. Denn es geht in das erste Halbfinale hier heute Abend. Oh, da sehen wir auch gleich, gegen wen ihr spielt. Oh, guter Name. Und es möge bitte Team Limited 2 gegen Team Chili Con Carne antreten. Und ihr spielt gegen Cloud 6. Wer ist denn Cloud 6? Astralis. Cloud 6. Ihr werdet gegen Team Cloud 6 spielen. Das sind hier Densen, Fiefbug und hier Markus, Alter, der die Maschine. Geisteskrank rasiert hat. Ey, ganz im Ernst. Den Gegner wollt ihr nicht haben. Den wollt ihr nicht haben. Den bekommt ihr aber. Ja. Ja, ey, bis jetzt alle besiegt. Ja, ein Team egal, habt ihr besiegt. Ist die Wahrheit. Alle besiegt. Ein Team sind alle. Da hast du vollkommen recht. Ja. Okay, ja gut, aber. Ja, ist machbar. Also, clip das und dann, wenn wir verloren haben, zeig mir den Clip nochmal einfach. Das ist eine Ansage, meine Damen und Herren. Raffo, dann bist du jetzt erstmal entlassen. Du darfst dich... Ich geh mal wieder... Geh mal trainieren. Ein alkoholfreies Bitburger 00 trinken. That's the spirit. Machst du schon. Ja, bis gleich. Ja, Wirt, lass uns das mal anschauen. Oh, yeah. Das wird jetzt schon ein bisschen spannender. Ey, Team Limited 2. Team Limited 2, Flo Harten natürlich, der gute Timo, der glaube ich auch ganz gut am Start war. Und Martin natürlich. Martin ist hier immer gut am Start, immer Legende. Gut am Rasieren. Er bereitet nicht nur die Spiele hier heute Abend vor wie eine Legende, er ist auch in CS eine wahre Legende. Ja, und Team Chili Con Carne, die sich ja, wo wir eben gesagt haben, wie das Chili heute Abend, ganz gut. Und die konnten sich durchsetzen, vor allem mit Nicola.
Wie gesagt, Nikola, sehr viel Counter-Strike-Erfahrung, spielt ja auch sehr oft mit Nils und Ede zusammen. Guck dir diesen Blick an. Ja. Der ist absolut in der Zone. Der ist ein Experte. Dem muss man gar nichts mehr sagen. Das Gruselige ist, er ist wirklich Experte in vielen Sachen. Ja, also, ne? Nikola hilft uns ja bei vielen Sachen, gerade so, was bei Twitch abgeht und genau, ja. Also die ganzen Overlays zum Beispiel, die bastelt er auch zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel der Sith-Gipfel ist oder so, gemeinsam mit GameStar, wo wir dann die ganzen Stats seht und das macht alles Nikola. Ja, seht ihr Chat, das macht der ganze Nikola für euch. Mhm. Also deswegen lass mal für Nikola ein paar Herzen regnen und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal auch in den Chat, wie so die Stimmung ist. Oh, da sehe ich direkt Nikola. Das erste, dass Nikola gefeiert wird. Densen hat rasiert. Vincent. Ja, und Chat, sagt mal, habt ihr denn schon einen Favoriten? Ist es Team Limited 2 oder ist es doch Team Chili Con Carne? Und ich sehe immer Herzen. Leute, vielen Dank euch dafür. Stimmt. Oh, ich sehe ganz, ja, ganz viel. Alter, MVP Nikola. Ey, Nikola, du bist der Mann hier. Nikola! Er hört das gar nicht. Ja, doch, da ist er, der Gute. Er ist in der Zone. Spricht sich gerade noch mit seinen Teamkameraden ab. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist ein wichtiges Spiel. So. Es ist das Halbfinale, denn wer hier jetzt gewinnt, kommt ins Finale und könnte dann eventuell der Sieger von der großen Rocket Beans LAN 2022 sein. Und ich sehe hier Fritzel 222 schreibt, Wirt ist der echte Favorit. In was? In allem. Das ist einfach so. Der Favorit im Moderieren, der Favorit in der Firma. Wird ist immer der Favorit. Nikola, bester Mann auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, wer am schnellsten buzzert, würde ich sagen, okay, ja gut, da könnte ich sagen, ich könnte da mitmachen. Ja. Aber ja, ist hier kein Nerdquiz, ne? Ja. Schade eigentlich. Schade. Und es ist natürlich wieder viel Gewusel am Start. Und ich lese gerade, Bertis Schneuzer, einfach der Beste. Das höre ich öfters. Vielen Dank. Der ist ziemlich krass. Aber man muss auch sagen, ich habe gut Konkurrenz mittlerweile in der Firma. Also der Schneuzer, den haben rocken schon mittlerweile ziemlich viele. Vielleicht machen wir ja mal einfach eine Show. Wer hat bei Rocket Beans den geilsten Schneuzer? Die große Schneuzer-Sendung. Wirt, du mit Schneuzer, das wäre doch was, oder? Kann die Regie das mal raufpacken? Das wäre so geil, wenn wir jetzt irgendwie meinen Schnäuzer auf dich kriegen könnten, aber ich glaube, das geht nicht. Doch, das kriegt die Regie hin, oder? Nee, das geht nicht, kriege ich gerade gesagt. Schickt uns eine Fotomontage. Ja. Mag mir noch eine Kastenbrille und eine Mütze dazu geben. Ich höre auch immer, also ich nehme es gerne mit auf, weil ich werde immer Super Mario genannt. Waschi XD schreibt es gerade. Aber ja, ey. Berti ist 24/7 Mario Cosplay. Also ich komme ja aus Köln. Mhm. Ach, Karneval, das ist voll dein und Ding. An Karneval holen sich alle teure Kostüme und, keine Ahnung, gehen in den nächsten großen Laden, werden Polizist oder whatever. Ich setze einfach meinen Schnäuzer auf und ziehe mir ein rotes Klempner-Outfit über. Und schon, Leute, bin ich am Start. Ich bin Super Mario. Das heißt, du bist Retro-Mario, denn mittlerweile hat Mario einen blauen Blaumann an. Ja, okay. Rundpullover. Hey, wollte ich nur mal sagen, weil... Das wäre jetzt eine Nerdquiz-Frage weil gewesen. Ich habe mich tatsächlich ja auch schon mal als Mario verkleidet. Ich glaube, das war in der zweiten Folge von Game 2. Da durfte ich, glaube ich, das war ein Einspieler von Mario Maker. War ich ein Mario? Weiß ich auch nicht, warum man mich dafür ausgewählt hat, aber... gibt dem Typen, der keinen Schnauzer hat, Damals hatte in der Firma noch niemanden Schnauzer. Jetzt ja, mittlerweile ist halt so, das ist Bertie. Es ist halt immer so, ey, God of War erscheint. Hey, Hannes, wir brauchen dich. es war so offensichtlich. Nee, aber ich meine hier Maxi, der gute Kollege aus der Show und Leitredaktion, der hat auch einen Schnäuzer. Ich mag den von Kuro. Kuro hat auch einen, jeder hat einen Schnäuzer. Kuros so. Schnauzer ist einfach, der ist halt so, der ist schon, ich will einfach sagen, der gehört verboten. Ja. Wirt ist das Nächste, was RBTV an einem Italiener hat. Natürlich. Oder ein Portugiesen. Aber Wirt, ich meine, genug gequatscht über Schnäuzer und Schnurrbärte. Der Blick geht wieder nach hinten. Und jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben ein Go. Und damit erstes Halbfinale Team Limited 2 gegen Chili Con Carne. Let's go! Go, 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 go! Okay. Viel Spaß. GL. Wohin war?
Mit dem Messern. Let's go! Ich bin wieder vorne, ey. Gar keinen Bock. Nee. Das geht doch nicht gut aus. Okay. Nice! Wo wollt ihr anfangen? Ich finde CT mal angenehmer, aber... Ja, bin ich ja? Auch. Ja, ich bin auch CT, ja. Ihr auch? Ja, let's go. Von mir aus. Müssen wir das auch machen? Nee, ne? Nee. Okay. Amir, let's go! Let's do this, ich gehe Apps. Ich würde A gehen. Also 2B, 3A. Ich gehe auch A. Ich kann auch mit A, ja. Na, also ich würde A Apps machen, das heißt, oh Gott, ich habe die P2000 ausgerissen. Aber ich kann auch B spielen. Dann gehe ich A. Einer müsste noch mit mir B kommen. Ich kann Apps machen. Okay, dann gehe ich B mit. Das ist nicht Apps, wo ich hingehe. Ich peek mal ganz kurz rein, Banane. Oh Gott, ich kenne die Position hier nicht. Ja, Banane, 2. Jampa hitzt die Schweine. Oh, bestätige ich aber auch. Zurück. Ich habe Partner. Die kommen, ne? Banane 2 mindestens. Schon drauf, B. Ich komm zu euch. Verschiebe. 3. Fuck. Ah, oh, jetzt sind wir beide hier. Scheiße. Ich mach ein bisschen Party, dann kannst du vor. Ah, shit. Hätte schon gefressen. Fuck. Oh, schade. Schade, egal. Hey. Wir forcen wieder. Okay. Und lass mal Mitte runter. Nein, ich hab mit Helm gekauft. Scheiße. Mitte runter, alle. Und dann in die falsche Mitte abbiegen. Okay. In die falsche Mitte abbiegen? Also wir gehen nach links Mitte, genau, und dann links rein. Okay. Wer eine HE hat, runterballern. Ja, ich hab keine. Genau so. Cool. Oh shit. Ich hab ne UMP, falls du brauchst oder nicht. Oh shit. Nice. Schön. Nice. Gegen einen. Melonenbert. Nice. Ja. Sehr gut. Sehr stark. Sehr schön. Das läuft einfach. Jetzt komplett kaufen wieder. Ja, genau. Okay. Ja. Nichts kaufen. Oh shit, ich hab irgendwie... Ich hab alles gut. Wir rennen B einfach mit Hass. Mit Hass B. Mit Hass oder mit Hass? Mit Hass. Aber Hass ist auch nicht fett. Hass, komm, Hass, gar, let's go. Okay, Hass. Komm, nein. Aua. Einer... Da? Auch ne. Weiter. CT. Es denkt. Weiter. Oh fuck, Alter. Wirklich? Hab's. Alleine. Schön. Das war nicht gut. Und von hinten, hinter dir. Ist egal, nice schön. Wir haben zwei Waffen bekommen, alles gut. Ja gut, jetzt kommen die Waffen. AK. Wollen wir langsam spielen? Mal ein bisschen entspannter. Ja, ich gehe in Apps rein. Okay. T-Apps. Und dann schau ich einfach mal. Ganz entspannt jetzt umschauen. Aber jetzt? Ja, wir gehen langsam vor. Okay. Gucken mal, wo die Gegner stehen, schießen die um und dann entscheiden wir. Alles ein bisschen auf. What? Du Hurensohn. Oh. Okay. Einer ist B. B ist einer down. B ist ein 2 down. Ah, okay, schade. Und die rotieren, ich bin gleich gespeckt, ne? Oben ist einer down, B ist down. Einer auch auf A down. Einer müsste noch A-Mitte sein. Ist T einer? Da wissen wir nicht. Ich gehe jetzt Spoiler. Cool, die Bombe. Ne, Bombe liegt noch. Dann komme ich mit A. Wieder back in hier.
Flash. Jetzt habe ich nichts gesehen. Library raus. Library. Und Onside. Hinter Kissen. In 30 Sekunden. Mhm. Oh, Scout. Okay. Nice. Nice. Nice! Schön! Stark! Eieiei. Hier ist eine AK. Oh, danke. Zu weit, egal. Ihr braucht noch. Ich hab noch, aber ich habe auch Geld. Okay, das ist gut. Cool. Dann kaufe ich mir jetzt. Oh shit. Okay, egal. Aber lass es noch mal. Ich hab meine Smoke. Oh, ich hab wieder keinen Diffuser. Oh. Ja, bitte. Ich glaube, Mitte ist wieder Party. Mitte unten alleine. Schön. Ah, shit, jetzt hab ich ein Handy kassiert, ey. Der hat aber auch noch gefressen. Zwei B noch. Okay, ich komm. Zwei. Oh, einer ist noch Mitte. Die gehen B. Schade. Ja, wir müssen mal eine sparen. Hätte ich sehen können. Komplett Echo? Ja, also die mehr haben, können sich bis zwei runterkaufen. Oh fuck, oh, falsch mal verkauft. Ja, Mistklick. Egal, also. Ich wollte eine SSG. Rushen wir irgendwas, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich muss so ein bisschen hier. Ich piek auch nicht mehr Mitte, hat keinen Sinn. Ja. Die andere Seite, bitte. Die Apartments von unten. Ich bin Apartments drin. Ich hab Hausmeister und Mitte. Ah, Mitte. Hat aber auch kassiert. Einer zumindest. Ah, einer B. Oh shit. Das Hühnchen. Dieses Hühnchen hat mich vor. Seit wann sind die denn so dunkel? Die waren doch immer weiß. Klatsch, oh, Kick. Rechts ist einer schon. Klatsch. Ja. Komm, die zwei Runden holen wir uns jetzt noch, dann sieht's gut aus. Fang immer schwach an. Kann mir irgendwas zurückgeben wie bei Valorant? Nee, ne? Nein. Nee. Wäre ja auch zu einfach. Ja, das hier ist richtiger E-Sport. Oh, wir sind so viele. Ich geh mal B. Oh ja. Okay, du gehst B. Oh. Da ist einer. Ich höre Apartments. Okay. Einer Apartments unten. Oh, oh Mann. Aus der Mitte pusht einer. Apartments habe ich. Ich bin so low, ey. Wie wenig HP habe ich auch. Ah, scheiße. Bombe liegt. Habe ich beide. Oh, schön, ey. Yeah. Bombe ist A? Ja. Eben war noch eine Flash B auf jeden Fall. Hab keine Ahnung, wo ich mich hier... Letzter ist... Nee, ist nicht letzter, aber einer ist noch auf A.
Fuck. Ah, shit, ey. Okay. Letzte Runde. Alles drauf, ne? Jo. Ja. Ich geh mal nochmal auf Hardness rein. Raus, B, muss einer B. Ja, B, ich komm mit. B. Alle? Nee, aber ich guck, was los. Haben CT abgesmoked. Oh Gott, alle. Okay. Alle? Okay. Okay. Nice! Oh, nein, oh fuck, ey. Ruins drin. Okay. Der noch geschluckt, aber. Ja, sehe ich. Schön. Nice. Nice, sehr schön. Okay. Noch geholt. Ja, das können wir holen. Wichtig. Ja. Ja, ausbaufähig. Meine Hälfte. Aber was holen wir jetzt? Tut das eigentlich nur, dass es 40 Sekunden dauert, bis weitergeht? Ja, jetzt können wir nochmal die Tactics besprechen, ja, was wir ändern müssen. Alter, 5 Assists, ey, was mache ich hier? Schrecklich. Sollte mal auf den Kopf ziehen. Ja, was, also ich würde sagen, Vollgas B durch. Okay. Okay. Irgendeine Granate mit einpacken, Smoke oder so ein Bums, Incendiary. Ja, eine Flash bietet sich eigentlich an, die da an die Kante zu werfen, falls sie offensiv pieken. Wenn ich einen guten Spawn habe, nehme ich die. Ich glaube, Smoke, ja, nehme ich. Von CT, ne? Ja, genau, ich kaufe eine Smoke dann auch noch dazu. Okay. Also durch. Ja, Vollgas. Alles klar. Jesus. Nice. Oh Gott, was mache ich hier? Hinter uns! Banane, kommt einer! Ruin ist einer. Oh, dieses Huhn! Was zur Hölle? What the fuck? Hühnchen OP. Oh, Runes hinter dir. Stark. Oh, ich dachte, das wäre einer, der da stand, ne? Ich dachte, wieso treffe ich den nicht? Aber er ist ja netterweise reingelaufen. Sehr schön. Das war sehr anschaulich. Ja, und jetzt machen wir es so wie eben. Wir verteilen uns ein bisschen über die Map, gucken, ob die irgendwo rushen, hauen sie weg. Okay. Und dann wie eben, die holen keine Runde. Könnten jetzt Mitte vielleicht runter rushen, ne? Müssen wir aufpassen. Tun die nicht. Ich glaube, kommt Banane, oder? Nice, genau so. Nice, great. What? Nice. Alter, 17 Frags. Jesus. Ich würde die Bombe abgeben wollen. Machen wir nochmal genau so. Also alle chillen einfach irgendwo und du schießt sie halt alle um. Okay. Easy win. Einer vor euch langstellen, einer short am besten. Ach, ich bin voll. Haus kommt was? Apps. Ah, oh, hinten. Und Fahne auch.
Kurze Frage, ist Soon der Fotograf? Jo, der ist es. Warum schicken die zwei Noobs zu B alleine? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Wer hat das gesagt? Ja, pass auf, wenn drei Noobs da wären. Ich geh mal Richtung B. Bro, kannst du mal bitte sterben? Achtung, Balcony ist offen gerade. Ja, ich soll Balcony. Nein! Marco, so schlecht! Bombe B. Oh, nice, stark. Oh ja, wir haben eine Bombe. Wir können auf B rotieren, die Bombe ist offen. Oh Gott, shame on me. Schlecht CT. Einer ist noch Second und Fahne. Die Bombe liegt hinten, glaube ich, oder? Was? Nice. Letzter Side, Dark. Ja. Dark? Du müsste Dark sein. Dark oder Church. Oder Church. Wo ist denn die Bombe? Ganz hinten. Er ist Church. Schön. Schön, schön, schön. Ha, ich hab sie. Let's fucking go, Alter. Absolut am Smurfen. Jesus. So, schick mal bitte nicht die zwei Noobs da jetzt hin. Ja, okay. Danke. Dann geht einer von B Richtung A. Und ich gehe jetzt zu A und einer der Pros geht zu B. Okay. Wer ist der Pro? Willst du B? Also, du carries. Ich fühle mich nicht angesprochen. Okay, dann gehe ich B. Ey, gut, wenn das so ist, dann gehe ich B. Alles klar. Mit wessen Namen soll ich hinterherlaufen? Willo. Bernd? Wir müssen uns jetzt mit Pro und mit Noob ansprechen, damit wir endlich verstehen, wer wohin geht. Ich bin Noob. Ich bin jetzt in dem Haus. Du musst doch Waffen mitnehmen, Mensch. So. Oh. Nehmen wir in der Mitte. Aua, das bin ich. Oh, sorry. Wusste ich. Ich war ein bisschen vor B, aber. Mitte und weg da. Oh, ich bleib mal in der fucking Ecke hängen. Ja, mit Smoke. Einer vor B. Mitte unten, immer noch unten. Banane kommt hoch. Soll ich move'n oder habt ihr... Ah, shit. Okay, ich move. Ich steh safe B. B Smoke. Nice. Einer ist on site. Ja, der ist schon Church. Der müsste gut gehittet sein. Leute, bin ich der Letzte, der lebt? Ja, du machst das schon. Oh, what? Du regelst. Das ist nicht gut. Ah, das ist schlecht. Einfach schießen. Einer ist low. Kannst keinen mehr von uns treffen. Ja! Ja! Letzter Low, nice. Letzter Wo Low. Wo ist der Letzte? Low. Wissen wir nicht. Warum sagt ihr mir das jetzt nicht einfach? Einfach ein bisschen nach vorne. Ist nicht okay. Lauf einfach und wenn er... Alter! Ah. Nice. Egal wer das war, ich hasse euch. Hä? Alle klar. Okay, Eco würde ich sagen. Ja. Ja. Ist denn nochmal Soon von uns? Das bin ich. Wo soll ich hingehen? Kannst Noob du mir ein paar Waffen Noob 1, geben? Noob 2, Noob 3. Eine Diegel oder sowas. Eine Diegel kaufen und runterfallen lassen, damit wir den nehmen können. Das kann ich auch machen. Wie mache ich das? Nix B? Jetzt nicht. Oh, schade. Okay. Dann spiele ich mit einer P-Zack-Hutzack. Keine Diegel für mich. Na gut. Man, du hast so viel Geld, du kannst das irgendwie machen. Wirklich? Ja, du hast 1400. Oh, ja. Alter. Du musst ja, hab ich nicht gesehen, sorry. Das ist unsere Bank, unsere Lauf. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, sorry, ich hab ja einen Fliegen gegeben. Mitte 2, down, oben. Gehen wir durch? Ja, ja, A. Go, go, go. Okay. Ich bin Apps vorne. Oh, scheiße, ich hab die Kackbombe. Oh nein. Der ist Pit, glaube ich. Nice. Der hat mir auch guten Geschenk, ey. Nice, nice. Sehr schön. Sehr gut. Puh. Ist mein Helmchen noch da? Ja, okay. Dann nimm mal jemand die Bombe. Schmeiß mal. Nicht ich? Ach nein, scheiße. Der hat doch eben auch geklappt. Oh shit, das war mein eigener, oder? Komm ich von hier? Schön, ey. Ah.
nicht so. Boah. Banane Orb. Okay, rechts. Nice. Ah, einer, oh, einer, Mitte, Mitte, Mitte. Hab ich einen gehört? Von CT? Oh mein Gott. Fast schon. Hat keiner gesehen. Ja, einer, keine Ahnung, wie man es nennt. Ja, der Kleine. Aber mit Orb, mit AWP, oder? Oh ja. Man bleibt einfach weg. Ich ja. Flash nochmal lang. Ja. Ich kann auch smoken. Nice. Oder einfach wegbratzen. Stark. Stefan, stark. Oh, das gleiche haben wir normal, ne? Jo. Hey, wollen wir nächste Woche eigentlich so ein Format bei Rocket Beans starten? Ich würde die Bombe gerne wieder abgeben. Ja. Aber das war nicht viel. Hat jemand? Ja. Ach, scheiße, falsch. Ach, scheiße, nicht getroffen, sorry. Der sitzt ein bisschen. Mit so oben einer down. Und was? B sieht gut aus. Wir gehen über Banane, ne? Ja, Rest ist Banane. Ich steck nach hinten. Oh, Bombe, sorry, Bombe, sorry, bleiben. Sorry. Oh mein Gott. Coffins, Coffins. Noch einer, Coffins. Ja. Nice. Schön. Das ist die Bombe. So, da. CT. Yes! Nice. Stark! Wunderschön. Das war's? Geht immer so schnell. Boah. Ja, Limited 2, es ist schon krass. Also Team Limited, dieser Name ist geprägt mit einer legendären Truppe hier bei Rocket Beans und dann die Eier zu haben. Yo, Leute, wir nennen es halt Team Limited 2. Aber ja, das Team rund um Florian Harten wird der Favoritenrolle gerecht. Und deswegen würde ich sagen, Florian Harten! Flo! Florian Harten! Sie mögen einmal zu uns kommen. Komm her. So. Ja. Ja, weil du der Teamlead hier bist. Teamlead, ja, du bist Team Limited. Ja, aber ich habe wirklich nichts dazu beigetragen dieses Mal. Jetzt aber, eben ne, gerade? Ja. Aber wie deswegen, nichts getroffen, ne? Aber deswegen sind wir ein Team. Aber du hast ja gesagt, ihr werdet alles gewinnen. 2 von 3 habt ihr jetzt schon gewonnen. So sieht's aus. Eins noch. Eins schaffen wir noch, ne? Gegen. Das werden wir gleich gegen sehen. Gegen das Siegerteam. Ja. Wenn's Raffo ist, gebe ich ihm noch ein Bier aus vorher. Ehrenmann. Ja, da macht er einen ganz schnellen Abgang. Ich hatte eigentlich noch eine Frage, aber gut, dann nicht. Aber apropos Raffo, er hat ja eben gerade gesagt, er wird vielleicht gegen Raffo spielen. Wir können hier nochmal kurz auf die Liste schauen, wer da jetzt alles dabei ist. Ja, wir können ja jetzt mal und den Grafik hier vorne. Den Turnierplan uns nochmal anschauen. Team Limited 2 ist im Finale. Klar. Team Limited 2 ist im Finale. Jetzt geht's noch Cloud 6 oder Astralis. 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 Ja, also langsam wird's richtig spannend. Was sagt das Wettbüro? Wo sind die Quoten am höchsten? Ist es schon Team Limited 2 oder ist es eventuell ein Astralis oder Cloud 6? Weil bei Cloud 6, weiß ich, ob du dich dran erinnern kannst, da war der gute Markus hier am Start. Und Markus war ein absolutes Tier.
Der hat absolut rasiert. Ja. Und ja, ich sehe hier im Chat schon eine erste Stimme für Astralis. Ja, ich bin echt gespannt, wie das hier weitergeht. Also mittlerweile kann, mich kann vieles noch überraschen, weil ich dachte ja auch tatsächlich, das Team rund um Ede und Shorty, das sind unsere Favoriten, die werden weiterkommen. Und tatsächlich hatten die dann gegen Cloud6 verloren. Ja, und deswegen bin ich auch gespannt. Vielleicht kann es ja auch sein, dass jetzt Astralis gegen Cloud6 gewinnt. Ja, und ey, man muss ja auch sagen, gefühlt die einzigen Favoriten, die jetzt noch am Start sind, sind halt hier Team Limited 2, aber mehr wegen den Namen. Man muss ja sagen, es ist ja nicht das wirkliche Team Limited von damals, sonst wären die hier wahrscheinlich schon als Sieger vom Platz gegangen. Ja, hier ist nicht nur der Name. Es ist nicht nur der Name, es sind die Personen hinter dem Namen. Ja. Und Flo, ne, ist halt wirklich so ein Main-Team-Mitglied von Team Limited gewesen. Aber das Gleiche könnte man eigentlich auch zu Ede sagen. Er war auch so ein Core-Team-Mitglied von Team Limited. Raffo ist später dazugekommen, er ist so der Newcomer, er ist wie der fünfte Beatle. Ja, und wir werden ja jetzt Raffo nochmal sehen, er ist der fünfte Beatle, aber er hat eben gut rasiert mit Astralis. Und ja, das ist jetzt die Frage, ob Astralis nochmal so performen kann. Vor allem merkt man ja jetzt, dass natürlich jetzt auch die Pausenzeiten zwischen den Matches deutlich kürzer werden. Also gerade auch hier mit Team Limited 2. Die haben jetzt nur einen Matchpause, das heißt, ist halt die Frage, was glaubst du, was geht denen jetzt im Kopf durch? Naja, so, chillt man jetzt? Die haben einen Matchpause, aber hier Astralis oder Cloud6 wird gar keine Pause haben nach dem Match. Die werden ja direkt gleich nochmal ballern. Die müssen direkt ballern. Also, ich wünsche es, ich gönne es dem Team von Raffo, dann kriegt er ein Bier von Flo. Why not? Ist immer schön, ist eine schöne Geste. Ich finde es so schön, dass man hier Sachen einfach mit Bier belohnt. Ja. Oder sich gegenseitig mit Bier beschenkt. Ne? Ja, kann man machen. Why not? Ja, gucken wir, da ist Raffo. Bereitet sich alles vor, stellt sein Setup ein. Wir haben es ja eben gerade gesehen. Da war gerade der berühmte Raffo. Die finale Map, wie war nochmal die finale Map? Die war Inferno? Die finale Map war Cash. Cash. Yes. Cash. Das heißt, Danzen gleich wieder am Start. Ich bin sehr gespannt. Danzen vorne mich ja echt überrascht, weil ich dachte so, der Kaizo-Dude. Jump-Runs kann er. Klar. Na, Speedruns, ne? Kann er. Kein Problem. Ja. Drift, das ist schon ein bisschen unsympathisch, ne? Und jetzt macht er noch das. Ey, was kann der nicht? Und dann sagt er so, ja, Rocket League kann er nicht. Aber ich finde so, Rocket League ist aber auch nicht einfach. Nee, um Gottes Willen. Ich meine, so, das haben wir letztens noch rausgefunden. Beim großen Rocket League Turnier, was wir in deinem Stream hatten. Ja. Mit Walle zusammen. Also, wenn man da mit Pros unterwegs ist, dann tut das schon richtig weh. Aber es würde mich mal interessieren, irgendwann mal Danzen hier bei einem FIFA-Turnier zu sehen. Wo er einfach mal sagt, ey, fuck it. Es ist eines der Spiele, die ich nicht kann. Ich werde jetzt extra dafür trainieren, damit ich euch zeigen kann, ich kann alles. Oder wir machen das irgendwie als Show. Das heißt, du castest Leute, die irgendwie ultra berühmt sind, weil sie, sagen wir mal, wir würden dann einen Maxim nehmen und packen den dann ein Turnier, wo er Mario Kart spielen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob Maxim gut in Mario Kart ist, aber und dich würden wir in einem Turnier in FIFA packen vielleicht? Oh Gott, ja genau, FIFA oder hier NHL. Das sind ganz meine Lieblingsspiele. NHL, FIFA, was haben wir noch? Ja. WWE. Aber wir spielen ja heute natürlich ein Turnier, wo wir wissen wollen, dass die Elite am Start ist. Und das Team Astralis gegen Cloud6. Und ich gucke langsam vor euch nach hinten. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch einen Moment brauchen. Nein. Tobi check. Der kritische Tech-Check ist noch nicht ganz durch. Aber ich glaube, wir brauchen noch einen Moment. Wir brauchen noch ein Momentchen. Aber geben wir den Leuten die Zeit. Man sieht sogar hier den. Mal kurz den Tech-Chef Tobi kurz an der Seite gesehen. Es ist sehr wichtig, dass die Leute jetzt ihre Maus und alles Mögliche konfigurieren. Das konnten sie vorhin schon. Warum sollten sie es jetzt nicht machen können in Ruhe? Ja. Also, ich meine, ey, gibt's da keine Ausreden? Schau dir jetzt die Augen an. Die sind einfach nur. Die sind leer? Also, die sind einfach nur. Die sind tot. Da geht nur noch CS ab. Also, das ist. Weiß ich nicht. Das ist der Blick, den ich habe, wenn ich einen Döner sehe. Also. Ist einfach nur leer, sondern ich bin einfach nur... Frodo hat ja vorhin richtig delivered, er meinte ja auch, er hat Counter-Strike nie so richtig oft gespielt, hat zwar nicht so gut schießen können, aber er hatte mit der Granate auch zwei Leute gefragt mit einer. Das finde ich auch schon mal bemerkenswert, ist gar nicht so einfach. Könnte natürlich auch Glück gewesen sein, aber wenn man Glück wiederholt, ist es Skill. Ja.
Und ich gucke jetzt noch mal ein letztes Mal zu Tobi und ich bekomme ein Go. Daumen. Und damit gehen wir ins letzte Halbfinale, meine Damen und Herren. Team Cloud Six gegen Team Astralis. Und damit sage ich einfach nur noch, möge der Bessere gewinnen. Let's go! Go, 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 go! Okay, let's go. Okay. Scheiße. Let's go. So, Vorsicht, ne? Team Attack, nicht wieder vergessen. Ja, ja. Auf dem Feld läuft mein Mitte. Martin? Just follow me. Weißt du, wie ich die Waffe in die andere Hand nehme? Meinst du so links und rechts? Gehen wir in eine Banane? Ja, ja, genau. Das ist ein Konsolenbefehl. Wait, wir gehen Banane? Wollen Sie ja. Die Gegner Banane? Das ist einfach falsch. Ah. Okay, machen wir. Nice, sehr gut. Ich würde tatsächlich vorschlagen, T zu starten, auch wenn das ein City-Map eigentlich ist. Aber gerade die sind auch einfach T rübergefahren. Ich glaube, das sollten wir machen. Oh, Maus ist einfach mal Name ändern. Einfach so hier nicht. Okay. So, irgendwas ist ultra weird mit der Maus. Ja, bei mir ist es auch ganz schlimm. Es ist zu hinterher. Oh. Leute, alright. Ist ja, live. GG. Hype durch. Zack, zack. Let's go. Yo. Kriegen wir. Okay, wir machen abgefahrene Sachen. Wisst ihr, wo Apps ist? Nee. Das ist ganz rechts das Gebäude. Okay. Und da gehen drei Leute durch und wir gehen mit zwei Leuten in die Mitte. Okay. Wer kommt mit mir Mitte? Ja, wo geht denn die Bombe hin? Werf die Bombe, ich nehme die mit. So, ich darf hinter Densen. Kommt einfach mal mit. Mitte, runter, Kompass. Ja, down. Geht gepusht. Noch einer? Banane kommt auch gegen gepusht. Banane ist rip. Schön, schön, schön. Okay, wir können jetzt richtig slow schauen. Noch einer Banane. Lass einfach A. A? Ja, ja, geht auf A. Der eine ist A, Banane. Sehr schön. Ja, letzte Banane. Ich plan für Pit. Ja. Alright, Leute. Wenn ihr einfach jetzt gegen den nicht sterbt, alles safe. Schön. Nice. Let's go. Sehr gut. Oder? Hier wird mal gekillt. Nice. Wieso geht mein Mausrad nicht ordentlich? What the fuck? Alter, irgendjemand hat Mausrad abgebindet. Es gibt Leute, die haben auf Mausrad springen. Mausrad runter, ich springe, dann kannst du besser Bunny hoppen. Ja, ja, ja. Aber, pass auf, dass sie nicht zu fünft irgendwo runterrennen, ne? Oh shit, sorry. Aua. Die ist am Kopf hängen geblieben. So, mal Mitte hoch auf B. Ich guck mal kurz Banane. Eine, zwei Banane. Haben wir Nades? Eine in der Mitte, oder? Banane 2 off, wir können einfach zu A. Hier hinten lang und dann lass uns A. So. Und lass sie überrennen. Wir müssen unseren Waffen-Advantage ausnutzen. Bitte die Bombe nicht verlieren. Danke. Ja, ja, ja. Geht über falsche Mitte? Bist du ja. Okay. Ja, wir können über Apps und über Mitte könnt ihr euch aussuchen. Hauptsache, wir bleiben halbwegs zusammen. Sicher ein bisschen ab. Mhm. Apps ist frei. Zumindest der vordere Teil. Ist ja schon voll durch. Mitte ist einer, links, down. Ich push short durch. Einer ist Pit. Wie sieht's auf A? A sieht sehr gut aus gerade. Wir haben drei Frags auf A. Okay. Komm. Kommt einfach, wir klären die letzten Sachen hier und dann sollte eigentlich alles gut werden. Ja, ah, fuck. Schön. Hab einen. Schön, schön, schön. Der gestorben ist, hast du Acker? Ja, okay, da ist Acker. Noch einer, pass auf. Ja, ja, bitte. Na. Ja, aber nice. Ja, Gun Disadvantage, ist okay. Ja. Gegen eine AK darf man verlieren. So. Rein. Bei. Ja, ich mach keinen Vollfall. Nee? Was machst du nur dann trotzdem? MP, aber Granaten ohne Ende. Und jetzt? Wieder B mit Foto, oder? Let's go! Gut, dann. Können Sie ruhig machen. Ich gehe A rüber. Der juckt nicht. Hat hier irgendwer eine Smoke im offenbar? Ja. Ja, ich war da. Banane, steht einer hinten? Ja.
Imagine, man würde seine Hits. Schön. Hausmeister. Holy shit. Rechts von dir? Gabo, warte kurz, wir können zusammen singen. Warte kurz auf mich. Jo. Und go. Oh, links aber. Jawohl. Nice. Und jetzt rechts noch. Ah, fuck it. Oh nein, Bruno. Zwei. Nice. Super. Einfach ja, safe spielen jetzt. Oh, das war gut. Was? Ob du noch im CD stehst? Nein, im T meine ich. Okay, T, das heißt, ich spiele. Mach langsam, mach langsam. Lass nicht zu viel pushen, bitte. Links von dir, glaube ich. Links. Nein. Ja, ja, links. Nimm Gang links. Nimm Gang links, der kommt jetzt raus. Einfach zielen. Einfach nicht bewegen. Ja. Ja. Solide gespielt. Ja. Ich muss sagen, es war einfach nur Glück, dass ich ihn laden, okay, nachladen gehört habe um die Ecke. Ja. So. Danke. Ich mal mag meine MP7. Irgendjemand hat dann Flash von mir bekommen. Ich gebe wieder B. So. Ja, B war gut, ne? Gut, dann geht's. Ich habe keine Nade für B, by the way. Ja, kein Problem, kein Problem. Ja, irgendjemand wird schon was für dich haben. Ich swing mal ganz kurz rum, warte. Mhm. Oh. Ah! Gute Flash. Soll ich bitte nochmal Smoke draufbauen? Ja, mach mal. Schön. Oh, hi. Gabo, wir können wieder zusammen laufen, wenn du willst, okay? Nee, nee. Ja. Yes, Mark. Das ist einfach A, glaube ich. Ja. Auf A ist auf jeden Fall auch was. Ich habe gerade nachladen hören. Auf A sind Steps. Den zwei Off-Banane. Zwei, ja. Fällt die A einfach auf? Ja, lass uns drauf, oder? Wenn es zwei in der Banane sind, auf, let's go. Achtung, hier sind auf jeden Bombe. Fall welche. Ich höre Steps rechts. Wir haben noch 30 Sekunden. Ja, geht drauf, rennt. Okay. Ist langsam, ja, hier rechts am Geländer oben am Ausgang. Einer long. 25 Sekunden. Ja, ihr müsst drauf. Oh. Schön. Schade. Fuck. 5 Sekunden. Hol die Waffe, bleibt die. Die wenn du nicht bleibst, kannst du die Waffe behalten. Schade. Hm. Wir haben kein Geld mehr, ne? Nee. Nee. Nix kaufen. Oh. Nee, nix kaufen. Außer der mit 4-5 kann theoretisch kaufen. Also, ihr könnt sie auf 2000 runterkaufen, oder? Wie viel kriegt man das irgendwo gesehen? Ja, sogar ein bisschen gebreiter theoretisch. Wieder Banane. Ja. Möchten wir Banane reinpicken oder? Scheinbar Banane nicht auf. Nee. Bitte schade nicht. Die haben uns einfach Banane gegeben. Okay. Dann hocken die bestimmt auf dem Spot. Einer an der Ecke? Ja. Linke Ecke? Da oben, ja. Schade. Ja, okay. Kacke. Ah, ich glaube, Banane, schwierig. Der muss Banane super. Ja, jetzt ja sogar, ja. Ich hatte halt nix, aber wir können jetzt kaufen. Jetzt machen wir das, Leute. Nur 50 HP. Gut, dann gehe ich mal wieder A. Ja, lass einfach so weiterspielen. Yeah. Ja, das läuft. Mensch, denk nie an eine scheiß Grenade für B. Die liegt so scheiße. Holy shit. Ich geh mal ein Stück zurück. Gabo, du bist alleine?
Ich würde wieder mit dir spielen. Warte. Ja. Sag ich nicht nein. Schöner Molly. Ja. Jetzt gedacht, dass er dahinter lang pusht, aber nee. Ich versteck mich kurz. Ich geh wieder auf A. Ja, hier bei zu A kommen die. Okay. Wir können zusammenlaufen. Lass uns zusammenlaufen. Jo. Aber guck auf jeden Fall rechts, ne? Ja, auf jeden Fall. Warte, Raffo. Lass zusammen swingen. 3, 2, 1, go swing. Okay, jo. Ist er nicht? Vor dir, 2. Wow. Anna steht im Feuer. Ah. Schade. Raffo, das machst du. Nee, aber einen habe ich mitgenommen. Nice. Warum ist er da schon? Sorry, der Sound war... Fuck! Ich wollte gerade fast sagen, besser. Aber wir können trotzdem nochmal reinbuinen. Ja, lass mal rein. Soll ich eine Ave kaufen für die Banane? Ich versuch's dann. Kann nicht mehr als schief gehen. Hat jemand Grenades? Ich hab Grenades, ich gehe wieder B. Dann gehe ich wieder A. Flashback. Ich hab Block. Der Bodyblock des Jahrhunderts. Lost Round. Die Nate war nicht gut. Die sind bei TT. Ja. Ich geh zu A. Ah, komm. Ja, alle A. Mitte. Da ist jemand. Ups. Hm? So, hab ich ihn? Ist der unten? Balkon? Bitte, oder oben? Nee, steht oben auf dem Parkett. Da oben. Ah. Ja, fuck it. Das heißt, falsche Waffe. Moment. So. Nice. Und am Balkon. Und am Balkon. Ah, fuck. Push. Zeit. Ja, nee. Okay, die letzte müssen wir noch holen. Die letzte holen wir noch. Ja. Ich kann nochmal alles beinen, ne? Reinbeinen. Ich kann mir vorstellen, dass die wieder A gehen. Ja, Banane kommt nix. Ich geh mal mit A direkt. Das heißt, ihr zwei bleibt B. Ach, fuck. Oder ja. Lila oder irgendwer. Droppt eine. Einer hat kein Geld. Irgendwer einfach. Merci. Alles klar. So. Wir hätten jetzt auch mal richtig schnell einfach auf B gehen können. Ja, aber ich glaube, das ist sehr vorhersehbar, dass wir das machen. Wenn wir so gerade eine Runde gewonnen haben, weil wir sind so ich flash Banane und dann gucken wir mal Banane. Geradeaus. Zwei Banane. Noch eine Banane. Hab ich. Schön. Rennt durch. Rennt zu B. Ja, beide Defense. Das heißt, jetzt maximal einer CT. Hoffentlich. Könnt ihr CT smoken, Advent smoke? Nee, ich hab nope. Okay, dann müsst ihr CT abnehmen. Ja, da. CT. Oh mein Gott. Okay. Oh, ich hab's so verkackt. Ich auch. Oh, bitter. Bombe? Oh, das war richtig low. Außen zwei oder drei. Lass sie kommen. Nee, ihr müsst hin. Ihr habt die Bombe. Die werden nicht. Ja, noch eine Minute. Ja, weißt du. Nope. Ja. Also. Scheiße. Okay, 4-4. 4-4, ist alles du, ist alles dran. Wer will wohin? Ich würde sehr gerne Banane. Okay. Wer noch, wer B? Ja, ich komm mit. Okay, dann haben wir unsere zwei B-Spieler, der Rest geht A. Ja. Okay. Ich würde lang halten und dann könnt ihr zu Short und Apps gehen. Aber noch 30 Sekunden. Aber es ist 4-4, wir sind komplett even. Ja. Piste ist jetzt sehr wichtig, weil wenn wir eine Piste abgeben, gehen wir zwei Runden ab, dann steht es 4-6, dann müssen wir uns ranhalten. Wenn wir sie überholen, alles fein. Macht euch bereit, die könnten einfach komplett raufrennen. Ja. Das heißt, spielt nicht zu aggressiv, also versucht early ein bisschen Info zu holen, aber wenn die kommen, rennt zurück. Ihr müsst ihn nicht 1v5 fighten. Das ist so, was ich denke, wir machen sollten. So.
Keiner Mitte. Apps. In der Luft. What? Okay, ist es A? Sollen wir verschieben? Noch einer, es ist noch einer bei mir und einer bei A, ja. Alle bei A, drei Stück. Okay. Maybe. Schön. Geh Apps rein. Nice. Alter, ich hab drei Leute gekillt, oder? Weil du einfach eine Maschine bist. War der letzte auch hier, oder? Der plantet hier. Wir haben auf jeden Fall die Bombe. Also, oder? Wir haben die doch. Haben wir die? Wir hatten sie gerade. Falsche Mitte. Falsche Mitte. Okay. Die Bombe lag aber am Ende der Mitte, ne? Unten an der... Was? Wo? Ich glaube, der geht über Banane und plantet jetzt. Hat er die Bombe? Ich denke, ja. Oh, Mann. Geht zusammen drauf. Ja. Nicht jetzt einzeln reinrennen. Ja, ja, hat B geplantet. Ja, er ist B. Wo? Onside? Alle drauf jetzt. Genau drauf. Coffins? Ja. Einfach zusammen drauf. Hab ihn. Schön. Wunderbar. Let's go. Richtig. Ich hab keine Hand frei. Sehr nice. Okay, Leute. Das ist gut. Nee, auf keinen Fall. Auch sehr schöner 3K auf dem Balcony. Das war wunderschön. Okay, Leute, jetzt nicht unterschätzen. Die haben Bombe gelegt, die könnten kaufen. Ja, könnten Galil, ja. Kevlar kommen. Also, tatsächlich nicht jetzt denken, oh, die werden Glock haben und wir können reinrennen. Die werden vielleicht, aber vielleicht gehen sie auch Glock. Ich weiß nicht, wie gut sie die Economy kennen. So, aber ist wichtig. Die können Waffen haben. Oh, Vorsicht, B. Ja. Einer Mitte? Zwei Mitte? Ah, drei Mitte. Noch zwei Mitte. Auf B, links. Ich push durch. Oder was? Wo bin ich? Lauf doch auf B, lauf. Ah. Oh, wie schlecht. Nein! Was tun musst du dran glauben? Lauf. Einer ist noch A. Auf jeden Fall. Wir können jetzt eigentlich schnell B laufen. Mhm. Von B kam nur Densen. Oh, Idiot. Und von da. Oh, Banane. Mein Kopf. Alter. Warum lade ich denn nach, wenn der nicht tot ist? Warum gucke ich nicht nach links? Man darf doch erst nachladen, wenn der stirbt, oder? So. Ja, eigentlich schon. Ja, schau, Ich dachte irgendwie, ich war auf dem Kopf drauf, aber nein. Ja, wir müssen jetzt nochmal Eco, oder? Ne? Eigentlich Eco, würde ich sagen. Dann? Ja, oder wollen wir Force, müsst ihr sagen. Dann jetzt schnell. Nee, Eco. Eco. Okay. Dann gehen wir mal normal, oder? Ja, was ist denn normal? Ja, aufteilen. Ich guck mal. Banane hoch. Lass mich so alleine. Mitte oben steht, glaube ich, was. Egal. Da kommt der Nate. Oh, wow. Da ist noch einer. Ja, da. Okay, grau, plan. Das waren bestimmt nur zwei. Also gamble ich jetzt mal. CT kommt. Ich bin sowieso schon von hinten. Ah, schade. Hide. Einfach. CT kommt einer. Komm, das schafft ihr. Nice. Ich guck mal nach. Einer noch. CT. Hm. Alle CT? Ja, letzter CT. Ja, CT. Noch weiter links, ja. CT immer noch. Dürfte Hits haben. Wegrennen. Nice. Oh, wichtige Runde. Boah, ich liebe euch. Ey. Wichtige Runde, ja. Perfekt. Ich hab eine M4, falls irgendjemand braucht. Da. Ich kauf selber AK. Und das aus einer Voll-Eco. Das ist. Ja, das war strong. Actually intense. Mein Puls, ne? Ja, ist nicht okay. Macht mal schön nochmal zusammen. Banane. Ja. Ich glaube, das eine ist die Pushen. Meinst du? Ja. Ja, pass auf, Banane kommt eine HE, ne? Ja, ich warte hier. Hat Hits auf Mitte, der Markus? Die war nix.
Steht noch ein zweiter Mitte. Einer in Apps hat Hits. Gabo, ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen, weil du vor mir stehst. Oh, sorry. Geh Banane, warte. Raffo, ich komm Banane. Ja. Wir können gehen. Ich werfe mal kurz in Nate nach rechts, falls der andere steht. Der ist nach links weg. Wo wollt ihr hin? Oh, rechts steht keiner. Aber dafür steht noch einer. Mitte. Ja. Ja, Mitte war noch einer. Lass uns auf B gehen. Komm. Ja. Jo. Ich hoffe, da ist keiner. Raffo deckt CT. Raffo smoke doch einfach CT zu. Oder, ja. Geh mit. Nice. Bombe blenden. Bombe. Ah, oh, direkt steht beim... Links, ja. Boah, fuck. Wie ich überall hängen bleibe, wie so ein... einfach PvE gespielt hier. Raffo spielt einmal PvE. Ah, Scheiße, ey. Machen wir mal ein paar Kills machen hier. Einstellig, es geht gar nicht. So. Mann, hier ist irgendwas mit meiner Maus. Ist nicht so gut. Ist zu langsam gerade. Aber jetzt nochmal ins Menü gehen ist auch scheiße. Ich decke Mitte ab. So, rechts safe. Gabo, deckst du über rechts? Ich deck links? Ja. Warte, nicht zu tief reingehen. Könnte links stehen? Ja, der muss da kommen jetzt. Ich hab gemollied. Da ist keiner. Ja, da war er. Warum höre ich? Na, auf der anderen Seite schon auch einer ist. Ah, scheiße, okay. Ja, rechts CT. Mit. Oh, das war dumm. Ja. Das war dumm. Weil der bleibt bei B. 2B, 2A. Okay. Der kann noch hart Falle feiert. Ah. Der kommt B. Und einer auf B. Warte. Der kommt B. B-Steps. Kannst verschieben von A. Planted B. Planted. Mit den einfach. Schön. Richtig. Let's go. Wichtig. Nice. Sehr gut. Kann mir jemand legen? Ich kann nicht. Danke. Okay, Leute, ist gut. Come on, chop. Die haben aber noch Geld, also aufpassen. Throwing fire. Laying down smoke. Hat einer gepiekt bei Banane? Ups, Mist. Fuck. Eieiei, da kommen auf jeden Fall zwei. Hier wird genadet. Ja, immer noch Banane. Einer vielleicht. Einer hier bei A. Ja, ich komm. Schön. Haben. Stark. Geh wieder lang. Flash und Steps auf B. Smoke in Mitte. Oh. Banane einer. Nur einer, oder? Weiß ich, mindestens einer. Einer Mitte. Smoke auf B. Wunderbar. Nice. Steps auf B. Wie viele? Weiß. Einer oder? Mindestens einer. Boah, oh. Das war aber ein Flick. Der hat mir jetzt. Okay, B. Ja. Nee, ich geh nicht, check Banane. Geht's zusammen? Vielleicht? Wir haben keine Devs, ne? Nee. Na, dann haben wir nicht viel Zeit. Okay. So ein wunderbar. Wunderbar. Hinter dir. Einer noch. Letzter. Von in dir. Ja, hey, Defuse. Da. Oh, wunderbar. Nice. Aber doch ein Dev-Kit.
Ja, das hat er okay. gerade aufgehoben. Ach, okay, ja, gut. Es lag vor ihm. Ja. Das ist tatsächlich einfach passiv schon mitgenommen. Boy. Okay. So. Wusa. Ich hab mein Deathkit mitgenommen. Ich kaufe auch eins. Ja, letzte Runde. Er ist nicht... Nee, Quatsch. Im besten Fall. Ja. Im besten gewinnen, Fall. Ja. Nicht überheblich werden, Leute. Ist alles... Ups. Noch sehr belastet. Bin B alleine? Ich komm. Okay, ich komm. Gar kein Problem. Oh, Nate auf B. Mitte hoch, Mitte hoch, Mitte hoch. Ich komm, komm, komm. Einer. Nur zwei. Ja, ich bin scheiße. Ich bin einfach bad. Ja, jetzt haben wir ein Problem. So, nur zieht euch zurück. Links, 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 links. Boah. Achtung, Mitte unten könnte schon sein. So. Knapp, knapp, knapp. Noch zwei Gegner. Bombe, Bombe nicht dahin, Bombe nicht dahin, geh auf A. Links, links, links ist der Gegner, links ist der Gegner, links. Warte, 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 warte. Ich komme mal gleich noch. Einfach durch. Kannst einfach durch. Komm einfach zum Spot. Komm einfach zum Spot, komm einfach zum Spot. Oh. Oh. Nice. So gut. The brain. Allerdings, ey. Oh. Kann mir jemand legen? Ich kann meine M4 droppen. Ja, warte, ich nehme ich. Raffo, oder was? Ja. Oh. Hier hinten liegt noch eine Farmers oder sowas. Nein, nein. Ach du. Da liegt eine M4. Ja, hab ich. Oh. Okay. Mein fucking Herz, Bruder. Wenn wir Glück haben, haben die Eco. Aber ich bin mir nicht sicher. Die müssten eigentlich genug Cola haben. Wir mal. Ich bin jetzt eher mit Sniper unterwegs. Oh, sorry. Ich hab die Bombe, by the way. Dann schmeiß ich hier weg. Wupp. Ja, ich nehm's. Mensch. Jesus. So. Bist du zurecht? Ja, sorry. Ich hab... Ich trau mich nicht. Also Apps war auf jeden Fall einer. Ich werfe eine Flash nach oben. Ich bin weggegangen von dir, sorry. Ich bin gleich von dir rechts. Mitte ist noch einer oben. Ich bin durchgegangen. Ich muss, ja. Ich hab CT gesmoked, lass uns A gehen, komm. Das kann ich nicht von dir hören. Einer steht Apartments links in der Treppe. Der rechts, 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 Apartments. Ah. Ich bin dumm, okay. Sorry. Passiert. Ja, GG. Rechts von dir, ne? In dem Gebäude auch drin, in dem Gebäude auch drin. Könnte hinter dir einfach kommen. Ja, ja, Zeit. Zeit. Muss die Bombe, muss die Bombe holen? Oder kill beide. Ah! Schade. Ah, der letzte. Ah, schade. Ah, war stark. Schade. Ah, Mist, laut Mist. Six schade. Steht im Finale. Oh mein Gott. Und Cloud Six darf jetzt auch, ihr müsst gar nicht aufstehen. Bleibt sitzen. Ihr könnt einfach sitzen bleiben. Ja. Denn Cloud Six geht jetzt nahtlos ins Finale über. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass vielleicht vom Team Astralis jemand zu uns kommen mag. Frodo, komm, du hast eine schöne Granate geworfen. Frodo, die willst du bestimmt komm, kommentieren. Die Frack. Frodo, komm. Komm, komm, komm. So. Das ist der Team Spirit. Das ist der Team Spirit. Schöne HE, Mann. Das ist der Mann. Team Spirit. HE, die war richtig wichtig, ne? All aim, no brain. Nee, andersrum. Verdammt, no brain, all aim. Nee, verdammt! Moment. All brain, no aim, so rum. War das? Ja. Kann ich schießen, aber weiß, wo hinwerfen muss. So rum wird ein Shooter. Ja, man muss auch sagen, wir haben ja schon 20 vor 2. Es sei uns allen verziehen, dass, wenn wir nicht mehr ganz so gut reden können. Aber ja, Frodo.
die haben, also im Gegensatz zu dem anderen Spiel, haben die zurückgeschossen. Damit habe ich tatsächlich persönlich nicht gerechnet. Ja? Das, nee, das ist einfach clearly besser. Also ich habe ein bisschen gegen Denzen ja auch so One-on-One gespielt und schon gemerkt, der ist aimtechnisch einfach in dem Game. Das ist halt einfach, es gibt Gründe, warum ich CSGO nicht spiele. Ich habe das Aiming bis heute nicht verstanden. Dass ich überhaupt einen Kill bekommen habe, ist mir persönlich, reicht mir vollkommen aus. So, das mit dem Nachladen ist auch noch so eine Sache bei dir, ne? Du warst schön drauf. Ich dachte, der wäre tot gewesen und ich wollte halt sofort nachladen für den Fall, dass jemand kommt, weil ich so, ich bin so ein Idiot, der auch bei 26 Kugeln von 30 noch nachlädt. Das kenne ich, aber das war auch schon dieser Moment, wo du einfach gesehen hast, nein, warum lädt er jetzt nach? Und dann kann man es ja nicht abbrechen. Den hätte ich geholt, das wäre es gewesen. Schade. Aber trotzdem, ey, gut gespielt, es war mega spannend, bis zum Schluss. Also, dass wir diese Vorletzte gerade eben nochmal gewonnen haben, hätte ich auch nicht gedacht. Ey, wichtig. Aber ja, wir haben auch ein, zwei Eco-Runden, glaube ich, gut gespielt. Mhm. Und ich glaube, wir haben sogar zwei Full-Ecos gewonnen. Und das finde ich persönlich, also wie gesagt, das werde ich mir für immer, ich werde jetzt auch nie wieder Counter-Strike spielen. Das war jetzt so, das ist die beste Leistung, der Peak deiner Karriere. Ja, reicht. Okay. Astralis löst sich jetzt auf danach. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Astralis One-Hit-Wonder. Nicht mal leider. Nicht mal ein Hit. Ein Alba. Na doch, ihr habt das Viertelfinale gewonnen. Ihr habt einen mehr oder weniger guten Hit gelandet. Frodo, danke dir. Hast du noch Abschlussworte für das CS-Ding? Bei uns, ja. Grüße gehen raus an mein Team. Und das nächste Mal machen wir sie alle fertig. Oder so ähnlich. Ja, genau. Das finde ich auch gut. Was glaubst du, wer wird gewinnen? Also wir haben jetzt Cloud 6 oder Team Limited 2? Ich meine, Team Limited 2 haben vorhin schon böse ausgeteilt, aber ich glaube, dass auch gerade in Denzen jetzt warm und heiß ist und deswegen, auch wenn ich theoretisch so statistisch gesehen sagen müsste, Unlimited gewinnt, denke ich trotzdem, der Underdog macht's jetzt. Ja, also Underdog ist keiner von beiden, aber in dem Fall. Ja, aber das, ne, ich muss aber auch sagen, ey, bei Cloud 6, der Todesblick von Markus, Alter der will richtig Blut sehen, das ist übel. Der hat den 1000-Yard-Blick auch noch dazu. Frodo, danke dir. Aber ich meine, wir werden dich ja noch öfters sehen heute. Ich gehe mich jetzt in Quake warm spielen und dann mach ich mal was hoffentlich. Ja, schön Quake. Eieiei, Quake haben wir heute auch noch. Danke dir. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, keine Zeit. Tobi, wie sieht's aus? Wir waren auf dem Money. Ich würde sagen, wenn wir noch ein bisschen kurz warten, schauen wir uns doch jetzt mal den hier Turnierbaum an. Was erwartet uns denn jetzt im großen Finale, Leute? Team Limited 2 gegen Cloud 6. Wer wird die Trophäe? Ich meine, haben wir keine Trophäe hier, aber digitale Trophäe mit nach Hause nehmen können. Wir werden sehen. Hast du einen Favoriten? Ich glaube, bei mir wird es Cloud 6, denn Danzen hat überzeugt und Markus haben mich sehr überzeugt. Ja, so sehr ich auch eigentlich sagen müsste, hey Flo, Team Limited 2 und auch hier Timo. Ihr seid ziemlich gut, aber ich glaube, Danzen und Markus sind ein Tickchen besser. Das ist so mein Tipp. Ja. Ich meine, lieber Chat, ihr könnt ja auch mal eure Favoriten reinhauen. Ich find's auch unfassbar schwierig. Ich hab's nicht komplett. Ich würde jetzt wirklich einfach Cloud 6 wegen Markus Todesblick sagen. Also, ja. Das spricht einfach Bände. Druckt euch das Bild von ihm aus, packt das Bild in euer Portemonnaie und jedes Mal, wenn ihr euer Portemonnaie öffnet, dann seht ihr diesen Blick und dann überlegt ihr es euch zweimal, ob ihr überhaupt Geld ausgeben wollt. Ja. Ich sehe hier schon Cloud 6, Danzen, go, go, go. Mhm. Ich muss auch sagen, lieber Chat, erstmal viel Liebe an euch, denn ich habe eben mal reingeschaut, knapp 7.000 Zuschauer, noch um kurz vor 2. Was ist los mit euch? Warum? Schön, dass ihr hier seid, aber ja, wir sollen ja auch hier bleiben. Alter. Ja, die ganze Nacht. Bleibt chillt, hier. Macht euch jetzt noch einen Tee oder noch eine kurze Nudelsuppe. Glaubst du, die sind alle noch wach? Oder liegen da schon so halbe Leichen? So? Ah. Ja, die sind alle noch wach. Sind noch alle jung. Morgen ist Sonntag. Ja. Ja. Einige gehen feiern, lassen wahrscheinlich dann noch ihr Handy dabei nebenbei laufen, gucken sich dann nochmal hier an oder so. Ja. Man weiß es nicht. Und jetzt wieder ein Blick zu Tobi. Der mir noch kein Go gibt. Es ist noch kein Go. Aber ja, ich meine, guck mal, schau dir diese Blicke an, Wirt. Ja, alle konzentriert. Timo alle. Konzentriert. Ich find's ja wirklich krass. Ich hätte es niemals gedacht. Aber dass
unser Chef Michael Reinke im Finale von CSGO mitzockt. Das ist im Siegerteam. da haben wir ein kleines Fies bekommen. Ich glaube, der denkt auch so, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber... Michael Reinke jetzt gewinnt. Ich sag's dir, die nächsten Wochen wird er einfach sagen, ja, es ist ein richtig einfaches Spiel, was habt ihr Probleme, ihr Noobs? Also, ich habe einfach ein MG genommen. Ja, schau ihn euch an. Der ist halt einfach, das ist ein Mann, der muss nicht viel machen. So, der weiß einfach, was er macht. So, er setzt sich einfach dahin, dann so, ja, oh, CS, keine Ahnung, nie gespielt, ist egal. Nee, nie gespielt, so. Aber hörst du, ne. Ja. Gothic ist halt 10.000 Mal schwieriger zu spielen. Hier ist eine Knarre, hier ist der Abzug, da ist der Typ, fertig ist. Ja? Ja. So wird er es die nächsten Wochen sagen. Was ist euer Problem mit Counter-Strike? Ist doch easy. Ja. Aber für mich ist Counter-Strike echt nicht easy. Counter-Strike ist so Königsklasse von Team-Shootern. Ey, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja gerade auch gesehen, das ist ja wirklich, du schaust um eine Ecke und wirklich, es ist nicht wie bei Halo, dass du ein Schutzschild hast, dass du erstmal ein paar Schüsse einstecken kannst. Wenn du einen Headshot kriegst, dann war's das. So, ja, dann ist direkt vorbei. Das Besondere an Counter-Strike finde ich, es ist eines der E-Sport-Titel, die gut zum Zuschauen sind. Wo hier zum Beispiel ein Valorant oder ein Overwatch oder alles andere, das ist viel zu viele Effekte, viel zu viele verschiedene Sachen. Und wir haben gerade ein Go bekommen und Counter-Strike ist übersichtlich. Und damit geht es ins große Finale. Team Limited 2 gegen Cloud 6. Und wir machen das jetzt einfach einmal zusammen. Let's get ready to rumble! Okay. Gutes Messer. Gutes Messer, wir machen das. So, wer hat denn hier den teuersten Messerskin? Oh. Ich glaube, wenn wir mit unserem echten Account spielen, dürfen ich. Chat, ich bin schon raus. Schön, nice. Der Messer-Levy. Ich hab nicht mal Schaden gemacht. Wollen wir CT starten? Von mir aus ja, finde ich geiler. Okay, machen wir. Okay, wer will wohin? Ich würde gerne Warehouse. Ja, ich würde auch gerne A gehen. Okay, dann gehe ich Mitte und die anderen zwei gehen B. Okay. Simpel. Wieso gehen da meine Hotkeys nicht mehr? Alter. Hotkey, Schmottkey. Keine Ausreden suchen. So, let's go. Wir machen das. Versuch nicht zu überaggressiv zu spielen, der Pistol. Pistol ist wichtig. Ich bleib hier K. Mitte kein Contact. Auch Boost kein Contact. Da hinten. A. Ja, A, Warehouse. Komm, A, Support. Aus. Einer schon durch. Aus. Zwei raus. Okay, ich lauf hinten lang. Oh, schon geplantet, ey. Boy. Ui. Einen habe ich von hinten. Ihr habt keine Zeit, ne? Ihr müsst langsam raus. Ja, keine Muni. Schade. Ja. Schade, ich finde es schade, aber keine Zeit. Na. Mist. Schade. Okay. Nochmal einmal sparen oder nicht? Einen habe ich schon gekauft. Also, voll bei, meine Freunde, voll bei. Alles kaufen, was ihr habt. Alles kaufen. Wer geht Mitte von euch? Geht einer Mitte? Ich gehe Mitte. Ich würde A mitgehen. Ich gehe ein bisschen B mit. Smoke Mitte. Jemand guckt oben, ne? Okay. Einer auf B. Ich chill mal ein bisschen. Ach, scheiße. Mitte links. Denk dir mal. Zeit. Ja, schön. Wir kommen mit Bombe A. Ja. Das ist die Bombe. Oh, dein Eck. Die Tasten funktionieren nicht. Ich kann hier nicht arbeiten. Perfekt. Gegen einen.
Okay, ich guck nach hinten. Oder du guckst, okay, alles klar. Oh, wir sind auch schwer. Dinge. Schön. Nice. Karl der Heinz. MEP-Sternchen. Das ist Messer. Was ist denn die 5? Kann mir jemand eine AK geben? Jo. Also, die von Leuten. Achso, ich leg. Danke. Was? Ja, ich geh wieder B. Machen wir nochmal so, ne? Ja. Das bauen wir hinten liegen. Mitte rechts. Outside wieder. Ach, schlecht. Im Spot. Oh shit. Ist Bombe da? Ja, ist Bombe da. Bombe haben wir. Aber wollen wir B gehen? Ja. Achso, okay, du hast Bombe. Okay. Asphalt jetzt komplett verloren. Ja. Ich glaube, die haben uns schon gehört, ne? Oben. Auch im Side. Keine Ahnung, wie man das nennt. Schön. Okay, dann ist noch einer. Ich weiß nicht, wie der Spot heißt, kein Plan. Oh, Jesus. Stark. Das nur 7 Schuss danach. Okay. Du hast doch noch eine Nade. Apfel. Ja, was ist denn Maus 4? Scheiße. Wir waren so ein ganzes Schild. Wir haben Zeit. Alter, wie lange lebst du denn? Oh, schade, ey. Schade. Ja. Kaufen wir mal, oder? Ja, lass kaufen. Kann mir jemand von den Reichen eine Diegel legen oder so? Ja, kann ich machen. Fuck, wo war die neue Pistole, ne? Ja, ja. Danke. Du A? Soll ich hier die Bombe auch vorne ablegen? Ja. Das geht nicht mehr auf G, lol. Ja, hatte ich vorhin auch. Okay. Irgendwer legt das um. Irgendwelche Sadisten. Das ist echt unverschämt. Mitte smoked? Ich kenne unsere Taktik, die Schweine. Nice. Okay, ich komm zurück. Machen wir A. Ja. Links on side. Noch. Okay, gib den dann halt durch. Und dann A besetzen und so. Am Gabelstapler. Ach komm schon. Oh, no. Hab ihn. Schön. Ganz hinten. Von Spawn. Wichtiges Planten. Wie geht das? 5 und dann E. Linke Maustaste halten. Der letzte war Truck eben. Immer noch. Ah, was? Schön, Leute. Stark. Team. Hier war was? AK. Für mich. Ja. Dankeschön. Okay. Ich habe eine M4 gelegt. Ich auch, jetzt eine. Ah, jetzt haben wir eine zu viel. Jetzt haben wir eine zu viel. Eine zu viel? Der hat noch gar nicht so viel Geld. Egal. Jetzt habe ich kein Kevlar. Ja, machen wir trotzdem. Einer vorne Warehouse. Ihr müsst ihn nicht so aggressiv pieken, ne? Ihr könnt euch auch auf der Seite verstecken, wenn die die ganze Zeit outen. Grenade out! Kann das noch main? Ich flash, Achtung. Ja. Okay, der ist main zurück. Passt bei B auf.
Die haben keinen A-Kontakt mehr. Okay. Das ist jetzt alles ruhig. Wer kommt? Mitte, auf Wer einer kommt? Gepiekt. Auf mich. Ich bin einfach dead. Kriegst nächste Ball. Einen habe ich auf B. Schön. Einen habe ich auf B. Bombe B. Zweiter bei B down. Bombe down bei B. Bombe liegt B. Letzter B. Ja, ist bei B. Geh einfach def, geh def. Warte auf deine Mates. Er kommt. Ah. Er kommt direkt auf mich zu. Ist auf Sport. Keine Steps. Schiff zum Schleichen. Blendet bestimmt, oder? Hat er nicht? Ja, er war direkt auf B. Dann geht er jetzt zu A wetten. Aber schafft er das noch? Bombe. Die Bombe liegt auf B. Das B, das B, das B. Sonst mach safe, 7 Sekunden. Wir müssen einer kann rauspushen, wenn er pennt. Ja, er muss ja eben. Einer muss raus, der andere bleibt. Oh, okay. Ja. Shit. Zu spät. Hol den. Zusammen. Schön. Nice. Diffuse. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Oh Gott. Die Runden sind super close. Ja. Das ist ja auch einfach dann auch krass, wie mein Name, der keine Arme hat. Also, weil du hast ja sogar Cord, deswegen überbei ist. Oh, das ist stressig. Ich perform gerade auch nicht. Aber jetzt wird das. Belief. Alles gut. Wir können auch ein bisschen defensiv. Also, wir spielen sehr aggressiv. Ja, das stimmt. So, wir nehmen häufig einfach Endduelle, die einfach zu bondetig sind. Und dann können die Rotations nicht kommen. Wenn wir ein bisschen entspannter spielen, glaube ich. Direkt B, push B. Komm. Einen habe ich. Sind alle da. Ich gehe heaven. Eine Wand um. Keine Frau Wand down. Ich glaube, rechts in der Ecke tanzen. Zwei Flashes, Heaven. Okay. Wo? Einer ist Head. Nice. Da. Einer noch, letzte. Ich defuse. Ist der Onside? Nicht. Fuck. Wo ist er? Wo ist er denn? Hier, bitte. Bam. Ist um dich rumgelaufen, irgendwie. War der oben drauf oder so? Nee. Ja, ja. Stressig. Wir sind arm. Wir müssen voll beimachen. Ja. Spiel mal aggressiv im Main. Geh einfach mal rein. Komm wieder B, glaube ich. Jetzt trinken wir Smoke. Einer Arm bei Doors. Ja, schade. Eieiei. Oh, dann müssen wir eine richtige These raushauen. Ja. Aber ist machbar. Oh Gott. Ja. So, letzte. Letzte, alles kaufen. Und jetzt nochmal hier Full Power. Soll ich boosten? Nee. Okay. Dann habe ich schön verkackt eben. Ja, kommt zu euch. Ich Alter. Flo räumt auf. Go. Ich mach die A blenden. Mit der Bombe. Mit nach A. Eins. Ich tick wieder nach hinten. Ich guck nach hinten. Achso. Zeig, ich guck da nach hinten. Nice. Sehr schön. Oh,
T ist unsere Seite. hat jemand Wünsche? Ich spiele alles außer Mitte. Ich gehe A, glaube ich. Ich glaube, ja. Ich würde Mitte gehen einfach. Ich habe keine Wünsche. Ich gehe B. Ich würde nach B gehen. Ich hab ein bisschen Puls. Ich muss mein T-Shirt. Ich glaube, das haben wir alle. Ich glaube, so wirklich. Ja, kann man nichts sagen, ne Strategie. Aber. Ja, zu zweit aber mach. Ich kenne auch überhaupt gar keinen Namen. Für irgendwelchen Spots. Also einer hat A gesagt, einer B, dann ich würde noch mit A gehen. Ich gehe Mitte. Ich gehe B. Also, ich gehe A. So, wo soll ich dann? Dann B, rechts. Okay. Dann gehe ich, ich gehe B hoch auf diesem Balkon bei Heaven. Und dann kannst du unten lang gehen. Da müssen wir hier aufpassen, ne? Müssen nicht rushen. Hast du eine Granate auf A? B ist komm einer. Komm B. Zwei, drei. Drei B. Ach, jeez. Gleichzeitig. Schön. Oh, es waren alle, wa? Ja. Schön aufgeräumt, Männer. Das war's schon. Man hat nicht mal Graffitis hier in diesen Low-Accounts. Oh. Oh, da hat jemand einen. Schon. Sehr schön. Zwei Runden noch. Was holt man sich? Zweite Runde. Ach komm, Helmchen zur Sicherheit. Hier ist Helmpflicht. Ja. Ich habe eine Smoke für A. Mal gucken, ob ich die noch kann. Ich schmeiß, glaube ich, eine Nade ganz schnell auch. Ich komm B jetzt mal mit runter. Du kannst auch hochgehen, wenn du willst. Das tat B. Ja, Mitte ist noch einer. Steps bei B. Schön. Bombe liegt. Bombe liegt bei B. Okay. Hui. Einer ist jetzt da an der Bombe. Sorry. Ich bin irgendwie. Der macht doch irgendwas Cheesiges. Ja. So, A, wenn er von A kommt, habe ich ihn. Okay. Nice! Sehr schön. Ach, das war eine AK. Okay. Wir haben nichts, ne? Timo, legst du für Karl-Heinz? Ich kann euch auch was gönnen. Ich habe eine AK gesehen, haben die gekauft? Letzte Runde, ja. Nimmt die jemand? Niemand? Ich würde AK, ich würde da ja, ja. Nimm, okay, ja. Gerne. Ich gehe diesmal wieder hoch. Schnell A könnte werden. Viele Steps. Okay. Aber noch nichts raus. Doch, hier Squeaky auf. Squeaky raus. Zwei. Ich komm. Noch einer Fork. Fork der letzte. Mega stark! Ein Sieger, meine Damen und Herren! Alter, was war da los? Ey, und Leute, was war denn da los? Bei einem Finale?
erwartet man Spannung und hier folgt eine absolute Klatsche von Team Limited 2, meine Damen und Herren. Arcadia, kriegen wir Applaus für Team Limited 2? So, so, so. Also, lasst euch feiern, aber das gesamte Team möge mal zu uns hier an dieses Pult kommen, weil das muss jetzt hier natürlich gefeiert werden. Also, oh Mann. Leute, was war denn da los, ey? Wir haben am Anfang noch Witze gemacht, so, ja, ja, ihr werdet bestimmt gut sein, allein wegen dem krassen Namen, aber Flo, was ging ab? Ja, keine Ahnung, also ich habe ehrlich gesagt nach dem Halbfinale, da haben wir ein bisschen geschwächelt, möchte ich sagen, ich auf jeden Fall, habe ich nicht gedacht, dass wir da so durchrasieren und vielleicht war es mal ganz gut, dass wir T gestartet sind, weil es auf jeden Fall unsere stärkere Seite war und dann einfach direkt 6-2 Pistol gewonnen, weil der Drops eigentlich gelutscht. Alter, also wie gesagt, ihr habt einfach hart rasiert, also wie ist das bei euch? Ich kann es auch nicht genau erklären. Also wir haben immer sehr schwach angefangen und dann ziemlich stark angezogen. Ich glaube, das war so ein bisschen unsere Taktik. Die Leute so ein bisschen erstmal in, weiß ich nicht, so ein bisschen verwirren. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Nee, T ist unsere Stärke, weil wir rushen einfach durch und überlegen uns einfach gar nichts. Und machen ohne Strategie, das hat schon ganz gut geklappt. Ihr seid einfach wirklich nur durchgerusht, habt nicht nur wirklich Strategie gehabt, sondern einfach, ey, das wird schon klappen. Schon irgendwie, ja. Also, war krass. man könnte, böse Zungen können jetzt auch behaupten, weil Madin hier die ganzen Spiele mal aufsetzen muss. Du hast einfach Cheats bei euch installiert. Ihr hattet ein Aimbot, du hast ihn schnell draufgeladen, nein, oder? Nein, er hat einen Wallhack. Also bei der einen Runde hätte man es eben denken können, aber es ist vielleicht auch kein Zufall, dass mein Rechner ausgerechnet nicht abgegriffen wurde, okay? Oh. Was für ein fancy Getränk hast du da jetzt direkt am Start? Das ist ein Unicorn hier in der Bar, kann ich sehr empfehlen, ey. Ja, Leute, gehört. Der Unicorn an der Bar. Ja, aber ey, Leute, lasst euch feiern. Ihr seid die Sieger des Teams. Und ich würde sagen, als kleines Präsent, also ihr habt jetzt was freigespielt. Und es ist so, wir bei Rocket Beans wir lieben ja große Events. Deswegen haben wir diese große Rocket Beans LAN-Party. Aber irgendwas wird nächsten Monat hier passieren. Und was genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Angebraust wie eine Hornisse. Da steht er fahrerisch auf dem Schlauch. Der Typ fährt Qualifying-Runden über die Curbs. Oh, er liegt auf dem Dach. Probleme mit dem Rückwärtsgang? Ja, den muss man erstmal reinkriegen. Tatsächlich.